Wir spielen Cthulhu klassisch in den 20ern, wir spielen in den USA und wir haben heute wieder eine Gastes-Elbe, wie wir es in letzter Zeit ja öfters mal ausprobieren, von Leuten, die in dem ganzen Crossover-Streaming-Kram jetzt mit drin hängen, ob sie wollen oder nicht quasi. Und wir haben diesmal als Spielleitung den Live von Table Tales da, der neulich bei Werwolf ja schon als Spieler mit dabei war. In dem Sinne, hallo, live. Moin. Und die restliche Spielerschaft, die wollen wir auch kurz begrüßen, bevor wir dann das Wort an live übergeben. Das sind größtenteils bekannte Gesichter, jemand spontan dazugestoßenes und dann noch der Karl. Deswegen fangen wir mit dem Karl an. Der wird Ramira spielen und hat sich schon geistig drauf eingestellt, mit sehr vielen Anhängern zu klüngeln. Zumindest wurde hier schon Kostüm quasi eingebaut. Und wir werden herausfinden, warum diese Person auf diese Art und Weise angetan ist und was ihre Profession ist. Und Hatma, wir hatten über die Kameraeinstellung gerichtet. wenn du über deinen Namensbalken hinausschauen willst, dann muss es ein bisschen weiter oben im Bild sein. Wir haben dann die Katrin, die des Öfteren bei uns in den Rollenspielen zu Gast ist und gerade eben in dem Gespräch war, wo es um Pädagogik und Rollenspiel ging. Hallo Katrin. Hallo. Dann haben wir den Ben and Paper Ben, der ebenfalls im gleichen Gespräch war und jetzt hier mitspielt und sich schon ein Tumblr eingeschenkt hat. Mhm. Der in den 20ern doch hoffentlich aber nur irgendwie Saft enthält oder sowas. Ja. Und dann zuletzt spontaner Gast, auch dazu gekommen aus dem Panel zu dem Thema Demokratie unterrichten mit Hilfe von Rollenspielmethoden, hat Marisa, der jetzt einfach ganz spontan eine Rolle übernommen hat und auch hier mit rein durfte. Hallo, Hatma. Dein Ton ist aus. Lüstere nur. Ach so. Um die ganze eine beschwörerische Stimmung zu geben. Okay, ich hatte gerade vorhin versucht, die Sache mit der Vignette um mich herum zu überprüfen und traue mich gerade nicht, das Fenster aufzumachen, weil dann wieder der Sound kommt. Ich mache das Fenster mal kurz hoch und schalte den Ton gleichzeitig aus, ja? Gut, ansonsten kann ich auch gerne schon mal übernehmen, je nachdem, ob es noch irgendwelche letzten Worte gibt, bevor ich uns alle ins Verderben führe. Hast du vor, uns gezielt ins Verderben zu führen, oder haben wir eine Chance? Ansonsten habe ich keine weiteren Fragen. Das werden wir rausfinden. Ich werde sie dir leider noch nicht beantworten. Oh, es wird gefragt, wer die Person links unten ist. Hallo, ich bin Mairi. Ich bin normalerweise das Gesicht und die Stimme von Orkenspalter TV, aber heute bin ich nur Mitspielende. Nicht nur Mitspielende, Mitspielende. Wir wollen ja hier niemanden downgraden und wie ist das? Darf ich einleitende Worte verlesen? Selbstverständlich. Ja, großartig. Dann fangen wir gleich einfach mal an. Die Welt, in der wir leben, ist eine Leinwand und wir sind das Motiv. Manchmal merken wir, dass jemand von da draußen uns als das Bild betrachtet, uns anstarrt. Wir schaffen einen schützenden Rahmen um uns herum und betten unsere kinderhaft bunten Überzeugungen und Glaubensvorstellungen darin ein. Aber ein Rahmen ist keine Rüstung. Er ist ein Gefängnis. Und nach wie vor treffen uns die Blicke derer von außerhalb, die erkennen, dass das Motiv, dass wir, noch immer unvollendet sind. Es ist der 16. Dezember 1926. Die Sonne geht fahl auf über einem langsam erwachenden Boston. Dir, Douglas Diggory, war sie heute Morgen die einzige Lichtquelle, denn ja, man hat dir den Strom abgestellt. Du brauchst dringend einen neuen Auftrag. Stromrechnungen bezahlen sich nicht von alleine. Gott sei Dank sitzt du gerade auf dem Sofa im Kaminzimmer deiner potenziellen neuen Klientin. Das ist die Sybil Thompson, umringt von ihren Katzen. Blickt dich die betagte Dame, ja, verängstigt, sorgenvoll an. Mr. Diggory, ich habe es Ihnen ja schon erzählt. Ich brauche Ihre Dienste als Privatdetektiv. Mein Enkel ist verschwunden, Liam Thompson. Wir wollten uns eigentlich vor 6 Tagen getroffen haben, am 10.12. Notieren Sie sich das bitte. Ja, das habe ich vor, Mr. Thompson. Und, ja, großartig. Liam. Und am Vor, Liam Thompson, genau.
habe am Vortag ihn noch getroffen und er hat mir zugesagt zu kommen, aber er kam eben halt nicht. Und Sie müssen ihn finden, bitte. Bitte finden Sie meinen Enkel. 6.12. wollten Sie sich treffen. Genau. Vor 10 Tagen. Nein, heute ist ja der 16., also vor... Am 10.12. 10.12. Verzeihung, 10. So, vor 6 Tagen. Ich bin auch total verwirrt vor 6 Tagen, genau. Ja. Verzeihen Sie, die Nerven liegen blank. Ich habe sein Verschwinden natürlich sofort der Polizei gemeldet, aber naja, die hat ja bei all diesen Mordfällen und Übergriffen in letzter Zeit, weiß Gott, genug zu tun. Hm. Wo wollten Sie sich mit dem Jungen treffen? Ach, wir treffen uns immer bei mir. Das war seit jeher so. Wir haben noch nicht allzu lange Kontakt. Genau hier. Direkt da, wo Sie gerade sitzen. Oh, und er wohnt hier in Boston? Er wohnt in Boston, genau. Er ist vor 2-3 Monaten umgezogen. Wir haben jetzt noch nicht so lange Kontakt und haben uns erstmal wieder so ein bisschen aufeinander zubewegt. Seit er umgezogen ist, habe ich seine Anschriften nicht. Und dementsprechend konnte ich der Polizei natürlich auch sehr wenig Anhaltspunkte geben, wo er ist. Und Sie müssen wissen, es gibt über 50 L. Thompsons in Boston. Und das nur von der gleichen Schreibweise. Wir haben da einige rausgerechnet. Also, haben Sie die alte Anschrift, Miss Thompson? Die alte Anschrift habe ich noch. Ich schreibe es Ihnen auf. Ja, ja, danke. Ja. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Ich weiß ja natürlich nicht, was Sie alles wissen müssen und wie Sie arbeiten. Ich denke mal, nach dem Honorar muss ich nicht fragen. Sie scheinen ja sehr betucht. Entschuldigung, ich muss. Ich bin ein bisschen. Wie alt ist der Junge, sagt sie? Der ist 27. Und was arbeitet er? Ach, er ist noch immer arbeitssuchend. Sie müssen wissen, nachdem meine Tochter, also seine Eltern, gestorben sind, waren wir letzten Endes die Letzten in der Familie. Erst studieren gegangen, danach war er arbeitssuchend. In unserer Trauer haben wir uns gegenseitig zurückgezogen. Und als er dann immer noch keine Anstellung fand, vor ein paar Monaten trat er auf mich zu und ich konnte ihn ein bisschen finanziell unterstützen. Schön. Aber hat er noch immer keine Arbeit. Historik, Kunsthistorik. Genau, er wollte unbedingt ein Buch schreiben über Boston und Umgebung, um mit dem Geld dann rumzureisen, auch nach Europa. Aha. Aber die Geschichte hier hat ihn so fasziniert, er wollte unbedingt dieses Buch schreiben und ich habe ihm dann finanzielle Spritzen gegeben. Oh, hier ist ein Bild, ich zeige es Ihnen einfach mal da und du siehst ihn mit einem Amulett, möchte man fast sagen, so einen großen Schmuckstein um den Hals, da in die Kamera blicken. Ja. Darauf ist ein seltsames Zeichen, irgendwie so wie so ein stilisierter Zweig und er selbst wirkt so ein bisschen schüchtern und leicht androgyn. Ja. Der Junge mag Schmuck. Ja, es ist ein Familienabstück. Ich habe es ihm noch von meiner Tochter gegeben. Könnte ich das Bild haben? Ich habe nur eins. Ja, das bekommen Sie auch wieder. Wir sind ja, ich meine, ich werde Sie ja nochmal aufsuchen. Ja, für meinen Enkelsohn. Hier haben Sie das Bild. Sie können den Rahmen gerne mithaben. Das Bild ist ja handlich. Ja. Ja, danke. Gut. Finden Sie ihn bitte. Selbstverständlich. Müssen ihn finden. Gut, ich werde über das Honorar müssen wir nicht reden. Ich mache mir wirklich große Sorgen, wenn ihm etwas zugestoßen sein sollte, dann finden Sie heraus, was ihm zugestoßen ist und warum. Und damit, glaube ich, habe ich nichts mehr, was ich hier hinzufügen kann. Oh, doch eine Sache noch. Er sprach von einer Mitgliedschaft, die er antreten wollte, vielleicht auch angetreten hat in einem Kunstclub. Ja. Da könnten Sie mal vorbeisehen. Wo habe ich die Adresse? Ah, hier. Ich habe sie mir aufgeschrieben, handschriftlich. Ich hoffe, Sie können es lesen. Er hat hoffentlich dort zumindest Anschluss finden können. Viel Glück Ihnen. Danke. Gut. Ja, du verlässt das Haus, lässt das Miauen der Katzen, das wieder zu hallen schien im Raum hinter dir. Und wir machen einen kleinen Wechsel eines Handlungsschauplatzes und gehen zu unserer Ramira Estefan, Wahrsagerin ihres Zeichens. Es ist ein Monat früher, Mitte November, und bei dir, Ramira Estefan, hat der Wind nicht nur Herbstblätter über deine Schwelle getragen, sondern auch ein Mann im Rollstuhl hineingeschoben von seiner offenbar Haushälterin, recht streng aussehend. Der Mann heißt Denver Murray und bat dich, ihm die Zukunft vorherzusagen. Er scheint
auch wirklich an deine Aussagen zu glauben. Kaufte gleich auch mehrere Packungen deines Tees, die stehen für irgendwie die Aufnahme astraler, positiver Energien oder allgemein magischer, positiver Energien. Ach, keine Ahnung. Also du kennst dich da besser aus als ich, Ramira, merke ich. Und die Sitzung ist fast zu Ende und er verliest die letzte Frage auf seinem ja, selbst gebastelten Fragenkatalog. Werde ich für den Rest meines Lebens an meinen Rollstuhl gefesselt sein? Und du hast, bevor du gleich sprechen kannst, noch einmal ganz kurz, bisher immer nur ihm irgendwelche Antworten gegeben, ne, was zurechtgeschwindelt. Diese Frage fasziniert dich aber schon. Möchtest du etwas Bestimmtes tun und eine bestimmte Fähigkeit vielleicht einsetzen? Also er fragt mich, ob er sein Leben lang in diesem Rollstuhl sitzen wird, ja? Genau. Okay. Ja, ich habe da so eine Fähigkeit. Sekunde, ich muss kurz mal meinen Charakterbogen stalken. Du kannst tatsächlich einfach dein drittes Auge öffnen, nachdem du dich so ein bisschen in Kontemplation begeben hast und dann drauf losschauen, wenn du willst. Okay, ich öffne mein drittes Auge. Gut. Ich habe dir einen Text geschickt. Ja, ich öffne mal auch noch Discord zusätzlich zu meinem dritten Auge. Sehr gut. Sekunde. So. Ja. Señor Murai, ich muss Ihre Hände sehen. Ja. Bitte strecken Sie sie vor. Gut, also diese Linie hier. Ah, doch, ich sehe was. Ich sehe was. Ja. Señor Murai, es ist so, um den Schmerz Ihrer derzeitigen Existenz hinter sich zu lassen, müssen Sie. Sie müssen wie ein Phönix aus der Asche steigen, verstehen Sie? Folgendes. Ja. Reißen Sie Ihre Hindernisse nieder, die Sie beengen, und glauben Sie an die Wunder dieser Welt. Da ist noch in Ordnung. Etwas. Warten Sie, da ist noch etwas. Wenn Sie die Augen offen halten, ja, dann werden Sie einen kleinen Goldschatz finden, der bald Teil von Ihnen sein wird. Unterbrechen Sie mich nicht immer. Ich tue meine Arbeit hier. Da ist noch was. Aber es ist ungenau. Zu viele Schwielen. Aber auf jeden Fall gewinnen Sie bald einige Freunde. Möglicherweise. Und das mit dem Rollstuhl. Vergessen Sie den Rollstuhl. Und merkst aber, da drückt etwas auf dein drittes Auge ein. Du merkst irgendeine Vorahnung. Du veränderst deinen Blickwinkel so ein bisschen, schielst und plötzlich siehst du ihn, wie er in einem dir unbekannten Raum im Rollstuhl sitzt, die Hände starr auf den Lehnen, die Wangen eingefallen, die Augen eingesunken. Er scheint irgendeiner Krankheit anheimgefallen zu sein und dem Tode nah. Und du hörst es, oder du merkst, wie sich deine Lippen formen wollen zu einer geflüsterten Warnung, die da wäre: Hüten Sie sich davor, eine bestimmte Person, die Ihnen Böses will, in Ihre vier Wände zu lassen. Willst du dem widerstehen oder willst du das aussprechen? Du bist das Sprachrohr dieser Vision. Ich schalte mein drittes Auge aus, als wenn ich so ein dickes Buch zuschmeißen würde. Ich kann nichts mehr sehen. Das wird alles. Ich werde mich zumindest an die Ratschläge halten und Acht geben auf das, was da kommen mag, sagt er. Und damit endet die Sitzung. Und wir befinden uns im Hier und Jetzt, einen Monat später, am 16. Dezember. Und du, Ramira Estefan, denkst nochmal so ein bisschen an diese seltsame Vision zurück. Gerade verteilst du Flugblätter, mit denen du Werbung für dein Geschäft machst. Weissagung, wie sie im Buche stehen, wie wir sie auch gerade mitbekommen haben. Etwa 50 Meter gehen drei Personen vor dir, zwei Damen und ein Mann. Und du streunst so ein bisschen herum, heftest hier ein Blatt an, da ein Blatt an den Zaun, siehst dann so ein Schild mit der Aufschrift Ausstellungseröffnung und einem roten Pfeil, und der zeigt in die Richtung, wo auch die Person vor dir hingehen. Ja, willst du denen nachgehen? Ja, also ich glaube, so eine Ausstellung wäre ein super Spot, um meine Flugblätter am Mann zu kriegen. Dann gehe ich hinterher. Möglicherweise, ja, auch das.
Und damit sind wir bei dem letzten Pulk aus Personen angelangt, den drei Charakteren, die sich gleich vorstellen können, beziehungsweise in-game vorstellen können. In Boston, ihr seid angekommen. Ich denke mal, ihr seid mit der Bahn angereist. Es war eine beschwerliche Fahrt, aber jetzt seid ihr hier und jetzt wird diesen Stadtmenschen mal gezeigt, was wahre Kunst ist. Du, Elena Woodmane, wurdest von deinem Brieffreund Liam Thompson eingeladen, im Kunstverein, ja, auch deine Kunst auszustellen. Und du hast zwei Personen dabei. Einmal den Agenten, der dich repräsentiert, und dann deine gute Freundin. So, wir haben also einmal die gute Freundin Ala Moth, die eine Journalistin ist, und dann den Agenten, das ist der Solomon Goldblum. Ich hoffe, man spricht ihn auch so aus. Man spricht ihn immer falsch aus. Ja, wie spricht man ihn aus? Ich werde jeden korrigieren, weil immer es ausspricht, es wird immer falsch sein. Ja, großartig, dann haben wir, glaube ich, unseren Spaß. Ihr seht die Galerie auch schon. Sie befindet sich in einem hochaufragenden Gebäude in der Newbury Street. Und ihr tretet vom Bürgersteig über die Schwelle auf den Boden aus Fichtenholz. Die hier Versammelten kann man wohl ja beschreiben als die Versnobten und dann nochmal als die noch einmal mehr Versnobten. Damen in bunten Kleidern, Männer in teuren, unfassbar schlecht sitzenden und hässlichen Nadelstreifenanzügen. Einer von denen geht jetzt auch auf euch zu. Dicker Bauch, Zigarre, sofort hüllt euch eine Wolke des Rauchs ein. Verzeihen Sie. Oh, willkommen, willkommen. Oh, Sie sind scheinbar auch einer der Gastkünstler, wenn ich mir die Rollen unter Ihrem Arm so ansehe. Gastkünstlerin. Ja, Gastkünstlerin, natürlich. Ach, wir müssen uns jetzt auch noch solche Kleinigkeiten. Eine Kleinigkeit ist natürlich nicht die der Vorstellung. Ich bin Joe Minnett, Vorsitzender des hiesigen Kunstvereins. Guten Tag. Ah, dann sind Sie derjenige, der nur von Mr. Liam uns der Kontakt hergestellt wurde. Liam. Der Neuling. Er hat Sie eingeladen. Ja, wen hat er nochmal eingeladen? Wie heißen Sie? Elena Woodmane, ich stehe auf der Gästeliste. Ach, ja, natürlich, ich erinnere mich. Oh, für jemanden mit Ihrem Ruf hätte ich erwartet, dass Sie ein wenig älter wären. Das ist sehr nett, dass Sie die Dame als jung bezeichnen. Wie lange sind Sie schon Vorsitzender? Ach, schon sehr lange. Schön, dass man es mir anmerkt. Ja, und Sie sind? Solomon Goldblum, ich vertrete Miss Woodmane. Ah, hervorragend. Und Sie, die Dame? Carla Moth in einem gut geschnittenen Hosenanzug mit der schweren, gut verpackten Kamera, ein Case über die Schulter, streicht sich so eine Strähne von ihrem Bob hinters Ohr. Carla Moth. Schönen guten Tag. Vom Herald. Ah, Presse, noch besser. Ja, wunderbar. Dann haben wir ja gleich einen guten persönlichen Einstieg gefunden. Haben wir das? Ganz fabelhaft. Ach, sicher. Sie hat eine dieser neuen Fotomaschinen dabei. Eine Fotomaschine. Ja, gut. Nehmen Sie gerne auf. Natürlich wäre es aber doch schön, wenn am Ende nicht nur Fotos gemacht, sondern auch Gemälde eingesackt werden. Sie können gerne ablegen. Da ist die Garderobe gegenüber der Erfrischung. Nicht, dass Sie es nötig hätten, nachdem Sie aus der Kälte hineingekommen sind. Aber naja, so nennt man Sie eben. Erfrischung. Er wartet auf Lacher. Er erntet keine. Ja, nun Spaß beiseite. Obwohl es ja sehr amüsant ist. Sie sehen dort quer durch die Wand, da können die Gastkünstler und Künstlerinnen sich ausstellen. Sie finden mehrere freie Flächen sowie den Abstellraum, wo sie noch freie Rahmen in der passenden Größe finden, rechts. Darf ich Ihnen den Mantel abnehmen? Den Damen? Das wäre sehr zuvorkommend, danke. Mach ich das? Achso, hast du wahrscheinlich deinen Hosenanzug? Hast du auch irgendwas, was ich dir? Du wirst trotzdem einen Mantel tragen, oder? Ich habe einen Mantel, ja. Gut, aber sie steht da und schaut einfach sich das Gebäude an, schätzt die Lichtverhältnisse ein und wirkt unglücklich. Ja, es ist aber in der Tat, es sind gute Lichtverhältnisse, um Fotos zu machen. Die
Die Beleuchtung elektrisch ist gut ausgerichtet auf die Gemälde, die tatsächlich ja etwas düsterer erscheinen. Das Thema, obwohl es keine weiteren Auflagen gab und eigentlich dieser Stil auch nicht gerade gut spezifiziert wurde, ist dunkler Surrealismus. Und da können wir auch gleich zukommen. Entsprechend, das seht ihr auch. In dem Moment, der Joe Minute steht noch immer bei euch, treten zwei weitere Personen kurz hintereinander von draußen nach drin. Einmal eine recht unansehnliche Frau in schwarzer Kleidung und dann ein Mann in mittlerem Alter. Es handelt sich um euch beide, die wir schon kennengelernt haben. Was ist denn an der Frau unansehnlich? Erscheinung 30. Da musst du fragen. Also was ist an der Frau ansehnlich? Das ist, glaube ich, richtig die Frage gestellt. Naja, wir sehen mal, sie hat vielleicht dann noch andere Qualitäten. Jetzt steht ihr erstmal zusammen. Der Eingangsraum ist gut gefüllt. Es ist ein bisschen eng. Man kann sich wahrscheinlich gut ausbreiten. Ja, Richtung Garderobe und weiter in den Raum. Ja, ich heb mich direkt an Ramira vorbei, die ich nur von hinten sehe. Sag Entschuldigung, Sir. Und suche dann meiner Aufzeichnung nach einen Mr. Minute, dem der Laden hier gehört. Douglas Diggory selbst ist Anfang 40, kommierte Haare, er trägt momentan einen Mantel, darunter Hosenträger, und den Fedora hat er sofort abgegeben. Er ist also das Sinnbild des Privatdetektivs, hat eine verheilte Narbe auf der linken Seite, die zur Schläfe runterführt, und müde Augen. Die Nächte waren lang und schlecht bezahlt, und dementsprechend hat er es jetzt auch eilig, diesen kleinen Thompson zu finden, damit das Ganze hier wieder etwas aufwärts geht, und dementsprechend schaut er sich nach wichtigen Personen um und geht direkt auf Goldblum zu. Ah, ja. Sir, Sie sehen so aus, als wären Sie hier der Veranstalter. Das ist das erfreulich, nein, Mr. Minute hier ist der Veranstalter. Oh, ich bin der Veranstalter. Ja, ich guten Tag. Roste langsam ein. Mr. Minute, entschuldigen Sie, Sir, dann war das eine Verwechslung. Mr. Minute, ich suche einen Mr. Liam Thompson. Huh. Ja, das ist bei der Gelegenheit interessant. Wo ist denn Mr. Thompson? Ja. Sollte eigentlich hier sein. Ja, das ist ja das Problem. Wenn ich mich recht entsinne, ich habe ihn nicht gesehen heute, nein. Ich bin die ganze Zeit recht nah bei der Tür gewesen. Er sollte bald kommen. Ich meine, in einer Stunde geht es los und wir eröffnen auch für die Allgemeinheit. Nee, das ist ja, habe ich ihn vor zwei Tagen gesehen. Selten weiter. Kennen Sie Mr. Thompson, richte ich mich an den anderen Herrn, den ich zuerst für Mr. Mint gehalten habe? Nur brieflich. Brieflich? Verdammt. Danke, entschuldigen Sie. Sie sind, weswegen suchen Sie ihn nochmal? Beruflich. Entschuldigung, okay. Kennt hier irgendjemand Mr. Thompson? Gesehen? Halt mal bitte zurück, die Eröffnung so einer Galerie, das übernimmt ja wohl selbstverständlich der Galerist, ja? Ich dachte, die wäre schon längst eröffnet. Nein, wir bereiten uns noch vor, und bitte, Sie haben hier, Sie können gerne fragen und rumgehen, aber verhalten stalten Sie doch nicht so ein Tohuwabohu. Also, das geht doch wirklich etwas etikettierter, möchte ich meinen. Ich hab noch nicht mal angefangen. Können wir jetzt bitte einmal zu dem Punkt kommen, wo irgendjemand irgendwen organisiert, der meine Bilder jetzt vernünftig einrahmt? Künstler. Rinnen. Überraschenderweise sind wir hier wegen Künstlern und Künstlerinnen. Was haben Sie erwartet? Carla hat ihr Dreibein, das sie natürlich dabei hat, um ihre Kamera aufzustellen, abgestellt und einen Ellenbogen darauf platziert. Ja, da haben Sie aber recht. Was habe ich hier sonst erwartet? Gut, ich verhalte mich still und beobachte. So, also was ist für wen schreiben Sie überhaupt? Für welches Blättchen? Für mich. Ich bin keine Journalie. Ich suche Mr. Thompson. Journalie. Dann bin ich ja froh, dass wir keine Kollegen sind. Also, ich weiß nicht, stehen Sie zusammen. Ich wollte nicht unterbrechen. Naja, nun ist es passiert. Ich wollte Ihnen nochmal einen Hinweis geben, sollten Sie ihn brauchen. Aber ansonsten gehe ich auch gerne nach da drüben. Nein, öffnen Sie Ihre Galerie, dass Sie hier weiter. Jetzt hören Sie mal, Herr Detektiv hier. Können Sie mir jetzt bitte einmal einen jungen Herrn, irgendeinen der Laufburschen hier holen, der meine Bilder einrahmt?
Ich? Nicht Sie. Nicht jeder spricht sofort mit Ihnen. Gott sei Dank. Wie sieht denn das aus, Mr. Minute? Wir haben die Bilder draußen. Es wäre sehr erfreulich, wenn wir sie jetzt möglichst bald auspacken. Ja, ich hatte gedacht, danke, der Künstler macht das selbst. Wissen Sie was? Ich geleite Sie einfach mal darüber. Der Rest, der kann ja erstmal seine Kleidung an den Nagel hängen. Und dann werden wir sicherlich noch alle miteinander und zueinander finden. Ja, folgen Sie mir doch, Miss Woodmain. Danke. Gut. Ja, gut. Also, er zeigt dir die Rahmen, er zeigt dir freie Bildfläche. Du hast die Möglichkeit, zwei Bilder aufzuhängen. Ja, die Ramira Estefan steht auch ganz in der Nähe, sieht gerade so einen etwas dümmlich aussehenden Mann mit so einer unmöglichen Frisur, möchte man sagen. Der steht neben einem Gemälde mit so einer Mauer, so einer schwarzen Mauer mitten in der Einöde. Und scheinbar scheint er das selbst gemalt zu haben. Guckt dich so ein bisschen feindselig an, also dich, Ramira. Ja, ihr guckt zurück, eure Bilder streifen weiter über die Gemälde. Das sind teilweise Bilder, ein Automobil, das von schwarzen Pferden gezogen wird. Eine Straße mitten in der Nacht, über der eine Sonne scheint und so weiter und so fort. Ein Galgen, so ein Richtplatz und da ist so eine große Menschenmenge und guckt zu einer, ja, im Begriff gehängt zu werdenden Frau. Und niemand scheint den schwarzen Mann im Vordergrund zu sehen, der ja dem Betrachter gar ins Gesicht starren möchte. Ja, daneben steht so eine junge Frau und die hat das Bild offenbar gemalt. Ja, beobachtet euch nun, da ihr die Bilder selbst einrahmt. Ja. Nicht der also, Rahmen. Nicht der Rahmen. Ich habe das entstandene Chaos genutzt, um möglichst viele meiner Blutblätter auf den Tischen und auf dem Boden zu verteilen. Mhm. Und fühle mich jetzt genötigt, zu dieser Dame hinzugehen, die dieses wirklich außergewöhnliche Bild gemalt hat. Weil ich denke, dass sie besonders in meine Zielgruppe fällt. Wie weit bin ich denn weg von der? Oh, ein paar Meter, du überbrückst sie mit mehreren Schritten. Alles klar, ich nutze mehrere Schritte und gehe zu der Dame. Señorita, ich entschuldigen Sie, darf ich Sie kurz ansprechen auf Ihr Bild, was Sie gemalt haben? Nun, das haben Sie ja gerade. Nun, ich habe noch nichts zu dem Bild gesagt, aber ich finde, es ist eine wirklich außergewöhnliche Kulisse, die Sie da zeigen. Was hat das für einen Hintergrund? Warum haben Sie das gemalt? Ich habe mich von Pigment inspirieren lassen. Na, Pigment, ja? Ja, Pigment. Pigment hat er auch so ein Bild gemacht? Allgemein die Hexenprozesse in Salem natürlich, die ja auch Einzug hier in Boston fanden, vor 250 Jahren. Ja. So habe ich ein bisschen recherchiert und kam zu diesem Gemälde. Interessieren Sie sich für dieses Thema? So nach und nach scheinen sich immer mehr Leute zu interessieren. Thurber fällt mir ein, Reed fällt mir ein. Also ja, ich meine nicht Kunst und Malerei, ich meine Hexen. Ach so. Nun ja, das, was ich herausgefunden habe, war schon recht interessant, ja. Nun, manche stempeln es ja ab als eine Art Arbeit, glaube, aber ich kenne da eine Person, die wirklich gute Dienste leisten kann, wenn es darum geht, in die Zukunft weiß zu sagen oder zu Ahnen Kontakt aufzunehmen. Ich gebe Ihnen mal ein Flugblatt. Ah, sehr subtil. Die Person auf dem Flugblatt sieht fast genauso aus wie Sie. Ich gehe mal davon aus, du hast vielleicht irgendwie so eine Selbstzeichnung angefertigt oder so, oder hast du dich vielleicht abbilden lassen und das dann drucken lassen. Ich mal die Bilder alle selber. Okay, ja gut. Ja, dann erkennt sie dich, glaube ich, nicht. Ich glaube, dein Kunstwert ist nicht allzu hoch. Das ist schon okay. Naja, ihr redet noch so ein bisschen weiter. Was macht der Rest in der Zwischenzeit? Als ich da Pigman gehört habe, drehe ich mich sofort über, weil wir jetzt ziemlich daneben stehen, und beteilige mich sofort an dem Gespräch und werde sie jetzt auch völlig auf Künstlerebene. Pigman, ernsthaft? Sie haben sich von Pigman inspirieren lassen? Ja, natürlich. Ich meine, also was heißt natürlich? Man, es bedarf ja schon einer gewissen Standhaftigkeit im Leben und gar Mut, aber wenn man die Möglichkeit hat, im selben Kunstclub zu sein, dann schon. Und in dem Moment öffnet sich die Tür, kalter Wind fegt herein und ein Mann tritt ein, hochgewachsen,
ja, auch hohle Wangen, helle Augen, ein Blatt, beziehungsweise so eine Rolle unter dem Arm. Und sofort hat er die Aufmerksamkeit des gesamten ersten Raumes, die er sofort auch bemerkt und offenbar sehr stark genießt und geht nun über das Fichtenholz hinweg. Ja, und sofort kommen so ein paar Leute auf ihn zu. Ja, Gott sei Dank, da sind sie ja. Ich habe ihnen noch eine Stelle freigehalten. Und ja, mit den anderen geht er dann in den hinteren Raum. Weiter auch zu euch übrigens, die ihr ja dabei seid, gerade die zwei Bilder aufzuhängen. Und Ramira Estefan steht ja auch recht nah mit dem Goldblum, wie auch immer, da. Ja, ich gehe schon mal weiter und verteile noch mehr Blätter, weil über Kunst wollte ich mich eigentlich gar nicht unterhalten. Gut. Ja, also ich habe mich inspirieren lassen von Pikmin. Ich bin gespannt, was er uns mitgebracht hat heute. Also, es ist geschmacklos und er ist handwerklich, macht einfach nur Tinef. Und was? Naja, also das, da bin ich deutlich konträrer Auffassung zu Ihnen. Aber so ist die Kunst eben halt, manchmal polarisiert sie und gewisse Personen können damit nicht unbedingt umgehen. Sie selber haben doch deutlich mehr drauf, wenn ich mir das hier ansehe. Also ich fand, vielen Dank. Ich fand es bemerkenswert, wie sie den Protagonisten da vorne rechts positioniert haben. Das. Nun, vielen Dank. Vielleicht kennen Sie das, natürlich, wir befinden uns ja hier in Neuengland. Dieses Märchen vom schwarzen Mann, das man damals den Kindern erzählt hat, dass sie, naja, auch rechtzeitig abends nach Hause kommen, ne, der im Wald wohnt, der letzten Bastion des Teufels und jede schwache Seele auffordert, in sein Buch zu schreiben. Inzwischen ist der Mann angekommen. Er bekommt sofort einen Rahmen ausgehändigt und flugs hängt er das Bild an die Wand. Davor hat er den Leuten so den Blick darauf verwehrt und nun hängt er es richtig rum auf und alle Leute scheinen die Luft anzuhalten oder aber schnell auszuatmen. Und ich denke mal, ihr seid auch mit darunter, denn ja, das, was der Zettel unterhalb als Titel angibt, genau das sieht man. Leichenfresser beim Fraße. Ich bin als Spielleiter nicht in der Lage, euch das Motiv genau zu beschreiben, aber ja, ihr könnt sehen, auch der ja, Agenturvertreter, dass das wirklich höchste Handwerkskunst ist, was dieser Richard Upton Pikmin, wie er heißt, dahin gelegt hat. Und er ja, nimmt die Reaktion sehr, sehr genussvoll auf und studiert so nach und nach die entgleisten Gesichtszüge. Ungeheuerlich, flüstert Manet im Hintergrund. Jetzt ist Schluss, das ist zu viel. Verbrennen, Mann. Man muss es verbrennen. Er gehört hinausgeworfen. Verstehe ich nicht. Das ist ja wirklich unerhört. Das ist ja unmöglich, so etwas. Ich meine, in einer zivilisierten Stadt wie Boston. Das ist ja ekelhaft. Gibt es da sicherlich irgendwas von einer Behörde, eine Handhabe, so etwas nicht aufzuhängen? Also zugegeben, technisch, sie haben echt dazugelernt, aber das Sujet ist ja grauenerregend. Also das geht ja überhaupt nicht. Es gibt ja auch Grenzen irgendwann mal. Grenzen? Wozu gibt es Grenzen? Grenzen gibt es dazu, um sie weiter auszuloten, Mr. Goldblum. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht die Definition von Grenzen ist. Alleine schnell, haben wir jetzt einen Rahmen. Schnelle Frage, live. Zwei. Live? Ja. Ist denkbar, dass wir uns schon begegnet sind in der Branche? Oder ist Pikmin fangt gerade erst an, bekannt zu werden? Ja, der ist schon so nach und nach bekannt. Doch, der ist auf dem Höhepunkt seines Erfolgs, so möchte man das sagen, ja. Gut. Aber er macht wenig draus. Also er ist immer lokal geblieben, aber er hat schon Schlagzeilen durchaus auch in anderen Städten gemacht. Also man kennt ihn. Gut, ja. Dann gehe ich davon aus, dass er vielleicht mich auch schon mal kurz gesehen hat, mehr nicht. Also es ist aber ja, vielleicht. Lässt das jetzt auf jeden Fall nicht erkennen. Du, obwohl du vielleicht nicht unbedingt gutheißt, was er gezeichnet hat oder gemalt hat, genauso wie die Künstlerin, die du repräsentierst, ihr seid schon beeindruckt. Also das ist schon etwas sehr, sehr, also wow. Was hast du denn jetzt eigentlich, Elena, uns mitgebracht? Elena hat sich endlich für zwei Bilderrahmen entschieden und hängt ihre Boston-Reihe-Motive auf. Und
Das Motiv Nummer 1 zeigt ja mehr oder weniger surreal den Quincy Market, aber sehr düster. Und das Motiv 2 zeigt den Mordfall der vergangenen 4 Wochen an einer jungen Dame, der in einer dunklen Gasse die Kehle durchgeschnitten wurde. Aber statt Blut hat Elena sich für Nelken entschieden. Wo wir gerade bei Grenzen sind, die eingehalten werden müssen. Kunst darf anscheinend alles. Ist ja ein freies Land. Wo Pigman erzählt, dass die Grenzen dazu da sind, ausgelotet zu werden, renne ich einmal im Hintergrund vorbei und verteile noch mehr Flugblätter unter genau seinem Bild. Wie kamen Sie denn an das? Das war ein Polizeifoto. Wie kamen Sie denn an das Motiv, wenn man fragen darf? Medien. Leben Sie ganz außerhalb dieser Welt? Also wir in New Hampshire tun das nicht. Und das haben Sie gut gemalt, Miss. Ja, ich kenne Sie, sagt Pigman. Miss Woodmaine, nicht wahr? Das ist richtig. Ah, ja, Sie waren das mit dem Schauerwald vor einem Jahr. Düster und verlockend. Das Zwielicht, das Sie heraufbeschworen haben aus einfachsten Pinselstrichen. Ja, Sie haben wahrlich Talent und auch Sie haben dazugelernt. Und wo wir gerade dabei sind, ich finde, man sollte das Grauen im Leben am besten, oder das Grauen, das wir um uns herum haben, nach dem Leben malen und nicht nach irgendwelchen Clark S. Ashton Smith Mondgewächsen. Man sollte nach Bildern malen, nach richtigen Motiven, nach richtigen Modellen. Und das haben Sie getan. Sie haben meinen Respekt. Manchmal geht mir die Fantasie wie in Ihrem Werk leider ab, aber ich finde, die Realität zu verschönern, sei sie auch noch so grausam, ist eine Lebensaufgabe. Fantastisch. Ich glaube es nicht. Dann lassen Sie das Bild, das Wunderschöne, mal nicht die Familie des toten Mädchens erzählen. Sehen. Sie wissen, dass das nicht mal 4 Wochen her ist? Natürlich. Achso, Sie haben es ja in der Zeitung gelesen. Aktuell sein. Aktuell und pietätlos, beides. Also ich habe das Foto nicht gemacht. Ich habe es in Kunst verwandelt. Miss Woodman ist in vollkommen respektvoller Art mit diesem Gemälde umgegangen. Der Versuch ist ja auch eine transformatorische Wirkung zu erzeugen, nicht wahr? Danke, Henry. Danke, Henry. Goldblum, Mr. Goldblum. Mr. Goldblum, können wir kurz nochmal, Sie haben gesagt, Sie kennen Mr. Thompson aus Briefverkehr? Na, meine Dinge, Ja, euch wundert, also, dass er immer noch nicht aufgetaucht ist. Euch hat er auch aus Briefverkehr, ist es nachzulesen, eingeladen zu genau diesem Tag und er wollte da sein. Das steht da schwarz auf weiß. Gut, dann gehe ich mit dir einen Schritt beiseite und hole aus der Brusttasche einen Brief heraus und schaue tatsächlich leicht irritiert nochmal auf das Datum drauf. Ja. Wann hat er das geschrieben? Ja, merkwürdig. Ich hatte eigentlich den Eindruck gehabt, er. Naja, eigentlich hatte ich den Satz so verstanden, dass er hier ist. Also dann will ich mal ganz offen mit Ihnen sein, Sir. Ich bin im Auftrag seiner Mutter hier, die seit 6 Tagen kein Lebenszeichen mehr von ihm hat. Er ist seit dem 10. Dezember spurlos verschwunden. Also Sie sehen so eine Art Private Eye oder so etwas? In der Tat, ja, richtig. Jetzt reicht dir die Hand. Douglas Diggory, Private Investigator hier in Boston. Und ich war vielleicht etwas übereifrig, aber sehr pikiert aufgrund ihrer Klientin und des Gemäldes, weil ich Teil des Falls damals war. Damals, vor 4 Wochen. Der Nelkenmord? Ja, das geht mir etwas nah. Ich verstehe. Ja, gut. Er hat mir übrigens auch gesagt, schaltet sich die Frau ein, die dieses Gemälde mit der Hinrichtung gemalt hat. Mir hat er auch gesagt, er käme heute. Ja. Wann hat er Ihnen das gesagt? Vor 5 Tagen vielleicht. Wir haben nicht viele Worte gewechselt. Er hat nur erzählt, er wollte gleich seinen Freund Denver Murray besuchen. Lustig, weil wir ihn tatsächlich gemeinsam kennen. So kamen wir ins Gespräch. Er hat ja nicht viele Freunde. Denver Murray. Lustig. Genau, das habt ihr auch alle gehört. Ja, als ich den Namen höre, spitze ich die Ohren und komme herangetreten an die Gruppe. Denver Murray, sagen Sie? Ja. Woher kennen Sie diesen Mann? Mann, naja,
Er war ja damals, bevor vor diesem Unfall in der Wirbelsäule, war er ja ein recht ranghohes Tier in der Bostoner Polizei. Und ich kannte ihn. Wir haben uns auf einer Feier kennengelernt und haben, weil er auch ein wenig affin ist, was ja das Okkulte angeht und Kunst, aber wir haben uns ganz gut verstanden. Und ja, weshalb fragen, es geht doch hier um Liam Thompson und nicht um Denver Murray. Aber er wollte ihn besuchen. Ja, habe ich notiert, werde ich aufsuchen. Ich drehe mich zu Ramira. Sir, Sie kennen diesen Denver Murray anscheinend. Miss Estefan, Sie kennen diesen Mann. Nein. Ja? Oh, Entschuldigung. Ach, herrje. Miss. Ah, jetzt lese ich es auch. Nun, das ist Ihre Kunst. Ich habe so einen Flugzettel in der Hand. Private ja, Blind Sie, Eye. Hör zu mir. Also bitte, als ob Sie das erkannt hätten. Ich übergehe die Kommentare. dieser Signor Morey, ja, mich hat er besucht und dieser Besuch, der hat tatsächlich stattgefunden. Er wollte einige Fragen stellen, die bezogen sich allerdings nicht auf einen Thompson. Gut, danke, Sir. Miss. Das habt ihr gerade richtig verstanden, der ist dabei gemeinsamer Bekannter? Also... Von Ihnen, deutlich auf die... Von mir auch, ja, also... Malerin? Richtig. Mhm. Ich habe jetzt nicht mehr viel mit ihm zu tun gehabt. Er hat sich in letzter Zeit etwas zurückgezogen, aufgrund des Unfalls. Ja, ich werde jetzt nochmal Mr. Minute fragen, das finde ich sehr merkwürdig. Also ganz offensichtlich hat Mr. Thompson mehreren von uns hier mehr oder weniger einen Termin angeboten und ist nicht da, das finde ich doch merkwürdig. Und Sie sagen jetzt, die Mutter hat Sie beauftragt, ihn zu suchen? Oder ist das verzeihlich? Dezember ist er nicht mehr aufgetaucht und hat anscheinend sonst Kontakt mit ihr gehalten. Und Miss Woodman, ist es üblich, dass die Künstler immer mit ihren Kunstwerken herkommen? Es kann nicht sein, dass dieser Thompson vielleicht seine Kunstwerke schon hier hat. Ich bin mir nicht sicher, ich bin noch nicht dazu gekommen, mich komplett umzuschauen. Ich verstehe, dann nee, also Thompson danke. Ist tatsächlich auch scheinbar kein Maler. Oh, das kann ich auch in-game sagen. Nein. Ja. Meldet sich jetzt Minute, der sich etwas beruhigt hat, noch immer hochrotes Gesicht, ob der neuen Gemälde. Er ist jetzt der Miss Woodman auch nicht gerade freundlich gesonnen, wie scheint. Dreht dir so ein bisschen die kalte Schulter zu. Wo waren wir? Thompson ist kein Künstler, oder? Nee, genau, richtig. Ja. Darum ging es. Nee, er ist Kunsthistoriker. Deswegen hat er wahrscheinlich auch schwer mehrere Schwierigkeiten gehabt, mit den anderen Künstlern zusammenzuarbeiten. Mhm. Gut, danke, damit ist mir geholfen. Danke. Ja, hat jemand von Ihnen Interesse, vielleicht, jetzt da wir alle hier so versammelt sind, die Neulinge... Mitglied dieses Clubs zu werden. Es sind lediglich $7.50 monatlicher Beitrag zu zahlen. Wir können oben gleich den Beitrittsbogen ausfüllen, Mitgliedsbuch. Sie müssen dann Ihre Adresse angeben, die derzeitige. Und ich glaube nicht, dass Miss Woodman angesichts des Standards, den ihre Kunst hat, in einem Verein mit Pickman gemeinsam. Das ist ein programmierter Skandal. Das ist absehbar, dass dieser Mann in einem Jahr in der Gosse endet. Danke, Henry. Jetzt war von wem gesprochen? Von Pickman? Ich hab das bei Pickman gesagt. Okay. Ja, der hat jetzt gerade, also der ist woanders. Nun ja, also Sie haben ja gesagt, Sie wären geschäftlich irgendwie verwoben mit dem Liam Thompson. Er lässt überall irgendwie immer etwas liegen. Letztes Mal war es ein Buch aus der Boston Public Library, wenn Sie ihm das aushändigen könnten. Und hier, vielleicht kommen Sie mal hier hinter die Ecke. Bitte. Mr. Diggory. Ja. Nun, Sie sollten... Hier drin sind Waffen nicht erlaubt und das Gleiche gilt auch für Munition. Gut. Er hat das letzte Mal ein Kugelmagazin hier gelassen. Passt so gar nicht zu diesen zarten Burschen.
Mhm. Haben Sie das hier? Ja, 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 bitte sehr. Danke. Ja, sind noch alle drin? Aha. 45. Und ein Buch von der Boston Library. Ja, genau. Er ist hier öfter. Wir haben natürlich überhaupt, dass er noch in die Boston Public Library geht. Wir sind ja gut ausgestattet mit unserem neuartigen Karteikartensystem. Das durchsucht er öfters mal in letzter Zeit. Ja. Gut. Suchte so nach dem. Danke, damit haben Sie sehr weitergeholfen. Alles Gute noch mit Ihrer Eröffnung, mit Ihren Gruselbildern. Und dann würde ich mich zur Journalistin bewegen. Ja, die Journalistin. Die ist mit einem Helligkeitsmesser gerade unterwegs. Die Journalistin hat den Namen Denver Murray noch nicht mitbekommen. Okay. Genau, du wurstelst mit deinem Helligkeitsmesser herum. Mhm. Ja, dann, Douglas kommt so ein bisschen seitlich, aber jetzt nicht unbedingt störend und wartet, bis du das getan hast, was du tust. Er hat anscheinend keine Ahnung, was du da tust. Sie stellt dann ihr Dreibein ab, macht ein paar Schritte zurück und macht so ein Geräusch. Oder guckt sie sich um, sieht, dass du neben ihr stehst. So dunkel? Es ist eher die Frage, wie ich das Bild einrichte. Und wenn dieser Liam nicht auftaucht, dann können wir auch tatsächlich die Aufnahme nicht machen, mit der wir geplant hatten. Mit den Kunstwerken von Elena und natürlich ihm und Fitz Solomon. Teil des Bildes gewesen. Ja, sicherlich. Sie kennt auch diese üblichen, wir schütteln die Hände, schauen in die Kamera und lächeln steif. Formate, genau so eins. Nein, aber Sie haben ja bestimmt schon gemerkt, ich bin weder sehr zeitungsbelesen noch Kunst interessiert. Ja, Sie nennen ja offensichtlich alle Leute meines Standes die Journaille. Tut mir leid, das ist mir so rausgerutscht und glauben Sie mir, ich habe für meinen Stand schon Schlimmeres gehört. Außerdem war ich vielleicht ein wenig überrascht, eine Journalistin zu sehen. Ich wusste nicht, dass... Für wen schreiben Sie? Für den hier Namen der Stadt, aus der wir kommen, Harold. Fortschrittlich, fortschrittlich. Haben Sie Interesse an einer Story? Das hängt davon ab, was für eine Story. Ich bearbeite nicht den Boulevard, auch wenn ich eine Frau bin. Das mit dem Boulevard lässt sich immer erst herausfinden, wenn die Story meistens schon passiert ist, ob es der Boulevardteil oder tatsächlich eine richtige Nachricht ist. Momentan rede ich von einem jungen Mann, der verschwunden ist seit 6 Tagen und zwar spurlos und anscheinend mehr dahinter steckt und ich Hilfe gebrauchen könnte. Normalerweise wende ich mich dann an die Polizei, aber dann gibt es meistens einen Budgetcut in meine Tasche, dementsprechend ist das nicht das erste Mal, dass ich die journalistische Seite um Hilfe und um Aufklärung... Weil wir kein Geld verlangen? Nein, weil sie andere Möglichkeiten haben als die Polizei. Sie unterschätzen dann vielleicht, wie viele Leute bereit sind, mit einer Frau über ernsthafte Themen zu sprechen, was das angeht. Aber es wird also jemand vermisst. Sie sind engagiert im Rahmen dieses Falles und da könnte mehr dahinter stecken. Was für ein Mehr reden wir hier über... Organisiertes Verbrechen? Nun, vielleicht ist es jetzt doch erst Boulevard, aber das ist ja etwas, was sich momentan auch verkauft, wenn man so durch die Sachen liest. Wenn ich alle Wortfetzen, die ich mitbekommen habe, zusammenziehe, würde ich am Ende das Wort Okkult drunter schreiben. Klapp. Und ich hole das Bild raus von Mr. Thompson. Ist das Mr. Thompson? Kennen Sie ihn? Ich persönlich kenne ihn nicht. Elena? Ja. Aber kannst du mir mal kurz beim Identifizieren helfen? Ist das Liam Thompson? Das ist Liam, ja. Hat er schon immer ein Faible für sehr große Klunker, die eigentlich nur sehr alte Damen tragen? Ja. Kunsthistoriker, nicht wahr? Geisteswissenschaftler. Ist das Ding, das er auf dem Bild hat, irgendwie ungewöhnlich? Du hast es jetzt noch nicht gesehen, aber du hältst es halt für irgendwie... Lassen Sie mich mal sehen. Ich greife nach dem Foto. Ja, es ist jetzt nicht in hoher Auflösung, natürlich. Auch schwarz-weiß gehalten, vielleicht so ein bisschen Sepia-Farben. Und da sieht man dann eben halt so einen Strich und da zweigen dann in 45-Grad-Winkeln nach oben ein paar weitere Striche ab. Sieht so aus wie so ein Tannenzweig. Darüber hinaus, du hast mitbekommen... Ich muss immer noch drauf gucken, Miss Woodman, dass offenbar der, ja,
dein Briefkontakt, der dir auch wichtig ist. Ihr habt in den letzten Jahren sehr viel euch ausgetauscht. Mhm. Seit sechs Tagen, wo ich schon vermisst wird. Und das, ja, verwundert dich und erfüllt dich auch mit so ein bisschen Furcht um ihn, den du schon als mehr als nur Kontakt bezeichnen würdest. Freund ist das Wort, was du suchst. Ja, wenn du Freund nennen magst, dann sagen wir doch Freund. Das Tannenzweig-Symbol Rune? Ja, runenartig. Hat er da irgendwelche Tendenzen hingehabt? Weiß ich das als Freundin? Ja, doch. Schon. Er hat viel in der Vergangenheit rumgegraben, vieles ausgegraben, dann aber auch immer nur Andeutungen gemacht. Ja, gut. Also Salem-Hexenprozesse, da hat er schon viel rübergeschrieben. Ja, also da, aber das ist dir jetzt nie so richtig aufgefallen. Er verläuft sich immer in sehr, sehr langen, ja, ausgefeilten Sätzen. Ja. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Fakt ist auf jeden Fall, und das bleibt dir im Kopf hängen, oh verdammt, er wird vermisst und wir wollten uns treffen und endlich mal näher kennenlernen und mir ist diese Person wichtig. Wir müssen diese Person finden. Das bringt mich in dem Moment, wo ich das Bild in der Hand halte, gerade nicht weiter. Ich mache mir natürlich Sorgen, aber das Schmuckstück sieht in meinen Augen dann doch sehr nach dem aus, was er so beruflich macht und was so sein Spleen ist in dem Bereich. Genau. Also, die Zusatzinfos wollte ich nur trotzdem geben. Vielleicht für weitere Geschehen wichtig. Ja. Also ja, gut. Drehe ich mich zu Douglas und sage, das sieht ganz klassisch nach einem seiner Spleen-Kettchen aus. Er hat in seinem beruflichen Leben viel mit solchen Dingen zu tun. Das wird irgendeine Rune oder sowas sein. Danke. Ich eben das. Vielleicht, gut, ja. Wie meinten Sie das mit okkultistischem Hintergrund? Meinen Sie, dass jemand Ihnen aus irgendwelchen theosophischen Wirrwarrgründen umbringen wollte? Man liest ja von Kulten und von Sekten immer wieder, die, ich sag mal, gerade Freigeister gerne. Ich möchte mal so sagen, dieser Mord, den Ihre Freundin da abgebildet hat vor 4 Wochen, ging auch einiges von Ritual und also es gab viele Thesen, die sich darum geschwinden. Würde mich jetzt nicht wundern. Momentan ist die Zeit dafür. Aber wenn es keine Story macht. Ja, aber haben Sie irgendwelche wirklich akuten Hinweise darauf, dass irgendwelche okkulten Machenschaften mit diesem vermissten Fall zu tun haben? Bislang noch nicht. Ja, dann packen Sie das doch nicht gleich aus. Also. Naja, aber irgendwie muss ich doch Ihre Aufmerksamkeit erregen. Ja, das haben Sie schon geschafft, indem Sie sich an meine Schulter dran gehängt haben, hätte ich nicht aufgepasst. Also meine Aufmerksamkeit haben Sie erregt. Sie haben den Auftrag von der Mutter bekommen? Ja. Hat denn die nichts dazu gesagt? Die Großmutter. Die Großmutter. Nichts zum Okkulten, außer sein Interesse an dieser Kunsthistorie und dieses Foto, sie hat in dem Foto, Sie können es ja auch mal anschauen, sie hat die Kette hervorgehoben und sagt, oh, das wäre was. Ist diese Hexe noch vor Ort? Vielleicht. Die steht gerade da hinten. Ja, stimmt. Da ist sie. Fräulein, Flyerblick. Estefan? Mich um, Senor. Würden Sie mal kurz einen Blick auf dieses Foto werfen und sehen, was dieser junge Mann hier um den Hals hat und sagen, ob damit irgendwie, kennen Sie das Zeichen oder so? Also, ich würde sagen, das ist Schmuck, was er da trägt. Danke, das ist gut, dass ich eine Expertin da habe. Du kannst dennoch mal, hat jemand was auf Okkultes? Ich habe tatsächlich ein paar Punkte auf Okkultismus, ja. Hast du eigentlich zu dem Zeitpunkt schon Cthulhu-Mythos? Möchte ich jetzt mal so ganz frech fragen. Ja, tatsächlich habe ich ein bisschen was, ja. Wie viel hast du denn da? 14. 14? Ja. Dann darfst du mit einem Bonuswürfel würfeln, weil du ja zusätzlich Okkultes hast. Okkultismus. Ja. Und gucken, ob du weißt, was es damit auf sich hat mit diesem Zeichen. Ich habe tatsächlich nur so einen Random Number Generator gerade am Start. Wie simuliere ich denn da einen Bonuswürfel? Ich werde jetzt einfach mal, um es schnell zu machen, das für dich erledigen. Danke dir. Diese Probe. Das Beste ist eine 67.
Ja, das habe ich dann aber easy geschafft. Nee, aber Entschuldigung, du solltest diese Probe auf Cthulhu-Mythos ablegen und hast einen Bonuswürfel aufgrund deines Okkultismuswerts bekommen. Okay, ich dachte, das tut mir leid. Also es kommt dir bekannt vor, klingelt jetzt aber keine Glocke. Du bist immer noch interessiert von diesem anderen Namen, der im Raum jetzt ja so sich ja Raum gemacht hat. Denver Murray. Da wolltest du noch mal vielleicht nachhaken. Senor, ich habe eine Gegenfrage für Sie. Ich nehme das Bild wieder an, bitteschön. Also, dieser Thompson, ja, um den geht es gerade. Das ist der Mann auf dem Foto? Der Mann auf dem Foto, der vermisste Mann auf dem Foto, ja. Vermisst auch noch. Und dann hatten Sie vorhin noch einen anderen Namen erwähnt, Murray? Ich nicht, aber er ist gefallen, ja. Irgendjemand aus der Runde? Die junge Dame, die Künstlerin, hat gesagt, es war ein Freund von Mr. Thompson und der Künstlerin. Ein gemeinsamer Freund. Ach so. Mayri, jetzt wirst du so ein bisschen hellhörig, weil du tatsächlich diesen Mann kennst. Wir sagen jetzt einfach mal, dass du den Vornamen auch gehört hast. Denver Murray. Mhm. Und ich habe irgendwo Text. Du bist tatsächlich eine Verwandte von diesem. Und bin ich das gerne oder ist das der Onkel, den ich nicht leiden kann? Der verrückte Onkel. Das ist, ja, oh, wir sagen, es ist der Onkel. Du hast jetzt nicht wirklich viel mit ihm zu tun gehabt, du hast aber von seinem Unfall gehört, der ihn jetzt an den Rollstuhl fesselt seit 7, 8 Monaten. Hast so ein bisschen Schuldgefühl, dass du ihn nicht besucht hast in der Zeit. Und jetzt bist du ja gerade auch im Ort und du hast ja noch nicht mal Gedanken darüber gemacht, dass das jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit wäre. Aber dazu muss man dann auch sagen, naja, eigentlich, wenn ihr euch mal auf Familienfeiern getroffen habt, dann habt ihr wenig miteinander geredet. Aber ne, du so ein bisschen Familienmensch bist du natürlich auch. Hm. Ja, sagen wir mal so. Ich bin auch eine hart arbeitende Frau und es gibt ja noch mehr Leute in meiner Familie und deswegen... Trotzdem. Aber so ein Blick von ihr wandert drüber und eine Augenbraue wird hochgezogen. Woher kennen Sie denn Mr. Murray, Miss Estefane? Also, Sie haben ja mein Flugblatt schon geachtet. Und nun, ich habe diesem Mann ein bisschen was über seine Zukunft erzählen sollen. Er hat mich extra aufgesucht. Mhm. Und, wie ist seine Zukunft so? Nun, es gibt da so etwas, das nennt man Diskretion und ich werde darüber nicht allzu viel erzählen. Selbst die Zukunftsversager haben einen Schweige, einen Patienten und... Nun, Sie sollten sich lieber für Ihre eigene Zukunft interessieren als die anderer Leute. Oh, wie ist denn meine Zukunft so? Dazu machen wir einen Termin. Ja, sobald ich Mr. Thompson gefunden habe. Nun, wenn wir den Termin vorher machen, dann... kann ich Ihnen dann einfach sagen, wo Sie ihn finden werden. Aber Bezahlung im Voraus, selbstverständlich. Ich glaube, Sie sollten meinen Job übernehmen, Miss. Was ist denn Ihr Job? Sie schreiben Sachen in ein Buch? Richtig, ich schreibe Sachen in mein Buch, zum Beispiel... Das erscheint mir langweilig. Betrügerin. So. Mal, Alaina, was ist mit dir? Du machst dir Sorgen, oder? Natürlich mache ich mir Sorgen. Also hör zu. Ich habe den Eindruck, also ich glaube nicht, dass das gut ist, wenn du hier neben Pigman ausstellst. Aber wir sollten auf jeden Fall, deinen Freund finden. Und dieser ein bisschen windige Privatdetektiv, der sieht mir so aus, als ob der gar nicht ganz hilfreich wäre. Hm? Komm, lass uns mal hinübergehen und wir versuchen einfach mal was zusammenzutragen. Du weißt ja, im Zweifel weißt du am meisten über ihn. Generell weiß ich meistens mehr als andere Leute, aber ja gut. Es wird schon stimmen. Eine Sache noch. Himmel, Miss Moth, du weißt natürlich auch, wo dieser Denver Murray zu finden ist, der, wie du jetzt aus dem Zusammenhang herausgefunden hast, wohl eine der letzten Anlaufstellen von diesem Liam Thompson war, den ihr ja wahrscheinlich im Begriff seid zu suchen. Gut, übrigens noch schnell Anmerkung, weil wir vorhin noch nicht über meine Werte gesprochen haben. Ich hatte mir auch 30 auf Okkultismus gegeben, weil ich davon ausgehe, wenn ich eine Künstlerin vertrete, die surrealste Themen mache, dass ich mit dem ganzen Thema
Kunstgeschichte und so weiter nicht. Aber das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass das alles Primorium ist, mit dem man was machen kann. Also nur die theoretischen. Ja. Und du siehst dem Zeichen jetzt auch keine Besonderheit an oder so. Siehst jetzt nicht mit 30, das Zeichen verursacht dies und das oder so. Also du siehst, das ist irgendwas vielleicht ins Okkulte gehende auf dem Amulett, aber mehr auch nicht. Ja. Ja, also musst du jetzt erstmal nicht würfeln. Ja gut, jetzt ist natürlich nur die Frage, was wird als nächstes getan? Ihr könnt ja nochmal ganz kurz in euch gehen, während eine weitere Person, nein, die kennt ihr bereits, nämlich Pikmin selbst, nochmal auf die Künstlerin zutritt. Ja, Miss Woodman, da haben Sie ja Eindruck gemacht. Wir hätten unsere Bilder vielleicht etwas voneinander weghängen sollen, damit sie besser zur jeweiligen Geltung kommen. Aber Sie malen auch in der Richtung. Das finde ich ja sehr, sehr schön. Sagen Sie, haben Sie vielleicht Lust, sich weitere meiner Bilder anzusehen? Sie schienen interessiert. Im Hintergrund, Carla. Ja, also auch Carla das fesselt schon, diese Kunst. Das ist etwas schon Besonderes. Ich lache eher über etwas, was klingt wie möchten Sie sich meine Briefmarkensammlung anschauen, als würde er sich an Sie ranwanzen. Ich werde mich da demonstrativ sehr protektiv neben Sie stellen. Zumal mir also langsam gruselig wird. Oh, und Sie natürlich auch. Dass er wahrscheinlich ein wirklich guter Maler ist. Und daraufhin muss ich natürlich Sie beschützen. Also Sie beide wären herzlich eingeladen. Ich habe heute zum Beispiel nichts mehr vor, vielleicht heute Abend oder so. Müssen wir vielleicht nochmal sehen. Aber hier ist erstmal meine Karte. Ich nehme die Karte. Danke. Sehr gerne. Ja, der Rest, gibt es schon ein konkretes Ziel, wo es hingehen soll? Also ich warte, bis Pikmin wieder außer Hörweite ist. Ja. Ich habe ein paar Sachen mitgehört, Entschuldigung. Eine Berufskrankheit möglicherweise, die Sie... Kenne ich. Ich kenne Denver Murray und ich weiß seine Adresse. Falls wir mit ihm reden wollen. Das wäre sehr hilfreich. Unter Umständen, ohne ihm diesmal irgendwelche Tarotkarten hinzulegen und irgendwas vorzulügen. Ich überhöre das einfach mal, aber ich würde trotzdem gern mitkommen. Mich würde auch interessieren, was aus ihm geworden ist. Okay, Mr. Moray ist jetzt irgendwie der Letzte, der Thornton gesehen hat. Ja, anscheinend. Mhm. Jedenfalls sagte das die junge Dame. Ist das nicht dein Onkel Carla? Ja, danke. Ah. Oh, Sie sind verwandt, ja? Er ist der Bruder meiner Mutter. Ja, das macht ihn zum Onkel. Nun sagen Sie, mit wem hat denn Mr. Murray häufig Kontakt gehabt in letzter Zeit? Das kann ich nicht beantworten. Ich lebe nicht in Boston und ich habe wenig Kontakt mit meinem Onkel. Ich würde Sie begleiten. Ach. Weil Sie an Mr. Thompson interessiert sind? Nein, ich bin nur interessiert an Mr. Murray. Nee, es ist ein freies Land. Ich kann Sie nicht daran hindern, uns zu folgen. Carla, wie hoch sind die Chancen, dass dein Onkel weiß, wo Liam ist? Das kann ich nicht sagen. Ich wusste ja bislang auch nicht einmal, dass sie sich kennen. Nun ja, also wenn tatsächlich Thompson ihren Onkel zuletzt aufgesucht hat, sind das die höchsten Chancen, die ich momentan habe. Ich habe noch seine alte Anschrift, die ich aufsuchen werde. Und was ist das eigentlich für ein Buch, was er sich ausgeliehen hat? Das ist ein Buch, das bezieht sich auf Australien. Von den Natives, also irgendwelche, ja, vielleicht Religionen oder Bezugspunkte zu, ja, den Aborigines. Okay, aber nichts Kunsthistorisches, also keine Aborigine-Zeichnung. In diesem Fall nicht, nein. Aha. Mhm. Ist ein weites Feld. Also verzeihen Sie, wenn ich das jetzt mal hier zusammentrage. Woher wissen wir jetzt, dass Mr. Murray, der Onkel, zuletzt mit Thompson zusammen gewesen ist? Als Aussage von der jungen Künstlerin, die sich mit ihm treffen wollte, aber beim letzten Treffen wusste, dass Thompson Murray aufsuchen wollte. Das war die Aussage der jungen Künstlerin mit dem Galgenbild.
Und vorerst vorbei. Okay, dann mache ich es erstmal so. Meinetwegen dürft ihr mal auf Idee würfeln. Oh je, Idee. Machen wir eine Schwere draus, um das noch ein bisschen. Also schwer habe ich geschafft. Okay. Gut, ich bin mit 19 sowieso draußen. 53, nein. Gut, also nach und nach, das habt ihr alle so im Hinterkopf. Doch. Wird euch klar? Oh. Ja, gut. Ihr habt nicht nur eine Spur, sondern noch vielleicht eine weitere. Du überlegst auch so ein bisschen, Miss Woodman, vielleicht ist es ja doch ganz gut, dich einzutragen, auch als Mitglied im Club, einfach um so ein bisschen deine Reichweite auch zu erhöhen. Und der Thompson, der war doch auch Mitglied. Der müsste doch auch einen dieser Bögen samt Adresse ausgefüllt haben. Henry? Ja? Kannst du mir noch mal den etwas korpulenteren Herrn heranholen? Mr. Mennet. Elena, du musst anfangen, dir den Namen der Galeristen zu merken. Oh, ich kann mir nicht alles merken. Die Galeristen, die dicken Galeristen mit den Zigarren, die verkaufen die Bilder. Alle anderen kannst du... Aber heißt das nicht, dass du dir nicht wieder einfach den Namen merken musst? Das tue ich ja sowieso. Also, was brauchst du denn von mir? Du willst jetzt nicht Mitglied in dem Verein werden, hm? Die Chance, hier ein bisschen mehr Informationen zu bekommen, ganz abgesehen von Pigment, aber das ist ein anderes Thema. Glaubst du nicht, wenn Liam ihr Mitglied war, dass die wissen, wo er wohnt? Und dass die so etwas. Du möchtest nicht Mitglied werden, um deine Bilder hier. Ja, gut, meinetwegen, es ist in Ordnung. Ich möchte auch Dinge entscheiden, Henry. Und ich entscheide das jetzt. Selbstverständlich entscheidest du das. Immer. Also, dann hole ich dir so einen Antragsbogen, ja? Und bei der Gelegenheit versuche ich gleich mal den von Thompson zu bekommen, ja? Gut. Ja. Während das getan Danke, wird, habe ich zwei Fragen. Einmal, ist es irgendwie möglich, diesen Lüfter dann auszuschalten oder bleibt das leise im Hintergrund? Welchen Vielleicht Lüfter? Ein bisschen. Welche Lüfter? Ah, ich höre tatsächlich noch was, also leicht so fiepend auch. Ach so, ja, das ist der Ton von Hatma, aber die Leute da draußen hören das nicht, weil ich es filtere. Ah, großartig, ich danke dir. Das ist professionell. Ja, cool, vielen Dank. Die zweite Frage, die ich hatte, die verschieben wir auf später. Ich habe eine Frage. Oder ja. Ich gerne. Weiß, wir spielen in den 20ern, aber können wir vielleicht nicht Aborigines sagen, wenn wir OT übersehen? Die Eingeborenen, ja. Native People. Native People. Das wär mir recht. Danke. Das ist, das ist immer so, ein Ja, das stimmt natürlich. Das wusste der Erzähler gerade nicht besser zu formulieren. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen an der Stelle, aber das wird einfach kurz klären. Mir fällt auf, wir sind gerade auch nicht so krass im Fast-Pacen. Ist euch das so, findet ihr es gut? Soll ich ein bisschen mehr Railroad? Du weißt, was noch passiert. Findet ihr das gerade? Wir können dir nicht sagen, wie dein Time-Management ist. Gut, natürlich. Dann werden wir einfach mal gucken, wie wir uns weiter aufeinander einspielen. Du, Solomon Goldblum, wie auch immer. Ich habe immer noch Schwierigkeiten mit diesem Namen, der mich erinnert an ein Celebrity aus dem Diesseits. Ja, das ist ja der Du Dienst. Gehst nun mit Minute, mit dem du kurz gesprochen hast, hoch und füllst für deine Klientin ein Blatt aus. Du hast natürlich ihre Adresse und so weiter. Später kann sie dann nochmal unterschreiben. Und Minute verlässt dich. Der nimmt sich irgendwie aus seinem Etui eine weitere Zigarre, hustet nochmal laut und lässt sich dann alleine. Entschuldigen Sie, Mr. Mitte, wären Sie so freundlich, meinem guten Freund Lion, der hat ja hier schon das ausgefüllt, ja? Könnte ich das als Vergleich haben, damit ich einfach mal sehe, was hier üblich ist? Darf ich das Blatt haben? Natürlich, nehmen Sie, gucken Sie gerne rein. Danke. Und bei der Gelegenheit, ich schätze das sehr, dass Sie Pigman auch für einen... Also ich glaube, der ist schädlich für Ihre Galerie. Ich werde veranlassen, dass das abgehängt wird. Also das ging wirklich zu weit. Der hat sein Todesurteil in diesem Club unterschrieben. Das sage ich Ihnen aber mal. Was für ein Club. Gut. Verein. Nein, ich meine, der Todesurteil. Ja, das nächste Mal, wenn ihr reinkommt, wird er geköpft. Gut, dann komme ich einfach irgendwann zurück und bei der Gelegenheit lasse ich den Thompson Bogen natürlich mitnehmen, mitgeben. Ja, also du hast jetzt seine Adresse tatsächlich.
Ja. In der Oliver Street, so ein bisschen weiter östlich. Ja, und könntest ihn nun tatsächlich aufsuchen. Die nächste U-Bahn-Haltestelle, Untergrundbahn, ist auch gar nicht weit weg. Man könnte recht schnell höchstwahrscheinlich dahin kommen, schätzt du jetzt als nicht ortsansässiger. Ja, also dann werde ich im Interesse von Spieloptimierung gehe ich sehr zielsicher zu Dark hin. Und Mr. Diggle? Mr. Goldblum. Ich glaube, das könnte Sie interessieren. Das ist seine Anmeldung. Lustig, jetzt stehe ich richtig scheiße da. Jeder macht einen besseren Detektivjob als ich. Nein. Ich hab schon mitbekommen, dass bei dieser Gelegenheit, Sie wedelte die ganze Zeit mit einem merkwürdigen Buch herum, dieses Ledergebunde, ne? Ja, das hatte der gute Mr. Thompson aus der Boston Library anscheinend ausgeliehen, hier vergessen, nicht zurückgebracht. Wann hat das denn ausgeliehen? Darf ich das mal sehen? Gerne. Live, wann hat das denn ausgeliehen? Wann ist denn der Ausleihstempel? Oh, der ist von vor einer guten Woche. Na gut, die Boston ist nicht so streng. Also, kurz vor seinem Verschwinden oder... Nee, tatsächlich kurz danach, vom 11. Vom 11. Ja. Also können wir sogar davon hoffen, dass er diesen Denver Morrell noch aufgesucht hat, denn am 11. war er zumindest in der Boston Library. Da war er verschwunden, aber offensichtlich noch nicht inaktiv. Richtig. Übrigens, nur damit ich mit allen klarkomme, immerhin scheinen wir jetzt alle interessiert zu sein, die Polizei hat bereits den Fall ad acta gelegt anscheinend. Jedenfalls hat die Großmutter sich natürlich zuerst an die Boston Police Department gewandt, aber da kam wohl nichts bis heute. Ja, du weißt auch selbst, dass es nur unter anderem an der fehlenden Indizienlage liegt. Unter anderem, aber auch höchstwahrscheinlich wirklich, dass sie gerade sehr viel zu tun hat, denn du hast es so nicht richtig verfolgt, aber du weißt, nicht nur vor 4 Wochen gab es einen Mord, der wahrscheinlich nichts mit den jetzigen Morden zu tun hat, aber eben halt jetzt auch. Nur so viel dazu. Mehr Details weißt du jetzt nicht. Die Boston Police hat einen verschwundenen, reichen Oberschichtler einfach den Fall nach 6 Tagen bereits geschlossen. Reich ist er nicht. Sie würden sich wundern, wie schnell das in Peabody oder Salem passiert. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber es liegt zumindest den Verdacht nahe, dass niemand großes Interesse daran hat, den Fall zu verfolgen. Oder dass jemand zumindest leichtes Interesse daran hat, dass keine Ressourcen darauf vergeben werden. Das ist ein ernsthafter Verdacht? Ich werde jetzt nicht zu der Polizei gehen und ihnen das Ganze vorwerfen, schon gar nicht in der Stadt, wo ich keinen Rückhalt habe. Nein, Mr. Digger, ich meine, Sie kennen ja wohl die örtlichen Polizei. Warum würde sowas passieren? Nun, ich nehme mal an, dass im Distrikt momentan die Ressourcen einfach zu knapp sind. Sie haben mit diesen Morden zu tun und delegieren dann Verschwundene weiter, wenn sie irgendwann auf Milchpackungen auftauchen oder so etwas, keine Ahnung. Was heißt denn mit diesen Morden? Nun, ich werde jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, was ich nicht mehr weiß, aber das Bild, was Ihre Klientin da gemacht hat, war nur eine von momentan... Moment. Ich gucke kurz von dem Buch auf. Aha. Wie soll das mit Liam zu tun haben, der Mord an dieser einen jungen Frau? Das sage ich nicht. Das habe ich auch nicht gemeint. Ich meinte nur, dass deshalb die Polizei gerade andere Sachen hat, als jemanden vernichten zu tun. Das meinte ich. Es gibt noch keinen genauen Bezug dazu. Ja. Also noch, es gibt überhaupt keinen. Ne? Ja. Noch, das habt ihr nicht gehört. Ich blättere durch das Buch und ich kenne ja die Eigenart von Liam, Dinge anzustreichen und in Büchern herumzuschreiben. Ja. Und schaue, ob er entweder mal wieder ein vollgeschmiertes Zettelchen in dem Buch hinterlassen hat oder Dinge angestrichen hat. Es haben wahrscheinlich mehrere Leute was angestrichen, aber du weißt natürlich, welche Art der Unterstrichlinien er setzt. Natürlich. Und findest tatsächlich was. Da siehst du dann irgendwie ja Markerungen bei Zeichen auf Boomerangs sowie Masken. Du siehst, da sind irgendwelche komischen, ja, seltsamen, recht fratzenähnlichen Holzmasken. Und du kannst lesen, es handelt sich bei diesen Masken um Masken, die Native People tragen, um unerkannt unter bösen Geistern und Nachtgestalten wandeln zu können. Und das heißt, die Stammesältesten hätten sogar die Kontrolle
manchmal über andersweltliche Wesenheiten, zumindest solange sie die Maske tragen. Und viel Kunsthistorie? Nein, aber Dinge markiert. Ist das nicht normal, wenn man sich mit einem Buch tatsächlich beschäftigt? Nein, anders. Hier sind das doch... unerhört, in öffentlichen Büchern herumzumalen, das ist eine Unart. Ja, ich kenne doch Liam, aber er hat Dinge angestrichen hier. Schaut mal, die Maske hier. Und... So was habe ich noch nie gesehen. Wo ist die her? Die macht so eine Schamanenmaske oder sowas aus. Ja, Australien. Die dort lebenden Menschen. Ja, aber die haben doch überhaupt keine Kultur. Britische Verbrecher. Das sind doch noch Steinzeit. Nein, die vor den Briten dort. Ja. Aber hier steht etwas mit Wandeln unter bösen Geistern. Also sind wir doch im Okkulten. Also britischen Verbrechern. Ja, aber ich frage mich, warum Liam das angestrichen hat. Er ist doch sonst nicht so. Dass er anstreicht oder dass er sich mit solchen Themen beschäftigt? Nein, anstreichen macht er immer. Du müsstest mal in der Bibliothek meines Vaters. Nein, dieses Thema. Und warum Australien? Ich weiß es nicht. Geister? Vielleicht sind ihm ein paar bestimmte Stücke untergekommen und er wollte sich über ihre Provenienz erkunden. Na bitte lass ihn nicht in Australien sein, da finden wir ihn nie. Er wollte ja verreisen. Wie soll er denn so schnell nach Australien kommen? Fragen Sie mich nicht. Naja, das ist eine Frage. Schon alle drei Tage ein Schiff. Ja, eben. Ja, dann ist er auf dem Weg nach Australien. Ja, aber auch da wird es schwer. Verstehe ich das richtig? Das ist möglicherweise das letzte Zeichen, das wir von ihm haben? Eventuell, vielleicht ist das letzte Zeichen auch Denver. Also nicht die Stadt, sondern der Mann. Ja, schon, aber das heißt, dass eine der letzten Dinge, bevor er verschwunden ist, war, dass er sich mit diesen Dingen da beschäftigt hat. Ja, und anscheinend das Buch hier vergessen. Also er war auch schon nochmal in der Galerie. Dann sollten wir vielleicht inklusive Frau... Sie lehnt sich leicht vor und schaut Ramira fragend an. Estefan, Senora. Frau Senorita. Frau Estefan... uns zu meinem Onkel begeben. Ich habe das Gefühl, hier weiterhin Pikmin aus dem Weg zu gehen und Canapés zu essen, bringt uns nicht weiter. Unterwegs müssen Sie mir unbedingt erklären, wer oder was dieser Pikmin eigentlich ist. Ja, das Pikmin ist ein lebhaftiger Skandal. Er ist ein richtig begabter Mensch, aber er malt seit einem Jahr an immer widerlicheren Bildern herum und er hat keine Distanz zu seinem. Der ist grauenerregend. Sie haben es doch gesehen, das ist ja also wirklich unglaublich. Dann würde ich sagen, wir schnappen uns unsere Mäntel und Überzieher, die wir abgegeben haben, und nehmen die nächste Tram zu der Adresse von Denver Moray. Okay, ihr nehmt tatsächlich nicht die Tram, sondern die Untergrundbahn. Uhuhu. Und ich muss einmal ganz kurz... Ich traue der Untergrundbahn nicht. Ich weiß, in New York hat das funktioniert, aber... Soll ich die Karte einblenden? Sehr gerne, das ist toll. Habe ich das richtig verstanden? Wir drei sind das New Hampshire oder sowas, oder? Mhm. Okay, das heißt, wir sind verglichen mit den anderen, sind wir eher Landeier und Boston? Nee, ich komme aus Peabody, also bei Salem oben, und ich glaube, Ramira kommt direkt aus Salem. Mhm. Das heißt, wir sind alle in der großen Stadt und fahren jetzt mit dem sensationellen neuen Verkehrsmittel. Ja, also ich traue dem nicht. Okay. Wo ist denn die Galerie? Also wo fangen wir an und wo wollen wir hin? Ah, oh ja, genau. Moment, da muss ich das auch nochmal einblenden für mich. Ach so, dein. Moment. So. Ist das Boston oder ist das ein Bärchentierchen? Ein Bärtierchen! Ich liebe Bärtierchen! Ja. Stimmt. Jetzt fällt es mir auch auf. Sieht so aus wie aus so einem Biologiebuch. So ein bisschen. Ein Teil davon. Back Bay, da seid ihr gerade. Das ist das ganz linke Wort. Und Denver Moray, der befindet sich. Moment, der befindet sich quasi bei dem nächsten. Bei dem nächsten rechten... Ja, Punkt, genau. In Boston kommen dann rechts davon. Genau, südlich richtig. Von Beacon Hill, okay. Südlich von Beacon Hill, scheinbar kann direkt gegenüber. Kann ich die gegenüber. Karte auch sehen? Ist die in Discord. Hast du auch in Discord, genau. Oh Gott, okay. Ja, und mit dieser Alternativ kannst du auch schlicht und einfach auf den Twitch entsprechend gehen, da siehst du es auch. Ja. Weil unsere Zuseher sehen jetzt gerade die Karte. Mhm. Und... Hilft dir das? Ah, nee, ich hab's gerade in Discord gefunden.
Und Carla Moth weiß tatsächlich auch, dass er in einem unglaublich alten Haus wohnt. Hier sind jetzt keine Details bekannt, aber du erinnerst dich noch an den Friedhof, den Granary Burying Ground, direkt gegenüber der Straße. In der Ecke gibt es sehr, sehr viele Friedhöfe. Und direkt beim Ältesten oder bei einem der Ältesten, da wohnt er eben halt. Das sind ein paar Stationen. Zwei, drei Stationen. Gut, dann fahren wir U-Bahn. Also, kurz noch eine politisch korrekte, weil Mary, weil du das gerade angesprochen hast. Ich wollte jetzt hier gerade ein paar klassische Abfälligkeiten über Naturvölker von mir geben, wie das damals üblich. Soll ich das lassen? Das ist, wenn es ganz klar markiert ist, als in Character, aber es war halt eben vorhin eben auch im OT-Text und da wollte ich einmal kurz darauf hinweisen, dass wir uns ein bisschen weiterentwickelt haben. Ein bisschen. Gott sei Dank. Und ein bisschen mehr als ein bisschen. Besser als die 1920er ist es, glaube ich, schon. Aber geringfügig. Also du bist jetzt ein Charakter. Meinetwegen. Ja. Also ihr steigt ein, die Bahn wir fährt müssen an. Da erst mal hin. Genau, währenddessen kannst du ja so ein bisschen vor dich hin brummeln und gleich rauchen genau spezifisch und sagen. Über das Kopfsteinpflaster mit den hohen Schuhen meckern. Ja. Wie ist denn das Wetter? Hast du immerhin hinter dir gelassen. Es ist ein wenig diesig. Ihr befindet ja euch ja auch recht nah am Wasser. Und es ist kalt. Also ihr müsst eure Mäntel schon zu und hochschlagen, die Kragen. Ja, jetzt hier drei Balken, ein bisschen, Kamera. Oh ja, schwer bepackt. Pelz. Bisher hat keiner der zwei Herren sich angeboten. Und du bist etwas angesäuert. Und jetzt fahrt ihr aber los. Ihr habt einen Platz gefunden. Das ist mein Dreibein, das ist teuer. Das gebe ich denen nicht. Ja, okay, dann ist ja alles gut. Ihr fahrt an und irgendwie schleicht dich, Ramire Estefan, so ein seltsames Gefühl. Jetzt, da ihr in den Tunnel reinfahrt, du kannst aber nicht genau benennen, weswegen. Ja, und dann seid ihr die paar Stationen schon gefahren und steht recht nah schon bei dem Haus. Es ist zu sehen, ihr steigt bei der Tremont Street aus, geht den Rest des Weges dann zu Fuß. Also da ging es gar nicht gut. Ja. Super Plus, er hasst das, diese U-Bahn, ist er bisher gemieden, hat jetzt nicht nur kein Blöße gelegen, also aber der Tremor, also ihr habt doch schon gemerkt, die Hand beginnt immer mal wieder zu zittern, die er dann stehen muss, ist stärker geworden unten und ist super froh, als er wieder rausgeht und Luft atmet. Ja, das war ja gar nicht das meiste, was du mit erwartet habe. Sag mal, also ich fand es aufregend. Sag mal, Carla, wann warst du denn das letzte Mal da bei deinem Onkel? Hast du ihn schon mal besucht hier? Boah, das ist Jahre her. In Boston, vor 5 Jahren. Nein, da warst du noch ein halbes Kind. Könnte man so sagen, ja. Ja, und jetzt scheint dieses Haus wirklich noch an Alter zugelegt haben, optisch. Es bröckelt, ja, wohl wirklich eins der ältesten steinernen Häuser dieses Baustils, das man in Boston finden kann, das umzäunt dasteht und es sieht fast so aus, als würden sich die anderen Häuser so ein bisschen vor dem wegducken, vor diesem dunklen Bau. Ihr könnt auch mal kurz auf Verborgenes erkennen würfeln, jetzt da ihr am Eingang steht. Knapp geschafft. Ich bin da raus. Okay, ja, die Wolkenformation da ist auch ganz schön. Ich bin mit 10 richtig gut drin. Okay. Also, während Carla Moth auf das Schild, dieses messingfarbene, oder das Messingschild, beim Eingang guckt und liest Hashton Villa alias Haus des Hexers, erbaut 1687, unter städtischem Denkmalschutz seit 1846, siehst du, Elena Woodman, auf dem Friedhof über die Straße rüber eine Person, die ja in Malerroben tatsächlich da auch steht, vor einer Staffelei und scheinbar das Panorama des Granary Burying Ground malt. Also das siehst du? Den Friedhof. Ja, genau. Aber ja, den bemerkst du da eben. Ein bisschen versteckt zwischen den Bäumen, aber du hast sehr gut geguckt. Ja, und ihr... Ich weiß nicht, wer steht dann am nächsten beim Türklopfer? Ich bin das. Gut. Ja, ihr seht übrigens auch jetzt da nach und nach ihr
näher getreten seid, dieses Schild auch. Also Haschen Villa alias Haus des Hexers und so weiter und so fort. Und Ramira Estefan hat den Türklopfer in der Hand. Ja, ich benutze ihn auch sofort. Mhm. Und dann drehe ich mich zu dir um, Marie. Senorita Mord, eine kurze Vorwarnung. Er sieht, wenn Sie ihn lange nicht mehr gesehen haben, womöglich anders aus, als Sie ihn in Erinnerung hatten. Wir alle werden älter. Aber danke für die Vorwarnung. Nun, nicht nur das. Sie werden sehen. Oh. Können Sie ein wenig deutlicher werden und uns nicht nur beunruhigen? Ja. Danke. Schlurfende Schritte hinter der Tür. Ich mache eine dramatische Pause. Und sagst du noch was? Nee, lass die Tür aufgehen. Okay. Und die Tür öffnet sich. Du hast diese Dame ja schon mal gesehen, die sich als Mrs. Garrett vorgestellt hat. Sie blickt dich mit einem recht dümmlichen Gesichtsausdruck an. Sie wünschen? Senora Garrett, wir sind Gäste des Hauses. Wer klopfte da an die Türe, Mrs. Garrett? Wer sind Sie, geladene Gäste des Hauses? Die nicht unter anderem. Mr. Thompson hat uns geschrieben. Und, Verzeihung, das ist seine Nichte. Das ist Mr. Morris' Nichte. Ah, ja. Carla. Ja, ja. Carla, ich bin die Tochter von seiner jüngeren Schwester. Geladener Besuch, Sir. Dann lass sie reinkommen. Und ihr hört also diese Stimme. Du erkennst die Stimme auch von deinem Onkel wieder. Mhm. Die hallt irgendwann irgendwo her aus dem Erdgeschoss. Ja, und sie hält euch jetzt die Tür auf. Sorry, ich glaube, ich habe deinen letzten Kommentar übergangen. Hast du da noch was gesagt, was für mich wichtig gewesen wäre? Ich habe nur festgelegt, dass er mit meiner Mutter seine jüngere Schwester war. Mehr habe ich nicht gesagt. Okay, gut. Ja, also sie zeigt vielleicht Erinnerung. Du bist dir nicht ganz sicher, ob sie sich an dich erinnert. Ihr tretet ein in die Eingangshalle aus schwarzem und meist weißem Marmorhimmel, schwer zu auszusprechen. Ja, wirkt insgesamt sehr kalt und unfreundlich. Da ist eine ungemütlich aussehende Bank, clownartige Metallhaken an der Garderobe. Da hängt ein Kleidungsstück, das passt gar nicht in diesen Raum rein. So ein purpurfarbener Wintermantel, wirklich wie so ein Fremdkörper. Ist er da? Ein und Damenmantel? Kannst du nicht genau betiteln. Wüsstest du jetzt nicht. Könnte sowohl als auch tragen, aber vielleicht doch eher eine Dame. Naja, und dann siehst du den Flur hinauf, auch einen Regenschirmständer, eine verstaubte, ausgestopfte Eule und dann so eine Ahnengalerie. Und aus diesem Gang, aus diesem Flur, ertönte auch die Stimme des Mr. Murray. Dann stelle ich meinen Regenschirm da hinein. Ich stelle mein Dreibein daneben ab und... Onkel Denver! Kommen Sie doch weiter rein, bitte. Ja. Ja, also ihr legt ab, wenn ihr das tun wollt. Der Regenschirm scheppert in diesem Gestell und dann geht ihr den Flur rauf. Ja. Und dort hinter der Tür, hinter der erwartet, sitzt er auch, Denver Murray, in seinem Rollstuhl. Ihr seht euch um, die Einrichtung ist bis auf ja, das dunkle, schwere Mobiliar eher einfach. Es fällt ein großer Bilderrahmen auf, der mit der Vorderseite an der Wand lehnt. Und ihr seht ansonsten noch, dass dieser Raum ehemals kleiner gewesen ist. Es gab vor kurzem scheinbar einen Mauerdurchbruch, der den Salon, in dem ihr euch gerade befindet, mit dem Schlafzimmer dahinter verbindet. Ist das sauber, der Schutt weggeräumt oder sieht man das richtig ganz grob? Oh, man hat schon was weggeräumt, aber nicht sehr sorgfältig. Also, obwohl dieser Mann hier scheinbar zu leben scheint, hat er sich nicht richtig drum gekümmert. Ihr auch im Rollstuhl. Oder, ja, veranlasst, dass es weggeräumt wird. Er hat ja zumindest eine Haushälterin. Ja, die jetzt hinter euch auch irgendwie stehen bleibt. Ihr fühlt euch recht beengt in diesem Raum jetzt. So viel sind ja recht viele Leute da und er auch guckt euch an und wartet scheinbar auf Gesprächseröffnung. Mm. Onkel Denver, Carla? Carla Moff? Ja, hallo Carla. Hi, es ist schön, dich wieder zu sehen. Sie gibt ihm etwas unbeholfen die Hand, wenn er sie annimmt.
Ja, ja, doch, er streckt sie aus. Seine Hand ist sehr kalt und zittert ein wenig. Ich war ohnehin in Boston und es ist ja nur höflich, dich zu besuchen. Und mehrere Leute haben auch ein paar Fragen an dich. Es geht um Liam Thompson. Den kanntest du, oder? Ich, ja, nannte ihn einen Freund. Nennst ihn hoffentlich einen Freund, oder weißt du mehr als ich? Das ist eine schwere Frage. Wir haben uns vor kurzem getroffen und unterhielten uns wieder einmal zu genießen die gemeinsame Zeit. Aber sein Verhalten, das ziemte sich nicht. Mir missfiel es. Er war angespannt und sprach in einer Weise, als hätte er ein schreckliches Geheimnis, dass vielleicht ein Freund ganz gut gewesen wäre, diesem zu lauschen. Und mir fiel ein gemeiner Zug um seine Augen auf, den er zuvor nicht gehabt zu haben schien. Deswegen, als er dieses Haus verließ, seither weiß ich nicht mehr, ob ich ihn einen Freund nennen soll. Mr. Diggory, Sie haben sicher Fragen, oder? Ja, Sir, wann war denn dieses Treffen? Können Sie sich zurückerinnern? Das war, soweit ich mich erinnere, lang ist es her. Tage gehen ineinander über. Ja, ja, das kennen wir. Am 11. Am 11., das deckt sich doch. War das morgens, mittags, abends? Das war um die Mittagszeit, möchte ich meinen. Die Mittagszeit haben Sie ihn getroffen. Sie haben beschrieben, er hat sich etwas verändert und als hätte er ein Geheimnis, was er nicht mit Ihnen teilen wollte. Darf ich nachfragen, wie sind Sie befreundet? Woher kennen Sie sich? Wir lernten uns kennen, als wir eine Ausstellung besuchten. Verstehe. Ja, das taten wir so. Und ja, so war es. Seit wann kennen Sie Mr. Thompson? Einige Jahre. Oh, das ist ja wunderbar, wunderbar. Und diese Frau hier, und ich zeige auf Estefan, Sie kennen sie auch. Ja, die richtig. Wir hatten das Vergnügen. Oh, ein Vergnügen. Fantastisch. Und ich halte mich bei den ganzen hinten, habe ein bisschen einen Blick auf Ayla hin, wie es ihr geht, wenn sie da plötzlich feststellt, dass ihr Freund komisch ist. Und dann mache ich völlig reflexartig Berufskrankheit, greife durch diesen Gemälde, hebe es ein bisschen von der Wand weg und schaue mal rein. Du merkst, wie er zusammenzuckt. Also ich habe das versucht so zu machen. Ich gehe davon aus, dass jede Menge Leute zwischen mir... Dann kannst du mal verborgen bleiben oder kaschieren würfeln deiner Wahl entsprechend. Na, das sollte mit 21 kein Problem sein. Gut. Oh, sehr gut. Okay. Ich habe vergessen, dir das zu erschweren. Und du siehst, nachdem du das so ein bisschen von der Wand wegbewegst, das Motiv ist so eine puritanische Inneneinrichtung im Hintergrund. Und ja, im Vordergrund sollte eigentlich wahrscheinlich ein Mann abgebildet werden. Eine männliche Silhouette ist da auch, aber vollkommen weiß. Also man hat nichts gemalt. Sehr, sehr befremdlich, weil normalerweise würde man den Hintergrund ja erst am Ende malen. Ja. Also das passt. Nicht fertig, aber verkehrt herum angefangen. Genau, ja, richtig. Okay. Also es passt so ganz und gar nicht. Ja, älterer Stil. Mr. Morey, ich will ehrlich zu Ihnen sein. Ich bin Private Investigator und ich bin damit beauftragt von der Urgroßmutter, Herrn Thompson, diesen zu finden, da er nach ihrem Treffen anscheinend am 11.12. verschwunden ist. Mhm. Nun, er ist auch gegangen, ja. Ja, und er hat sich seitdem auch nicht mehr gemeldet. Sie haben nichts mehr von ihm gehört. Nein, nein, das habe ich nicht. Könnten Sie noch etwas mehr über den Inhalt des Gesprächs, das Sie geführt haben? Das Zerwürfnis? Zerwürfnis, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Wir haben uns unterhalten allgemein über keine Streitthemen. Es war die Kunst, es war dies, es war das, es war der Alltag, es war das Wetter. Das, was Gesprächspartner halt zu belieben anzusprechen. Naja, die Kunst kann ein Streitthema sein, nicht wahr? Ja, ja, so ist es. Oh, ich würde Sie bitten, vielleicht
Mrs. Garrett, es wird wieder Zeit. Ich möchte Sie doch sehr bitten, mir auf den Abort zu helfen. Vielleicht könnten Sie warten. Sie müssen sich ja nicht in meinen privaten Räumlichkeiten aufhalten. In der Küche. Und das können wir wunderbar mit jetzt verbinden, da ich einmal kurz verschwinden möchte. Ich denke mal, nicht alle gehen in die Küche. Jetzt kontrolliert der Murray auch nicht, ob alle aus seinem Raum rausgehen. Und der geneigte Schnüffler dürfte gerne mal in den Discord-Chat gucken. 3 zumindest haben Zugriff und sehen im hinteren Bereich etwas, was sie gleich beschreiben können, während ich mich kurz verpiesle. Ja, also dann werde ich das decken, um ostentativ nach unten zu gehen, damit wenigstens ein paar höflichkeitshalber runtergehen. Während die anderen. Ja. Ich schaue verwirrt zwischen Henry und dem jetzt leer stehenden Raum hin und her. Okay. Kann ich auf den Discord auch zugreifen, oder ist das... Hast du... bist du schon in der... Wenn Mary meinte, sie würde mir vorhin, da glaube ich, haben wir darüber gesprochen. Ja, den Ansatz hast du. Ja. Habe ich? Ich glaube, Nico hat ihn dir schon geschickt. Okay. Den Stream Deck Link hat Nico dir geschickt? Hm. Der ist eigentlich rausgegangen, ja. Ich kann... Und zwar auf Facebook oder wo? Ich weiß nicht, Nico hat es dir wahrscheinlich als Mail geschickt, aber ich kann es dir auch nochmal als Facebook schicken. Kein Problem, E-Mails ist... Es ist für mich nur kurz einmal klicken. Weiß es, ja. Tada. Tada. Tada! Technik ist so einfach heute. Ich bin jetzt in der Lage. Okay, ich habe drüber gelesen. Ich würde, also ein paar gehen ja in die Küche. Ich würde wieder zur Journalistin Miss Moss. Ganz kurz. Hm? Wie schnell ist Ihre Kamera bereit? 1-2 Minuten, wenn ich mich beeile. Würden Sie sich beeilen? Das wäre mir unglaublich wichtig. Was soll denn fotografiert werden? Das ist nicht unwichtig. Zwei Schreiben, die ich gefunden habe, die ich unmöglich mitnehmen kann, und diese Maske hier. Und ich zeige dir... Ist dabei klar, dass ich das nicht unauffällig fotografieren kann? Nun ja, solange niemand hier im Raum ist, der etwas dagegen haben kann, ist das egal, wie auffällig das ist. Dann hole ich mal meine auffällige und schwere Ausstattung. Fantastisch. Damit stiefelt sie zum Schirmständer und holt ihr Zeug. Dann in dieser Zeit... Ja, du zuerst... Aufgrund der Beschreibung, diese Maske, ist die eine der Masken, die in dem Buch angestrichen ist? Ist das so etwas? Oder ja, du erkennst eine gewisse Ähnlichkeit. Also ich gehe mal zum Douglas Diggory rüber. Senor, diese Maske, darf ich sie mal kurz entwenden? Ja, ich fasse sie nicht an, bitteschön. Ja, vielen Dank. Ihr wollt jetzt nicht Fotos machen, oder? Naja, ich kann auch schnell abschreiben. Ich versuche diese Klageschrift von den Büros, so die Hauptdinge rauszuschreiben. Hastenhaus, baulich verändert, Anspruch auf Schadensersatz, dann Kanzlei von Murray, haltlose Klage, Grundmauern, Wände, Fassade, Zwischenwände seit ihrer Anlage betroffen, baulich verändern. Also er hat anscheinend hier ein bisschen am Bau gepfuscht, obwohl hier eigentlich durch den Denkmalschutz das verboten ist. Habe ich das falsch ausgeschrieben? Nee, also es ist tatsächlich so, dass die Kanzlei, die Murray wohl vertritt, gesagt hat, er habe ja keine Grundmauern, tragenden Wände oder Fassade angegriffen, sondern nur eine Innenmauer, sodass das nicht dagegen verstößt und die Klage somit haltlos wäre. Okay. Aber irgendjemand wollte dem wohl ans Leder. Ja, weil er hier die Wand rausgerissen hat. Und jetzt ein Foto machen. Carla? Von der Maske hätte ich gerne eins, weil das können wir unmöglich mitnehmen. Dann lenke ich ihn vielleicht besser ab, weil der Magnesiumblitz ist ja ziemlich laut. Ich könnte... Ja, ich habe gesagt, dass ich das nicht unauffällig machen kann. Ja,
Moment. Ich wühle in meiner Tasche und hole einen Zeichenblock raus. Darf ich die Maske mal sehen? Ah, sehr schön. Senorita, hier, bitteschön. Mal eine Probe auf deine Kunstfertigkeit machen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ey, Moment. Also wenn wir uns jetzt damit begnügen und nicht dem... Handwerk Kuchen. Über Technik. Alles in Ordnung. Carla steht da. Sich irgendwie drei Beinen. Naja, sowas ist natürlich auch sehr kostspielig. Ne? Je weniger solche Masken, desto besser. Und locker. Mehr. Ein Stück Papier und ein Stift kosten noch deutlich weniger als mich eine weitere Negativplatte und eine weitere Ladung Magnesium. Trotzdem danke. 31, ganz locker. Ah, oh, sehr, sehr gut. Ja, also ihr habt eine ziemlich detailgetreue Skizze der Maske samt dieser Insignien vorliegend. So, das wollte ich sagen. Wer von euch war in der Küche? Nachdem alle anderen plündern gehen, habe ich beschlossen, dann muss ich die ablenken sein und gehe also in die Küche und versuche also möglichst repräsentativ, das war ja meine Spezialität. Ah, ja. Den Eindruck erwecke, ich wäre eine große Gruppe sozusagen. Ja, sehr gut. Baust dich so ein bisschen, ja, auf im Raum, baust dich auf. Vielleicht hast du ja sogar so ein bisschen Bauchansatz. Und, nee. Ja, okay. Ich muss ja Goldblumen spielen für Katrin. Ja, okay. Du tust das Beste, dich halt aufzurichten. Siehst dich um, dir kommt so ein, ja, recht beißender Gestank in die Nase. Ist tatsächlich so, dass hier lange nicht mehr sauber gemacht wurde. Du siehst so eine halb plattgetretene Schabe, die mit letzten Kräften sich unter dem Esszimmertisch ja fortbewegt. Du siehst recht wenig Geschirr in den Schränken, wohl aber eine Schale mit einer dünnen Farbkruste, irgendwie so rotbraun, die da in der Spüle liegt, samt zwei dünnen Pinseln. Ja, das siehst du und dann hört ihr das Rollen über Stein und danach dumpf über den ja, Teppichfußboden von dem Murray wieder. Ja, der Rest von euch steht ja noch in dem Raum von ihm, wo er eigentlich nicht wollte, dass ihr seid, wenn er nicht da ist. Gut, also dann die beste Methode, ihn zu beschäftigen, ist, indem ich einen leichten Tabubruch mache. Ich spreche daher relativ unverblümt an. Mr. Murray, darf ich fragen, Ihre Invalidität, ist das aus dem Großen Krieg oder ist das eine Krankheit? Ach, das ist etwas, was ich davontrug vor mittellanger Zeit. Ja, eine Kugel im Rückenmark. Verstehe. Aber sie kommen ja ganz... Mark, das wäre ja weiter oben, nein, in der Wirbelsäule. Aber sie kommen ganz gut zurecht, so scheint, nicht wahr? Mrs. Garrett scheint sich da um sie zu kümmern. Ach, wir können offen reden, sie versteht nicht viel. Ihre Gebräuche sind etwas einfacher als das, was sie und ich normalerweise gewohnt sind, würde ich annehmen. Ja, aber sie unterstützt mich gut. Sie tut, wie ihr geheißen und das bei jeglicher Aufgabe. Sie ist eine fähige Kraft in der Hinsicht. Ja, nun, Sie müssen ja nicht im Weg rumstehen. Lassen Sie uns zu den anderen gehen. Sie können aus der Küche wieder austreten. Also ich würde sagen, ich kenne ja den Henry gut und der wird bestimmt so laut gesprochen haben. Weil er spricht ja auch mit einer älteren Person. Na, wenn Sie vielleicht erlauben, dass ich Sie den Rollstuhl schiebe, dann... Wir versuchen uns wieder... Dann werde ich anfangen, ihn auszuschieben, dass ich an jeder Türschwelle hängen bleiben und erstaunlich lange... Ja, okay. Es gibt so einen leichten Knick im Gang, das heißt, es ist möglich. Sagen wir einfach mal, ihr macht jetzt nicht verborgen bleiben, sondern du würfelst eine Kaschierenprobe mit einem Bonuswürfel. Und der Murray wird ordentlich durchgeschüttelt. Ja, also 27, das ist alles kein Thema. Ich spreche dann auch noch auf die Malerei an. Also habe ich das richtig mitbekommen, dass Sie ebenfalls malen? Nein, ich male nicht. Ich habe vor sehr, sehr langer Zeit das letzte Mal gemalt. Ach so. Ich hatte nur die Pinsel im Waschbecken gesehen. Und natürlich, Sie müssen wissen, ich bin Agent für eine Malerin und daher... Mrs. Garrett, Sie hätten abwaschen sollen. Ich trug es Ihnen doch auf. Sie bleibt mit tumbem Gesichtsausdruck hinter euch stehen und nickt so ein bisschen und ja,
du schiebst ihn weiter. Ihr habt es inzwischen zurück in die Küche geschafft und geht nun aus der Küche hinaus wieder zurück in den Wohnraum. So, ich habe nur zufällig meine Fotoausrüstung dabei. Was ist das da, was Sie da in der Hand halten, Fräulein? Sie. Die Nichte? Onkel. Richtig. Onkel David, du weißt doch, dass ich Fotografin bin. Carla, verzeih mir. Richtig, du bist Fotografin, ja. Der Blick aus der Küche ist faszinierend. Genauso wie der Blick auf den Friedhof. sagt er. Ja. Wussten Sie, dass da draußen eigentlich jemand steht, der das gerade zeichnet? Malt? Nein. Mir ist dies nicht bekannt. Oh, das ist nicht Teil des Haschtenhaus. Also das gehört nicht zum kompletten. Ach so, er malt das Haschtenhaus aber nicht, ne? Er malt ja den Friedhof. Ja, genau. Das meine ich. Aber er steht ja. Ist das nicht eingelenkt? Das ist das Haschtenhaus. Ach so, nee, das ist. Getrennt. Das ist ein getrennt, genau. Das ist halt nur ein umzäuntes Gebiet. Darin steht das Haus. Mhm, okay. Und dann gegenüber der Straße ist halt der Friedhof. Signor, ich bin beim Eintritt nicht umhin gekommen zu bemerken, dass man dies wohl das Haus des Hexers nennt, ja? Sagen Sie, wie kommt es, dass Sie an ein solches Gebäude kommen? Ich kaufte es auf von der Stadt. Was für Beweggründe hatten Sie, ein Hexenhaus zu kaufen? Nun, es war günstig, es gab wenig Auflagen, an die ich mich zu halten hatte. Und es lag recht nah an der, als ich arbeitete vor der Verletzung, an der Polizeistelle. Und dort arbeitete ich. Ja, ein Polizist? Nur ich relativ. Aber na, das ist Schnee von gestern. Jetzt habe ich erstmal genug zu tun und dementsprechend habe ich hier jetzt zu Hause ein bisschen umgeräumt. Und Mrs. Garrett, bitte waschen Sie in der Kochstube ab. Ich bitte drum. Ja, sie geht in die Küche und ihr bleibt alleine zurück wieder in dem vorderen Bereich, in dem Salon. Wenn es das Gespräch mit meinem guten Freund Liam gab, hat er gesagt, wo er hin will? Nein. Ich bereue es selbst. Er hat es mir nicht gesagt. Wissen Sie, wo er wohnt? Ja, wissen wir. Und das können wir Sie auch. Mir seine Anschrift vielleicht mitteilen? Da müsste ich erstmal zurück in mein Büro. Sir, Entschuldigung, die steht jetzt natürlich nicht hier. Ärgerlich. Aber haben Sie ein Telefon? Ein Telefon. Mrs. Garrett, haben wir ein Telefon? Ja. Es kommt keine Antwort. Ich sorge dafür, dass postalisch ein Telegramm. Ich werde Ihnen ein Telegramm schicken. Gerne schnell, wenn er. Selbstverständlich. Wenn Sie ihn suchen und also dann sollten wir ihn natürlich auch finden und dann wäre das ganz gut. Dann könnte ich mich auf meine Art und Weise vielleicht beteiligen. Kein Problem. Das haben Sie schon. Sie haben uns Informationen gegeben und wir werden sehen, was wir damit machen können. Alleine, schau mal schnell in die Küche, was die da abwäscht. Das sind Pinsel. Ich werfe einen Blick so nochmal zurück. Die Farbe sieht wie aus? Kann ich das Kastanienbraun. Einordnen? Kastanienbraun. Du hast eine bestimmte Assoziation tatsächlich auch dabei. Und ja, es handelt sich um Blut. Ich habe parallel noch über was nachgedacht. wer hat nochmal sich den Bilderrahmen angeguckt? Das war der Goldblumen, nicht wahr? Ja. Du meinst jetzt, als du dich zurückerinnerst, noch etwas anderes gesehen zu haben. Du hast dich erst auf das Motiv natürlich konzentriert, vordergründig, aber am Rahmen war etwas Interessantes eingezeichnet. Nun, was soll da abgewaschen werden? Mrs. Garrett, kommen Sie bitte wieder zurück. Sind Sie fertig? Würden Sie mich vielleicht in die Küche bringen? Mrs. Garrett ist manchmal etwas langsam. Kein Problem, wir werden Sie auch so nicht weiter belästigen. Nein, fahren Sie mich einfach in die Küche. Ich bin so immobil, meine Arme machen es auch nicht mehr richtig.
Können Sie mich in die Küche fahren, bitte? Agnes, können Sie ihn vielleicht in die Küche fahren? Ja, selbstverständlich, tue ich. Ja, kein Problem. Ich fahre ab Richtung Gemälde, werden wir nochmal einen Blick drauf werfen. Ja. Ich folge Henry. Henry, das sah aus wie Blut. Ja, ich dachte mir, du siehst das wahrscheinlich deutlicher. Er hat behauptet, er malt nicht. Und oben, da hinten steht so ein merkwürdiges. Da schau mal. Dann werde ich das Gemälde mal von der Wand weghalten und diesmal etwas mehr so beiseite. Ja. Das ist richtig. Ihr seht auf jeder Seite des Rahmens, der ja rechteckig ist, einen Vers. Und die lauten wie folgt, sind in Englisch verfasst, in verschlungenen Lettern. Dies Bild hier soll ein Mann vollenden und Schweiß und Blut und Tränen verwenden. Tu letzten Strich, dann blickt's in dich und zeigt, was es lang barg in sich. So, ich packe einfach nochmal das auch in die Gruppe rein, die da drin sind. Soll ein Mann vollenden? Ja, ein Mann ist er offensichtlich und Blut hat er. Ich gucke mir das Gemälde genauer an, wie die Farben wirken. Ob ja, das der gleiche Braunton ist, wie das, was an den Pinseln hing? Also offensichtlich ist ja dieses Bild nicht vollendet worden. Denn dieser Mann in der Mitte, der ist ja ausgelassen, oder diese Figur dort. Oh Gott, jetzt zucke ich zusammen, als die Hexe plötzlich direkt hinter uns steht. Das habe ich nicht gemerkt. Ja. Nun, es ist ja beschrieben, dass sich etwas zeigt in diesem Bild, wenn es dann fertig ist. Und ich vermute, dass er noch dabei ist, dieses Bild zu malen. Die sind aber wirklich schnell, das muss ich entlassen. Unheimlich schnell. Ich fasse mal die Leinwand an und guck mal, Farben alle trocken? Ja, also das ist vor unglaublich langer Zeit gemalt worden. Das merkst du auch am Geruch. Über die Jahre nimmt das ja etwas auf. Und du guckst von so einer jähen Assoziation gepackt zur Wand und siehst da, es handelt sich eigentlich nicht um eine Wand, sondern um zwei mit einem vielleicht ehemals Hohlraum um die im Inneren. Das siehst du natürlich an den gezackten Seiten, die noch nicht ganz ausgehoben wurden. Ne? Der Schutt, von dem wir eingangs sprachen. Ah, das Bild steht quasi an dem Durchbruch. Es stand ein bisschen weiter weg, aber du hast jetzt irgendwie die Assoziation, genau die Größe, das hätte da perfekt reingepasst. Zwischen beide Wände, die vor kurzem erst durchbrochen wurden. Dann gehe ich da mal hin und schaue mir mal den Zwischenraum zwischen den beiden Wänden an. Also ja, verstehe ich das richtig, dass das es so aussieht, als wäre das Bild in der Wand versteckt gewesen? Mhm. Genau, diese Assoziation hattest du jetzt nicht, aber die Mrs. Woodman. Alles klar. Also die Firnis sieht ja wirklich aus, als ob das, ich weiß nicht, 1850 wäre. Das ist alt. Hm? Das ist sehr alt. Das ist noch viel älter. Das hat also niemand hier gemacht. Nein, aber schau mal, es wird hier genau dazwischen passen. Vielleicht hat er es aus der Wand. Warum sollte das jemand eingemauert haben? Er hat die Vorderwand weggerissen, um an das Bild heranzukommen. Oder ist da dann bemerkt, ja. Wer mauert denn ein Gemälde ein? Pigman. Ich beschäftige unseren Onkel übrigens derweil. Also ich schiebe ihn tatsächlich zurück in die Küche. Ich mache ein bisschen erstmal Smalltalk, auch im Dienst. Ich war auch Polizist, bis mich eine Kugel hier seit einem später. Oh nein. Ja, seitdem ist die Hand ein wenig, aber soweit, bla bla bla. Dann aber auch so, mir gefällt, was sie mit dem Wohnraum gemacht haben. Also vergrößert, wahrscheinlich wegen der Immobilität, damit sie schnell vom Schlafzimmer zum Wohnzimmer kommt. Ja, Sie ahnen gar nicht, was das für eine Herausforderung ist. Vor allen Dingen eigenständig dann über den schweren Teppich, die Räder sacken so tief ein. Sie haben nur Miss Garrett oder sonst niemanden? Sonst, wir sind alleine, zu zweit. Ja, ich verstehe, ja. Schon lange, lange bin ich alleine. Mrs. Estefan, wissen Sie etwas über diesen Hexer hier? Ja. Sie sind auch eine Zigeunerin, oder? Nun, ich bin ja mit festem Wohnsitz, insofern ist Zigeuner vielleicht das falsche Wort, aber mit Hexern kenne ich mich ein bisschen aus, ja. Und wer war dieser Hexer von Hutchin? Da kannst du mal eine Okkultismus- oder Geschichtsprobe werfen. Darf ich mir das aussuchen?
Ja, aber es müsste eine schwere Geschichtsprobe sein. Dann nehme ich gerne die Okkultismusprobe. Und da habe ich eine 9 von 78. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Aber also ich glaube, es reicht aus. Ich finde, das ist relativ gut, ne? Man könnte sagen, ja, ne? Ich glaube, mit 45 hast du einen schweren Erfolg, genau. Da gucken wir mal, was du da so, an was du dich da alles erinnern kannst. Also, Angus Hushton ist schon, ja, der kommt aus den Beginnen der Bostoner Zeitgeschichte. Also ich glaube, die Stadt wurde ja 1630 gegründet, aber er war ja mit dabei bis 1692. Da wurde er tatsächlich gelyncht. Die Bostoner Hexenprozesse waren ein bisschen stiller als die in Salem, aber es gab mehr, das ist jetzt fiktiv, es gab relativ viele Lynchmorde und er war einer darunter, weil er scheinbar mondsüchtig ja, auf dem Friedhof gefunden wurde. So viel weißt du, mehr weißt du nicht. Weiß ich, was ich mir unter mondsüchtig vorstellen muss? Das weißt du jetzt, das ist so schlafwanderisch. Okay. Und den haben sie gelyncht und das Haus, das hat ihm gehört? Das hat ihm gehört, ja, tatsächlich. Von seinen Eltern gebaut. Ja, von Großeltern gebaut. Zwei Generationen geht's zurück. Er war auch lange Zeit irgendwie nicht in Boston, kam dann zurück. Und jetzt verbindest du da etwas, denn er war tatsächlich... Ich habe den Namen hier gerade nicht vorliegen. Er war tatsächlich mit einem englischen Seefahrer auch in Australien. Ist er an der Nordküste gelandet? Das weiß ich auch alles. Ja, habe ich jetzt erzählt, ne, um es einfacher zu machen. Und ist dann irgendwann wieder zurückgekommen und dann in den folgenden Jahren angeeckt, bis es dann eben halt sich entladen hat in ja, seiner Ermordung. Nun, Senior Goldman, dieser Hushton, er wurde der Hexerei bezichtigt und dann wurde er ermordet und ihm hat dieses Haus gehört. Ich gucke mir mit. Beantwortet das Ihre Frage? Naja, warum mauert er ein Gemälde ein? Na, nun, das habe ich ihn nicht fragen können, wenn ich das meine. Also, er soll das gewesen sein. Sie, was genau meinen Sie? Der soll das Bild gemalt haben? Möglicherweise. Und eingemauert? Wann auch wäre das möglicherweise. Wann wäre das? Ihr seht eine Jahreszahl auf der unteren Ecke. Ja, das ist von 1691. Aus der Zukunft. Gut, also, okay, das ist nicht das allererste, wo ich dann hinschaue sofort. Würde 1691 passen? Ja, durchaus. Da ist er wieder zurück in Boston gewesen. Das war ein Jahr, ehe er ja, verstarb. Sieh, das Bild könnte von ihm sein. Wir haben hier also das Bild von einem bona fide Hexer. Oder jemand, der im Rahmen von irgendwelchen abergläubischen Übergriffen umgebracht wurde. Ja, zumindest erzählt man sich das. Dann ist das doch zumindest ein sehr interessanter Fall für ein Museum. Wie gut ist denn das Bild? Ist das eher leinhaft gemacht oder ist das von einem guten Maler gemacht? Durchschnittlich. Es ist natürlich auch ein sehr, sehr alter Stil, der da gefahren wurde. Gab jetzt nicht viele Ölmalereien zu dem Zeitpunkt damals. Aber ja, also es wirkt schon ganz gut. Natürlich, wir reden hier vom Hintergrund und nicht vom Vordergrund, der ja der entscheidende ist. Aus irgendeinem Grund, ja, das behagt dir irgendwie nicht. Das ist seltsam, dass es so gemalt wurde. Ja, er kommt jetzt zurück. Du siehst noch, wie sich die Mrs. Garrett irgendwie an ihrer weißen Schürze die Hände abwischt und da bleiben deutliche, ja, rot-bräunliche Schlieren zurück. Also ich bin ja mit in die Küche gegangen. Hat er sie da irgendwie zusammengestarrt oder was ist da passiert? Das haben wir ja hingekommen. Ja. Er hat sie wieder eingesammelt und ihr dann befohlen, anstelle von dir, den du ja, ihn schon, nee, du warst das ja gar nicht, der ihn so ruppig gefahren hat. Ja. Aber jetzt wird er eben halt wieder von ihr zurückgeschoben. Genau, da gab es jetzt keine Zwischere. Gut, dann laufe ich einfach wieder zurück und hoffe, dass alles getan ist, was getan werden musste. So, jetzt haben wir sie aber auch lange aufgehalten heute Abend und ich schaue mal alle vier Mitstreiter im Raum an und schaue, ob ich irgendwelche. Wir gehen jetzt oder wir müssen noch bleiben, Signale. Ich nicke ganz eifrig. Gab es in der Zwischenwand irgendwelche Hinweise oder ist das einfach nur eine Zwischenwand, wo das Bild reingepasst hätte?
Ich wollte dich da auch nicht übergehen, aber es ist tatsächlich so, du hast bestätigt bekommen, dass dieses Bild höchstwahrscheinlich dort gefunden wurde und mir hast du aber nicht gefunden. Okay. Ja. Gut. Also Mr. Murray, wir werden jetzt dann versuchen, Mr. Thompson zu finden an dieser Adresse. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie gerne darüber informiert werden würden, was mit Ihnen geschehen ist? Ah, dann müssen Sie zurück zum Büro fahren, um die Adresse zu holen? Genau, ich werde die Adresse, wie gesagt, per Telegram so schnell wie möglich zukommen lassen. Gut. Ja, sollen wir es hier auf dem Laufenden? Ja, bitte, bitte, bitte. Das wäre mir sehr lieb, ja. Gut. Es liegt mir viel daran, Ihnen auch wiederzufinden. Selbstverständlich. Wir tun unser Bestes. Pass auf dich auf, also. Onkel Denver. Danke, Carla. Einen schönen Abend noch, Mister. Können wir jetzt. Ja. Ihr geht wieder zurück, seid im Eingangsbereich. Da ist wieder dieser seltsame Mantel, der euch auffällt. Auf der linken Seite hängend purpur. Ja, die beiden anderen haben euch jetzt nicht zur Tür gebeten. Der Mrs. Garrett scheint das auch nicht zutraubar zu sein und er ist halt immobil. Ja, dann kann man ja mal kurz in den Mantel schauen. Also in Taschen zum Beispiel. Und das könnte man in der Tat tun. Dann tut er das. Und ja, Douglas. Ja, also wenn nicht, man ist ja so ein bisschen schnüfflerisch. Ja. Wenn ich sehe, dass Diggory sowas macht, stehe ich nicht zufällig in der Sichtlinie. Ah, oh, das ist sehr gut, ja. Also selbst wenn er käme, er würde erstmal nichts sehen. Gut. Vor allen Dingen nicht sehen, dass in der Innentasche tatsächlich sich eine Plakette klein befindet mit der Anschrift eines Liam Thompson. Du hast die zweimal, die beiden Anschriften decken sich. Und ja, dann ein. Also. Nee, das also ist. Die aktuelle. Anschriften decken sich. Das ist, scheint wirklich die aktuelle zu sein. Die aktuelle, okay. Ja. Und dann noch ein Zettelchen. Da steht drauf: Ich habe Ihr Schreiben erhalten. Treffpunkt 17. Dezember, 22 Uhr am Hintereingang der King's Chapel. Are you Pikmin? Steck's erstmal wortlos ein und. Raus aus dem Haus erstmal. Ich muss den Mantel selber anziehen. Nein, musst du nicht. Selbstverständlich, ich hole mir den Schirm und selbstverständlich stehe ich mit dem Mantel bereit. Sei Dank. Danke, Henry. Ja, es wird langsam dunkler. Das diesige Licht wird zum Zwielicht. Noch immer ist der Maler da, der jetzt aber auch schon im Begriff zu sein scheint, die Sachen, die Utensilien zusammenzupacken. Es ist ja doch recht frisch. Entschuldige mich kurz. Ich gehe kurz hinüber zu dem Maler. Das interessiert mich natürlich jetzt. Ja, also. Na, Sie haben ja wirklich das letzte Licht ausgenutzt, sage ich. Das letzte Licht ist meist das Beste. Ah, halten Sie mal kurz das Etui hier. Ja, danke schön. So. Nee, es ist doch schön, vor allen Dingen den Sonnenuntergang. Konnte ich natürlich nicht richtig einfangen, aber die also Vorstellung davon. Mit der italienischen Szene sehe ich. Sie fragten, wie bitte? Was sagten Sie? Mal mit echtem italienischen Szene sehe ich. Also ich realisiere ihm sofort, dass ich was von Farben verstehe oder dass ich eine Ahnung habe. Sie sind auch von Fach, das freut mich. Ja, also ich bin der Agent, der übrigens da drin, möglicherweise kennen Sie Miss Woodway in Maine, eine sehr erfolgreiche Malerin. Möglich. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich heute verpasst, zur Kunstausstellung zu gehen, von der Sie sicherlich gekommen sind, wenn dann auch über Umwege gelandet sind. Zufall. Nun ja, und war der große Pikmin wieder da? Der große Pikmin war wieder da. Was hat er denn so gemalt? Ist das irgendwie halbwegs interessant oder ist das eher billig? Das ist, ja, also hast schon Besseres gesehen. Es ist relativ einfach, einfallslos. Er hat einfach ein Motiv genommen und das so abgepaust, beziehungsweise so abgemalt, wie es eben halt auch da ist. Teilweise schon so ein bisschen mit Farben gearbeitet, das hast du ja auch erkannt. Aber die Skizze, ja, das ist durchschnittlich. Ja. Na gut. Aber er hat sich wohl bemüht, so ein bisschen eine düstere Szene einzufangen. Ja. Mr. Goldblum, wir brechen dann auf. Grauen erregend, er hat sich selbst übertroffen. Pikmin hat alles, jede Widerlichkeit wieder übertroffen. Henry! Mr. Goldblum! Sie sollten ihn meiden, wenn er mit Ihnen gesprochen hat. Ich weiß nicht, vielleicht
ich sollte nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Plaudern Sie aus dem Nähkästchen, Sie werden bei mir auch für die Ohren finden. Wir sind ja auch nicht der gleichen Meinung, was Ihnen angeht, oder? Ja, ich denke mal, schön, dass Sie auch zwei Ohren haben. Es ist so, dass ich habe vor kurzem mit einem vergleichenden Studium der Pathologie begonnen, also ein Studium über die vergleichende Pathologie. Und jetzt weiß ich relativ viel und habe mir sein Gesicht in letzter Zeit so ein bisschen genauer ansehen können. Und er hat sich verändert. Merkwürdig. Und abgesehen davon, er ist, ich möchte nicht sagen pervers, aber auf jeden Fall extrem, auch was seine Arten beim Fleischer einzukaufen angeht. Können Sie sich das vorstellen? 15 Kilogramm Fleisch, rohes Rind, mit einem Eimer Blutes desselben Tiers. Das ist ja noch viel ekelhafter. Das habe ich gesehen. Und trotzdem, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, was mich dazu bewegt hat, hat er mich in sein Haus eingeladen und ich habe die Einladung angenommen. Ach, das ist... Sie waren schon... dort? Wie bitte? Sie waren dort? Ich war dort. Ich meine, er empfängt hin und wieder mal ausgewählte Gäste. Ich war einer, aber ich musste gehen. Es wurde zu viel. Vielleicht interessiert es Sie, aber das war zu viel. Und deswegen halte ich mich doch lieber an solchen Orten hier auf, die nicht so düstere Szenarien zeigen. Danke, danke. Dann lasse ich mir noch seinen Namen geben, sage meinen und dann verabschiede ich mich. Das war Dr. Reed, ja, der jetzt auch einpackt und auf anderem Wege den Friedhof verlässt. Ja. Ihr seid wieder auf dem Weg zurück zur Untergrundbahnstation. Endlich, Mr. Goldblum, was war denn da jetzt so wichtig? Sind wir nicht schon mal über den Namen Dr. Reed gestolpert? Reed? Nee, seid ihr nicht. Sagt mir nichts. Wobei, ich glaube, da wurde als Mitglied erwähnt auch. Der ist Mitglied im Verein, den habe ich schon gehört. Er hat ein paar interessante Sachen über Pikmin gesagt. Das ist noch viel. Wie kam das Gespräch denn darauf? Naja, ich habe ihn als Maler angesprochen, habe ihm klar gemacht, dass ich was von der Sache verstehe. Dann hat er sofort angefangen, sich über Pikmin auszulassen. Also dieser im Haus von Pikmin, und das scheint noch viel ekelhafter zu sein als alles, was wir vermuten. Pikmin ist ja anscheinend etwas, was man irgendwie nicht los wird, wenn man sich hier in Boston um Kunst kümmert, oder? Naja, er ist brillant und offen wahnsinnig, also pervers. Exzentrisch. Das Wort mit einem großen Wissen. Herrschaften, ich wollte warten. Du bist exzentrisch. Er ist wahnsinnig. Ich bin so bodenständig. Ich wollte warten, bis wir nur noch 10 Ohren zu hören haben. Und Karla macht so leise. Der Griff in den Mantel, haben Sie vielleicht mitbekommen. Ich konnte nicht umhin. Sie haben meinen Onkel bestohlen? Nein. Ich glaube nämlich nicht, dass der Mantel dem Ihrem Onkel gehört. Es war ja auch ein Damenmantel, Carla. Nun, ich glaube auch nicht, dass er es unbedingt einer Dame gehört, denn in der Innentasche des Mantels ist einmal die aktuelle Adresse von unserem Freund Thompson und eine kurze Notiz, auf der steht 17. Dezember, 22 Uhr am Hintereingang von King's Chapel, unterschrieben mit R.U. Pikmin. 17. Dezember, also morgen Abend. Morgen Abend. Pikmin. Sie haben recht, Pikmin ist ja wirklich wie die Pest, die wird mir ja gar nicht los. Ja. Vor allen Dingen hast du ja eine Karte. Meine Güte, ich muss immer auf die Namen gucken. Wood Main, nicht Man, wie ich zuvor sagte, seine Adresse bzw. Anschrift und Telefonnummer in der Tasche. Pikmin, ja. Elena, ich glaube, wir sollten Ihnen das mit der Farbe sagen. Die in der Küche stand eine Schüssel mit unausgewaschenen Pinseln. Das habe ich mitbekommen, ja. Das war keine Farbe. Das war Blut. Und woher weißt du das? Bist du jetzt auf einmal Chemikerin? Das oder sieht Fleischerin? Man. Das sieht man. Das sieht. Ach, ich bitte euch. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass ihr alle möglichen seltsamen Sachen meinem Onkel offensichtlich unterstellt. Nichts unterstellt, aber der Mantel. Also, seien wir mal ganz ehrlich, Moss, der Mantel kann doch nicht Ihrem Onkel gehören, oder? Wieso?
Nun, weil da die Adresse von Liam Thompson ist, die neue, die er anscheinend aber nicht kennt. Er ist ein älterer Herr, vielleicht ist er vergesslich. Aha. Und hat einen schlechten Modegeschmack. Und er soll sich morgen mit Mr. Pigman treffen, das obwohl ist er tatsächlich nichts mit Mannerei zu tun hat. Der Mantelträger, ja, aber ich wollte gerade zeigen, dass es nicht der Mantel des Onkels ist, sondern vielleicht eines Gastes, der überhastet. Welchen Modegeschmack hatte Mr. Thompson? Mantel dort gelassen hat? Ich fand die Farbe irgendwie sehr auffällig. Ja, ich auch. Es ist eine Damenfarbe. Ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Also ich habe mich dann falsch ausgedrückt. Das ist tatsächlich also nicht nur ein Zettel mit der Anschrift, sondern es Plakette. Ist... Es ist so eine Plakette, ja. Mhm. Also es ist auf jeden Fall dem Thompson zuzuschreiben, dieses Kleidungsstück. Hm. Darf ich darauf hinweisen, dass auf dem Bild, was dein Onkel Carla aus der Wand geholt hat, vermerkt war, wie es fortzusetzen sei? Es ist offensichtlich, dass man die Figur ausmalt. Quasi. Also um das nochmal zusammenzutragen, Mrs. Estefan hat uns darauf hingewiesen, dass das Bild ziemlich sicher, das ist aus dem Jahr 1691, also es ist ziemlich sicher von diesem Hexer gemalt worden, dessen Haus das hier ist. Und er hat eine Anweisung hinterlassen, dass das Bild von einer speziellen Person fertiggestellt werden soll. Eine Art Reim. Gar nicht so gute Lyrik, aber ziemlich intensiv. Und zufällig, Moment, ich versuche mich zu erinnern, es war Schweiß und Tränen und Blut. Genau, das kannst du auch nachlesen. Ach was. Entschuldigung. Ich habe es mitgeschrieben. In der Küche liegt Blut. Hat dein Onkel gemalt, Carla? Hat mein Onkel gemalt? Malt dein Onkel? Weißt du das? Nein, vielleicht war er interessiert, aber eure Gesprächsthemen haben sich nie darauf bezogen. Hat er vielleicht irgendwas darüber erzählt, als er seinen Termin bei mir hatte? Nein. Okay. Er hat das strikt geleugnet. Also, wahrscheinlich hat er nicht gemalt. Ich habe ihn eigens angesprochen darauf und er sagte nein. Normalerweise. Warum nicht? Nachdem ich über die Farben gesprochen habe, hat er sofort seine Mrs. Garrett beauftragt, sie zu entfernen. Also, es tut mir leid, Carla, dass ich das jetzt in dieser Deutlichkeit sage, aber es ist ziemlich offensichtlich, dass dein Onkel nicht wollte, dass wir das mitbekommen. Ja, es mag sein, dass mein Onkel geistig nicht mehr gänzlich auf der Reihe ist. Ja. Was passiert denn, wenn er das Bild fertig... Also, ich dann soll er das Bild doch halt fertig malen. Ich hoffe, das Blut war einfach nur aus dem Schlachterladen und dann schmiert er halt drauf rum. Ich will ihm auch nichts unterstellen. Aber ich hatte ein Bauchgefühl. Oh, die Damen. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir zu Hause so ist, aber bei uns malt man nicht im Essen mit Pinseln herum. Ja, nein, das sollte man auch nicht. Aber die Sache ist, selbst wenn, gehen wir davon aus, mein Onkel ist ein verwirrter Mann und er glaubt, dass es irgendetwas bringt, an diesem Bild herumzumalen, dass ein möglicher angeblicher Hexer irgendwann im 17. Jahrhundert dort eingemauert hat, dann wird er mit Blut auf dieser Leinwand rumschmieren. Das war's. War denn das Blut auf der Leinwand? Nein. Also hat er nicht mal an diesem Bild gemalt, sondern einfach getrocknetes Blut an Pinseln gehabt. Vielleicht meint er was ganz anderes. Aber ich muss vielleicht immerhin trotzdem... Vielleicht übt er erst mal. Ich glaube, Blut ist auch nicht besonders gut zum Malen geeignet. Vielleicht sollte ich in den Zusammenhang erwähnen, dass ich gerade erfahren habe, dass Pigman auch mit Blut und Fleisch arbeitet. Vielleicht malt er ja auch damit. Das überrascht mich jetzt tatsächlich erstaunlich wenig. Er ist exzentrisch. Also Achso, bei meinem Onkel ist das total seltsam und verwirrend, aber bei Pigman ist das exzentrisch. Da muss ich mit Moss zustimmen. Das ist doch wohl. Nein, das also ist selbst in meinem Beruf ist es nicht unbedingt gern gesehen, wenn jemand mit Blut malt. Was genau ist Ihr Beruf eigentlich? Danke. Ist Ihr Beruf? Oh, Sie haben meine Karte wohl doch nicht so genau gelesen. Doch, aber ich dachte nicht, dass es ein Beruf ist. Es ist eine Berufung, wenn man so möchte. Mhm. Hatte ich vorhin den Eindruck, dass Sie mir nicht alles erzählt haben über diesen Hexer? Nun, also man erzählt sich viel und schlussendlich kann keiner die Wahrheit wissen, aber ja, es gibt da noch ein paar Sachen. Man erzählt sich zum Beispiel, dass er mal eine Seefahrt gemacht hat und nachdem er dann zurückkam, haben die Prozesse gegen ihn erst richtig Fahrt aufgenommen, die dann ja schlussendlich in seiner Ermordung geendet haben. Eine Seefahrt? Ja, er fuhr mit einem anderen Mann noch nach Australien.
Australien habe ich doch heute auch schon gehört. Mehrfach. Und die Maske, Miss Estefan, Sie haben sich die Maske doch angeschaut. Oder das Bild, wir haben ja eine Zeichnung davon. Konnten Sie damit irgendetwas anfangen? Was für eine Maske? Oh, im Nachttisch war eine kleine symbolische Schamanenmaske. Miss Woodman, Sie haben die Maske doch abgemalt. Richtig. Helene, du hast doch aus durch... Genau, du hast doch... Ja, genau so sah sie aus. Das ist halt der Symbolbild. Ist das nicht das, was du mir auch im Buch gezeigt hast? Ja, es ist das Gleiche. Es ist sehr ähnlich. Ja. Schlagen Sie doch nochmal die Seite auf. Vielleicht steht da ja was dazu. Habe ich das Buch noch oder habe ich das dem Douglas zurückgegeben? Das irgendjemand von euch aber. Du weißt, wo die Seite ist, bitteschön. Ja, ich nehme das Buch. Habt ihr das schon als Text? Das weiß ich gerade gar nicht. Nee, wir haben keinen Text dazu. Okay. Dann mal gucken, wo ich das aufbewahrt habe in meinem Textdokument. Also ich will Ihrem Onkel nicht zu nahe reden mit Miss Moss, aber ich hatte ein Bauchgefühl, ihm nicht die Adresse von Mr. Thompson zu geben. Und nun, da ich den Mantel von Mr. Thompson, also das anscheinend sein Mantel ist, bleibe ich bei diesem Bauchgefühl. Er war sehr interessiert, die Adresse zu bekommen. Ich weiß nicht, warum. Fragen Sie nicht, warum ich das gemacht habe. Nee, möglicherweise, weil er sich fragt, was mit seinem Freund ist. Ja, wenn das Thompsons Mantel ist, ja, dann ist er womöglich auch noch im Gebäude. Wer geht denn irgendwo hin mit einem Mantel und lässt ihn dann dort? Jemand, der in Zorn den Ort verlässt. Wie auch immer, gehen wir jetzt zu der Wohnung von Herrn Thompson? Müssen wir ja wohl machen, aber wir sollten uns wirklich bewusst, ich meine, ich glaube, das passt ja wohl alles zusammen. Offensichtlich versucht Murray, diese alte Geschichte nachzurekonstruieren. Er holt sich die Maske, die aus dem Buch stammt, die zu Australien passt. Er versucht, das Bild fortzuführen. Das ist nicht nur einfach ein, ich möchte ein bisschen herumhalten, der arbeitet richtig intensiv. Hier, ich hab die Seite. Ja, bitte. Das Bild zeigt eine Maske, die Aborigines tragen, um unerkannt unter bösen Geistern und Nachtgestalten wandeln zu können. Es heißt, dass Stammesälteste sogar Kontrolle über andersweltliche Wesenheiten ausüben können, zumindest so lange, wie sie die Maske tragen. Ja, schön. Das ich kann muss dann, diese Maske haben. Das kann jetzt in ein ethnologisches Museum. Nein. Also ich werde mich darum gut kümmern. Worum? Und um diese Maske. Wir gehen jetzt nicht nochmal in die Wohnung meines Onkels und stehlen noch was bei ihm. Also wenn sich vielleicht mal demnächst die Gelegenheit erübrigt, dann könnten wir ja... Das bleibt vielleicht so im Raum stehen. Ihr macht euch auf den Weg. Moment, ganz kurz noch. Ja, das Buch ist ausgeliehen, das haben wir jetzt gesehen, am 11. Steht da auch die Uhrzeit im Eingangsstempel? Nee, im Ausland? Das steht da nicht. Nee, okay. Also das wird wahrscheinlich... Also das muss man wahrscheinlich zu einem bestimmten Datum, aber nicht einer bestimmten Uhrzeit zurückgeben. Also Thompson hat das Buch über Australien ausgeborgt. Und ist dann am selben Tag hierher. Ich wollte gerade wissen, ob davor oder danach. Das heißt so, das weißt du nicht. Thompson hat nach Australien recherchiert, aber Murray hat die Maske. Aber du weißt, dass an diesem Tag, es ist nämlich Samstag, die Boston Public Library erst sehr spät öffnet. Okay, verstehe. Also wahrscheinlich wäre nach einem Teetermin bei dem Denver Murray erst Zeit gewesen, in die Boston Public Library zu gehen an diesem Tag. Damit wäre nämlich die Frage, ist er noch im Haus für mich geklärt? Nein, ich kann ihm nicht folgen. Er war erst bei Denver Murray, hat vielleicht dort etwas mit der Maske erfahren und ist dann ziemlich überstürzt, seinen Mantel hängen lassend, Richtung Library und hat dort das Buch über diese Maske ausgeliehen. Ist dann in die Galerie und hat dort das Buch vergessen. Ohne Mantel im Dezember. Der vergisst ja häufiger seine Sachen irgendwo. Es passt alles irgendwie noch nicht zusammen. Können wir jetzt zu Liam fahren, bitte? Ja. Gut, die Adresse haben wir jetzt doppelt. Ja. Ja. Auch nicht schlecht, ne? Du kannst sie irgendjemand anderem noch geben. Und ihr fahrt nochmal mit der Untergrundbahn. Und ihr seht, als ihr aussteigt, weiter östlich, das ist der Punkt, muss ich mal kurz hochschauen, bei der Karte, wenn sie nochmal eingeblendet werden könnte, der ganz nah bei diesem
Fort-Point-Channel ist, auf der rechten Seite. Also südöstlich auf der Karte. Da ist er wohnhaft, damals wahrscheinlich ein Haus, das dem großen Brand knapp entkommen ist. Und davor aber bemerkt er irgendwie so eine Menschenversammlung, irgendwie so einen Menschenauflauf beim Ausstieg. Und ihr seht nicht viel, ihr geht dann auch weiter, aber an einer Wand ist irgendwie ein blutiger Finger, beziehungsweise kein Fingerabdruck, ein ganzer Handabdruck, der da hingeschmiert wurde. Es handelt sich auf jeden Fall um Blut. Mehr seht ihr nicht, dann geht ihr auch weiter. Sicherlich nur ein Graffiti. Möglich. Warum so viele Leute drumherum stehen, ist nicht klar. Singular übrigens Graffito, möchte ich anmerken. Und damals gab es das noch nicht. Aber du kannst ja auch in die Zukunft sehen. Ja. Ich verwechsel das auch häufig. Richtig, ja. Manchmal ist das eben halt so. Ihr steht vor der Wohnung von Liam Thompson. Da ist tatsächlich auch so ein Klingelschild oder Klopfschild, nennen wir es mal, das ihn als den Besitzer der Wohnung ausweist. Die Tür ist verschlossen. Und in einem Gebäude, das auf jeden Fall baufällig und nicht allzu ja, gut ist, wahrscheinlich Wohnung, also ne, nicht so gute Wohnung hat. Mr. Thompson, wusstest du, dass er so lebt? Ja, Geisteswissenschaftler und finanzielle Einnahmen sind nicht immer gut miteinander verbandelt. Ja, vor der Tür sind außerdem auch noch mehrere Auflagen des Boston Globes. Insgesamt 3 an der Zahl, datiert auf den 16., den 15. und den 14. Dezember. Gut, den nehme ich mir mal und schaue mal auf die Schlagzeilen, ob ich irgendwas über die Mordserie sehe. Ja, tatsächlich. An jedem Tag steht da etwas drüber. Und ja, wenn der Besitzer da ist, dann macht er auf jeden Fall nicht auf. Und bevor mir die Moral wieder entgegenschlägt, hat jemand etwas dagegen, wenn ich die Tür auf meine Art öffne? Oder ist das nicht rechtens bei Ihrem Freund? Gibt es eine andere Möglichkeit? Ich kann nicht sehen, wie Liam den Schaden dann bezahlen soll. Oh, nein. Ich versuche das Schloss zu knacken mit Dietrichen. Sie können Dietriche bedienen. Sie haben ja Dietriche. In der Tat. Mit der Hand. Nein, mit der Hand. Doch, mit der Hand. Wenn die eine Hand beschädigt, oh, vielen Dank, dass Ihnen das aufgefallen ist, dann wird man irgendwann gezwungen, an die dexteriös zu denken, und ich versuche mein Bestes. Aber Sie können mir unterstützen. Sie haben doch bestimmt eine sehr ruhige Hand als Künstlerin. Ich beteilige mich nicht an illegalen Einbrüchen in Wohnungen. Dann müssen Sie das tun? Wohl mit meinem Tremor auskommen. Ja, ich möchte das gerne tun. Okay, dann kannst du ihn unterstützen und du kriegst eine um 20 erleichterte Wurfprobe auf Schließtechnik. Also wir einigen uns darauf, wir halten sie nicht auf, und Miss Woodman und ich haben nichts gesehen. Du bist schon geschaltet. Dann klappt es auch trotz Tremor mit einer glatten 7. Also ihr seht aber tatsächlich, dass ich vorher die Hand massiere und das, was ich öfters mache, bevor ich dann den Moment nutze und... Ja, mit links gelöst. Miss Estefan, wenn Sie mir ganz kurz... Danke. Und die Tür ist unversehrt. Sehr schön. Etwas. Schwingt nach innen auf. Ihr seht eine sehr, sehr schäbige Einzimmerwohnung, die da im verstaubten Zwielicht liegt. Ich ziehe meinen Revolver. Es scheint aber niemand da zu sein. Vielleicht im Bad, das siehst du jetzt noch nicht. Okay, die anderen zucken vielleicht so ein bisschen zurück. Revolver, okay, wo sind wir denn jetzt gelandet? Wenn ich das sehe, werde ich versuchen... Hört ihr mich noch? Mhm. Ja. Mhm. Das ist ja schon klar, dass das jetzt sehr schnell sehr unerfreulich werden kann, was deinen Freund angeht, ja? Wird das nicht. Alles in Ordnung. Wenn der dahergelaufene Ex-Polizeibeamte hier meinen Freund erschießt, dann rufe ich den Vater an. Er hat den Auftrag, ihn zu finden. Er wird ihn bestimmt nicht erschießen. Das ist ein Ex-Polizist. Mit der Hand traue ich dem Mann keine 5 Meter weit. Na, bis jetzt war er ganz kompetent, was das angeht. Na, Gott sei Dank hat er auch gar nicht die Möglichkeit, 5 Meter weit in die Wohnung reinzulaufen. Da steht ja schon alle, und es wird noch enger als eingangs im Salon von Murray. Und da seht ihr nun Folgendes. Einerseits auf einem Tisch ein Zeitungsartikel, und der ist vom 13. Dezember.
daneben mit einer Schere groß ausgeschnittene weitere Zeitungsartikel, die sich scheinbar mit den ersten beiden Mordfällen beschäftigen, also vom 10. und vom 12. Dezember. Am 11. gab es wohl eine Lücke. Und da sind dann auch Punkte eingetragen, zumindest die ersten zwei. Ihr habt jetzt noch die anderen Karten, die anderen Zeitungen da und könnt da dann sehen, wo diese Tatorte, wenn man das so sagen kann, waren. Und ihr seht dann daneben noch einen Zettel. Ich weiß, ich spüre, dass ihr mich sucht, aber leicht werde ich euch es nicht machen. Und jeder von euch wird ebenso scheußlich bezahlen. Blut für Blut, zur Hölle mit euch. Und dann, weil ich richtig Bock hatte, was zu schreiben und euch so richtig mit Exposition in Form von Handouts zu überhäufen, habe ich auch noch ein Tagebucheintrag, beziehungsweise mehrere, die ich in den Chat poste, die jemand von euch dreien vielleicht vorlesen kann, die Mitglied des Chats sind. Und der Rest kann sich dann die Zeitung angucken und sehen, ob es irgendeinen Verbindungspunkt zwischen den einzelnen Tatorten gibt. Da das mein guter Freund ist, lese ich Sachen. Du darfst Tagebücher lesen. Also 13 bis 15 war draußen die Zeitung. Mr. Goldblum, die haben Sie. Ja. Ja, und hier liegt ein Artikel aus 12. Am 11. ist er verschwunden, das heißt, er war am 12. nochmal hier und hat irgendwas Hübsches ausgeschnitten. Und die anderen drei Zeitungen haben ihn da nicht mehr gekümmert. Wenn ich das richtig sehe, haben sie da hier am 13. schon wieder jemanden gefunden. Ja. Können Sie das da mal eintragen? Mordserie, ja. Ich stecke Ihren Revolver wieder ein. Du, Katrin, jetzt muss ich dich schnell auffragen, was weiß ich denn sowas? Hat Elena gute Nerven? Ja, die ist ein bisschen morbide, aber du weißt auch, die geht mit ihrem Papa gerne mal auf Jagd. Gut, dann mache ich mir jetzt noch keine größeren Gedanken. Lass sie einfach mal lesen. Gut. Okay. Und die Zeitungsartikel, die sind, also die neueren, die vor der Tür lagen, die beziehen sich auch auf die Mordfälle. Und zwar einmal in der Cambridge Street im Beacon Hill. Da wurde ein Hausbesitzer in seinen eigenen vier Wänden zerquetscht aufgefunden. Teile von ihm fehlten. Dann wurde eine Frau am Folgetag im Fort Point Channel gefunden, also ganz hier ums Eck. Und dann zuletzt ein Arbeiter der Bostoner Werke spurlos verschwunden im scheinbar Abwassersystem bei Lewis Wharf. Ja, also das hier ist ja wohl kein Mord, der ist zerquetscht aufgefunden worden. Das war ja wohl ein Unfall, oder? Zerquetscht? Ja, das wird ja wohl irgendwelche schwere Maschine gewesen sein. Carla guckt ihm über die Schulter. Schlechter Stil auch noch, der Artikel. Oder Mr. Digger? In so einer Kette wird sehr schnell immer von Mords dann geredet, weil es dann in die Kette von Morden passt, bevor man dazu unverrät. Aber fragen Sie mich nicht, ich war nicht vor Ort. Ich wurde dann nach dem ersten Mord nicht mehr... Ja, das sind ja, wie viele sind das jetzt insgesamt? Kein Wunder, dass sich die Polizei nicht um Thompson kümmert. Ja, natürlich. Wir haben fast jeden Tag einen neuen Vorfall, der zumindest, ich meine, sterben dauernd Leute, aber der zumindest für Aufsehen erregt. Ich war also so ein zerquetscht in den eigenen... Ja, ich auch noch so ein paar Überraschungen von uns, das hätten Sie uns vielleicht früher sagen aber sollen. Aber das sind ja alles unterschiedliche Dinge. Also richtig, hier ist doch kein Muster zu erkennen. Ich sehe da auch kein Muster und auch keine Serie. Aber ich will mal die Punkte sozusagen auf der Karte markieren. Können wir die Karte nochmal einblenden? Wir können die Karte nochmal einblenden. Das ist super. Ich würde dann, genau, also Beacon Hill, dann hier, wie heißt Lewis Wharf und North Point, gibt ja fast schon das Dreieck. Dann noch der Punkt, wo die Dame, der erste Mord passiert ist. Wo war das denn? Park Street, Moment. Park Street. Ich gucke jetzt auch selbst nochmal rein. Das ist Park Street. Das war, jetzt bin ich selbst am Überlegen, beim Beacon Hill bin ich der Meinung. Relativ nah, so tatsächlich beim Boston Common, also ein bisschen weiter südlich. Boston Common, okay. In wie viele Morde gibt es insgesamt? 5 bisher. 5, das heißt, wir haben ein kleines Pentagramm, wenn man es irgendwie so machen will. Und wo liegt King's Chapel?
King's Chapel ist der oberste rote Punkt. Ah ja, in der Mitte von all den Morden sozusagen. Genau, ebenso also wie dieses Haus, das ihr davor aufgesucht habt, von Murray. Murrays Haus, ja. Ja, King's Chapel liegt ein bisschen über Murrays Haus. Ja, genau. Okay, gut. Jetzt kann gelesen werden. Ah, ich bin gemeint. Alles klar. Sein Tagebuch ist irritierend. Als allererstes, Frau Estefan. Sie. Was haben Sie Carlas Onkel zu seiner Zukunft gesagt, dass er Tage für sich brauchte? Das darf ich Ihnen nämlich nicht sagen. Ach, hören Sie auf mit Ihrem Betriebsgeheimnis, Miss Estefan. Nun, also es war eigentlich eine recht einfache Sitzung. Er hat ein paar Fragen gestellt, ich habe ein paar Antworten gegeben und dann hat er hat mich gefragt, ob er in seinem Rollstuhl für sein Leben lang sein würde. Und was haben Sie ihm geantwortet? Sie ist doch keine Medizinerin, warum machen wir das überhaupt? Also ich habe es natürlich nicht aufgeschrieben, aber prinzipiell habe ich gesehen, er wird eventuell über seine Barrieren hinauswachsen. Ich habe nicht genau gesehen, was für welche. Wie können Sie denn einem alten Mann im Rollstuhl so etwas sagen und ihm eine Hoffnung auf ein medizinisches Wunder machen, das vermutlich nicht kommen wird? Das ist doch verantwortungslos. Nein, ich habe ihm nur die Wahrheit gesagt. Kannst du mal genau sagen, was du ihm vorausgesagt hast vielleicht? Also ich versuche mich zu erinnern. Die Wahrheit? Also ich habe gesehen, wie er war ein Phönix und er ist aus der Asche gestiegen und einige Wunder, an die er jetzt noch nicht glaubt oder damals, die werden eventuell ihm über seine eigenen Grenzen hinaushelfen und dann habe ich noch gesehen, wie er einen Goldschatz findet und er hat sich mit ihm kombiniert. Okay. Also ich ahne, warum er Tage für sich brauchte, um angemessen zu bereuen, Geld dafür ausgegeben zu haben. Ich bin jetzt gerade, ich dachte, das wäre das Tagebuch von Thompson. Carlas Onkel ist drin. Warte. Warte, ich kenne diesen Mann nicht. Einen Moment. Fangen wir mal an. Am 30. November gibt es ein paar Einträge über seine Oma, seine Großmutter. Ich glaube, Mr. Diggory hat mit der Sybil gesprochen. Akzeptanz, ja, so. Ach, Privatkram. Interessant wird es ab dem 2. Dezember. Offensichtlich hat Liam sich mit den Bostoner Hexenprozessen auseinandergesetzt. Und mit Fokus auf den Fall von Houston. Der ist wohl nachts damals, hat er versucht, in ein Beinhaus auf dem Granary Friedhof einzudringen. Und da wurde dann Lynchjustiz ausgeübt. Und offensichtlich ist das der Friedhof gegenüber vom Haus von Carlas Onkel. Und Liam bereut sehr, dass er ihn nicht vorwarnen konnte. Auch steht hier, er wartet seit 2 Tagen schon auf den Rückruf von Murray. Ich lese einfach mal vor, das ist einfacher. 4. Dezember. Ich habe mich erkundigt und es gibt keine Hushtons mehr in Boston, so wie ich es erwartete. Mit Angus als dem letzten Namensträger seiner Familie erlosch die gesamte Linie, aber es könnte Verbindungen zu einer anderen alteingesessenen Familie in Salem geben. Und das bringt mich auf den Gedanken, aber ist die Welt wirklich so klein? Liam schweift oft ab. 5. Dezember, tatsächlich, auch noch im selben Verein. Manchmal scheine ich wahrlich Glück zu haben. 7. Dezember, ich war gestern nicht in der Lage zu schreiben. Mit Pickman, der mich nicht ablehnte wie viele, die mir zuerst begegnen, kam ich endlich ins Gespräch über Bostons Vergangenheit. Er bot mir an, für Inspiration mit in sein Haus in der Dartmouth Street am Copley Square zu kommen. Was ich dort sah, ich wünschte, ich hätte niemals eingewilligt, ihn zu begleiten. Ohne eine meiner vorbereiteten Fragen gestellt zu haben, rannte ich aus dem Haus. Endlich verstehe ich, was Dr. Reed meint. Oh, ich hoffe, es wird trotz der hohen Wahrscheinlichkeit kein zweites Aufeinandertreffen im Verein geben. Ich bekomme das Bild von Boston, wie es einem gewaltigen Bienenstock gleicht, nicht aus dem Kopf. Jetzt habe ich Albträume von Dunkelheit, Gewalt und Blut.
8. Dezember, ich habe sie gefunden. Sie sind überall, großer Gott. 9. Dezember, Grandpa Sibyl gab mir Geld. Ich kaufe mir eine Waffe. Es muss sein. 10. Dezember, endlich erreiche ich Denver. Er sagt, er hätte ein wenig Zeit für sich benötigt, nachdem ihm, Zitat, eine sehr hässliche mexikanische Wahrsagerin die Zukunft vorhergesagt hat. Nur deine Tarnung. Natürlich. Ach, das ist... Können wir weitermachen? Ein Stück ist noch da. Nach irgendwelchen Abrissarbeiten in seinem Haus brauchte er nun meine Hilfe als Freund und Kunsthistoriker. Ich sagte zu, morgen noch vor meinem Besuch bei Grandpa Sibyl zu ihm zu kommen. Was, wenn er einen dieser Eingänge entdeckt hat? Damit hört es auf, am 10. Dezember. Und was hat der denn geschnüffelt? Also ich sage das ungern, Elena, aber ich fürchte, dein Freund ist wahnsinnig. Wahnsinnig. Also er hat ja auch mit diesem Dr. Reed gesprochen, ja? War das nicht der, den wir auf dem Friedhof gefunden haben? Ja, ach stimmt, natürlich. Ja, klar, Dr. Reed sagt, er war bei Pickman zu Hause. Das war widerlich. Offensichtlich hat Pickman das anschließend im Verein erzählt und daher wusste es... Wieso kennt Thompson? Liam Thompson war ganz, schreibt doch da, er war bei Pickman und hat dort etwas Furchtbares gesehen. Aber dann redet er von Insekten? Bienen? Von also, Bienen, ja. Also, Albträume. Er hat Albträume. Ja, also da müsste man vielleicht genauer nachlesen. Also er bekäme das Bild von Boston, wie es einem gewaltigen Bienenstock gleich nicht aus dem Kopf. Ja, er hatte Albträume. Er hatte Blut und Wahnsinn und... Aber Liam war nie so empfindlich. Ich glaube nicht, dass ein bisschen Rinderhack und Blut ihn aus dem Konzept bringen konnte. Ich und sage, alles dreht sich um diesen Pickman. Der ist gerade immer noch auf der Vernissage. Wir haben jemanden, der auch mit einem Delirium Tremens immer noch offensichtlich die Schlösser knacken kann. Und wir haben jetzt schon genügend unfeine Dinge getan. Schlägst du vor, dass wir bei einem der bekanntesten Künstler Bostons einbrechen? Ja. Ja, es könnte auf jeden Fall interessant werden, dieser Besuch. Ich bin dabei. Sieh das Ganze als sehr aktive Recherche. Da kannst du sicherlich auch was für deine Kunst rausziehen. Interessant, aktive Recherche. Das ist... Also, Elena, als dein Agent kann ich dir da wirklich nur abraten. Ich meine, wenn das herauskommt, das... Wir sind außerdem eingeladen bei Pickman. Ah ja, das ist ein interessant. Ach, stimmt. Der widerliche kleine Kerl will ja auch noch, dass man bei ihm vorbeikommt. Ja, dann müssen wir hier nicht mal irgendwo einbrechen. Wann hatten wir nochmal diesen Termin? Wieder anscheinend. Ich trage sehr hohe High Heels. Er ist klein für mich. So. Ja, er hat sich nicht sehr deutlich ausgedrückt. Ich glaube, das war eine relativ allgemeine Einladung. Also jederzeit, unverzüglich. Ja, dann gehen wir da hin und nehmen diese Einladung an. Entscheidet jetzt ihr alle, wenn ich eingeladen bin? Nun ja, Mr. Reed war auch eingeladen und Mr. Thompson war auch eingeladen und beide... Es haben ja auch alle entschieden, dass bei meinem Onkel Dinge mitgenommen werden und Sachen durchsuchen. Das war ja nicht sein Mantel. Nochmal. Und auch nicht seine Adresse. Übrigens, Digger, ich möchte ihn ja nicht als Kriminalist widersprechen, aber so wie es für mich geklungen hat, stimmt Ihre Theorie nicht. Offensichtlich ist Thompson zuletzt zu Murray gegangen. Und abgesehen davon... Naja, also das ist das falsch. Also, nee, es hat ja auch die euch ursprünglich auf Denver aufmerksam gemacht hat, also auf Denver Murray. Die hat ja auch gesagt, sie habe ihn vor ein paar Tagen das letzte Mal gesehen. Das heißt, er war auf jeden Fall nicht zuletzt bei Murray. Natürlich ist er da weggegangen, scheint aber in Hast seinen Mantel dagelassen zu haben. Ja. Dieses Tagebuch ist ja auch seit dem 10., also noch vor seinem Verschwinden, nicht weitergeführt worden. Ja. Alleine. Dann triff du doch die Entscheidung. Gehen wir jetzt zu Pickman oder was machen wir? Wir waren doch gerade auf dem Stand, dass Pickman noch auf der Ausstellung ist. Sollen wir nicht dort ansprechen? Zur Rede stellen. Oh, das wisst ihr nicht. Es ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Könnte auch inzwischen zu Hause sein. Also notfalls guckt man da eben halt. Oder geht zur nächsten Telefonzelle. Wenn es wieder gibt. Also anscheinend hat Liam Thompson ja auch gewusst, ich meine, der letzte Satz ist, was, wenn er einen dieser Eingänge entdeckt hat? Ein Eingang war da nicht. Nein, aber... Es war ja mehr ein Durchgang, richtig? Gut, aber er wusste, dass irgendwelche baulichen Besonderheiten in diesem Hexenhaus verborgen sind. Wieso wusste er das? Keine Ahnung.
Aber es steht in seinem Tagebuch. Er hat sich mit den Hexenprozessen damals auseinandergesetzt. Haschenhaus, ist... ja. Also der Denver Murray hat ja gesagt, er habe irgendwelche Abrissarbeiten durchgeführt und das hat Thompson halt mitbekommen. Das wurde Thompson erzählt von Murray und das war auch Beweggrund dafür, dass Thompson bei Murray ja quasi eingeladen wurde. Okay, das hatte nur uns Diggory noch nicht mitgeteilt, deswegen wollte ich das gerade noch mal rauskitzeln, rollenspielerisch. Ach, okay. Genau, ich habe es nur aus dem Buch, jetzt aus dem Vorlesen, erschlossen. Also das heißt, dass Murray vielleicht gar nicht versucht hat, das Bild zu finden, sondern dachte, es wäre ein Eingang? Nee, das kann er nicht gedacht haben. Also dieses Bild, also er weiß ja, was auf der jeweiligen Seite des Raums ist. Also der Mauer ist. Er weiß, hinter dem Salon ist das Schlafzimmer, hinter dem Schlafzimmer ist der Salon. Er hat auf jeden Fall nicht versucht, einen Eingang zu finden und wahrscheinlich wirklich einfach versucht, sich mehr Platz zu verschaffen, um den Weg über den Flur zum anderen Zimmer jeweils auszusparen. Nee, mit den Eingängen muss irgendwas anderes gemeint gewesen sein. Ja, was tut ihr nun? Ja, ich schaue immer noch abwartend Elena an. Dann gehen wir zu Pikmin. Ich kann mit so viel Druck nicht umgehen. Gut, ihr macht. Tut mir leid, Henry. Du hast ja die Karte. Und ich habe nur gerade Gedanken. Also, wir sollten uns auf jeden Fall nicht erwischen lassen. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass du wie irgendeine Bewundererin vor seinem Haus wahrgenommen wirst. Ich meine, du bist Klassen über ihm. Sehe ich aus wie eine Bewundererin? Ich spreche doch nur von Berichterstattung. Dafür haben wir Carla mitgenommen. Ja. Ja. Ja, nun ihr gut. Seid vom Haus. Also dann gehen wir jetzt zu dem Mann mit den genau. 15 Kilo. Wir sind vor dem Haus. Rindfleisch verarbeitet hat und genau. Und die letzten beiden Besucher sind verstört aus seinem Haus gegangen. Da gehen wir jetzt hin. Fantastisch. Ja, es ist aber in einem recht guten. Also es ist Meilen schöner als das, was ihr jetzt von Murray gewohnt wart. Es ist ein relativ moderner Bau, prunkvoll. Man sieht, er hat schon so den ein oder anderen Taler verdient und da auch reingesteckt in den Bau. Und es brennt auch Licht in einem der Zimmer. Also er scheint zu Hause zu sein. Letzte Anmerkung. Da lag dieser Zettel von Thompson. Da stand drauf, irgendwas wie, ihr werdet mich nicht finden. Und wir werden alle bezahlen, wenn er uns meint. Jedenfalls jemanden, der sucht. Wieso sollte er uns meinen? Weil er davon wissen, Miss dass Moss. Wir in seiner Wohnung Miss sein werden. Vor wenigen Stunden habe ich auch nichts über australische Traummasken und Blutbilder und anscheinend ist Mr. Thompson ja auch noch besessen von den Morden, die gerade hier... Moment, und er hatte in dem Tagebuch noch diesen einen Satz. Wie war das, Elena? Was hast du vorgelesen? Sie sind überall? Sie sind überall, ja. Er hat sie gefunden. Offensichtlich hat er sie gesucht. Mehr hat er nichts davon erzählt. Wer auch immer sie sind. Und gleichzeitig träumt er von Bienenstöckern. Boston als Bienenstock. Also sehr geschickt. Bienenstock ist ja wohl das harmloseste. Hätte auch als Schlachthaus klar träumen können. Ja, Träume sind abstrakt. Nicht so wie seine Kunst, die ihr schon seht, als er euch die Tür öffnet. Und ja, die da euch schon den ersten Schauer über den Rücken jagt. Sie, Miss Woodmain, haben ja ordentlich viel Besuch mitgebracht. Entschuldigen Sie die späte Störung. Große Künstlerin, große Entourage. Nun, dann möchte ich Ihnen natürlich nicht den einen Blick in die Abgründe der Seele verwehren. Treten Sie doch ein. Carla verdreht ein bisschen die Augen bei der allgemeinen Dramatisierung des Künstlers. Ja. Was für ein arroganter Nebuchant, sage ich zu Elena. Das ist ein was? Exzentriker. Zustimmung Exzentriker. Meinerseits. Was ist ein Nebuchant? Wissen Sie, das ist jiddisch und heißt jemand, der sich für deutlich klüger hält als andere. Das ist ein großartiges Wort. Sie holt den Block raus. Nebuchadnezzar. Ja. So.
was denken Sie? Und ihr seht tatsächlich, hier gibt es so ein paar Federtusche-Skizzen. Er hat tatsächlich seinen Wohnbereich scheinbar schon als Galerie ja, aufgebaut. Überall schrecklich. Ihr seht tatsächlich, er musste dieses Gemälde Leichenfresser beim Fraße wirklich mitnehmen. Das hängt jetzt da auch zwischen Bildern, die vielleicht nicht ganz so künstlerisch sind wie dieses, aber die genau das Gleiche halt zeigen. Und ihr seht diese Wesen, die stark von übergeneigt sind, in verschiedenen Stadien, die sich dem Menschsein leicht ähneln, kann man sagen. Ja, das ist es, was ich Ihnen, aber vielleicht auch mehr Menschen zeigen sollte. Bisher habe ich immer nur mir diese Leute mit Bedacht ausgewählt, aber es scheint, es wäre ganz gut, um zu sehen, wie die Welt reagiert. Was empfinden Sie dabei? Repetitives Motiv möchte ich anmerken. Ich empfinde dabei den Drang, einen Waschraum aufzusuchen, den finde ich. Den finden Sie dort, zur Linken, bitte. Worauf in Gottes Namen sitzt diese Kreatur? Das ist doch... Schauen Sie doch genauer hin. Ja, nur keine Angst. Entspricht das nur Ihrer Fantasie? Da pickt man nicht eben nicht. Ich weiß, dass Sie 15 Kilo Rindfleisch gekauft haben und ich kann die hier sehen. Ah. Oh, Reed hat Ihnen das erzählt, nicht wahr? Dr. Reed, Entschuldigung. Ich habe mitnichten das zumindest nicht direkt in mein Bild eingearbeitet. Wo kommen wir denn da hin? Nein. Nein, nein, ich... sagen wir Hunger. Das sollte Ihre Antwort sein. Ja, mich freut es, dass Sie scheinbar schon geforscht haben. Aber viel kann es doch nicht sein, was Sie herausgefunden haben, nicht wahr? Schließlich kennen Sie noch nicht meine... Sollte ich sie Ihnen zeigen? Weitere Galerie. Sie scheint ziemlich abgebrüht zu sein. Wissen Sie, die letzten zwei Gäste, die ich hier empfangen habe, haben das Haus verlassen und das recht fluchtartig. Bei Ihnen fünf sehe ich das verschwunden, nicht. Mr. Pigman. Ja, Thompson, darüber sprachen wir bereits. Live, wie sieht denn das aus? Wie grausam sind denn diese Bilder? Sollen wir auf Stabilität würfeln? Oh, das habt ihr noch nicht gemacht. Ich finde, das ist eine gute Idee. Jetzt in Kombi mit Leichenfresser beim Fraße wird es Zeit für den ersten Stabilitätswurf des Abends, ja. Okay. Geschafft. Danke für den Hinweis. Ich finde es gut. 40 läuft, ja. So. 43. Also die es nicht schaffen, verlieren 2 Stabilitätspunkte pauschal. Die es schaffen? Und die anderen haben es so geschafft mit den Nerven. Ich schätze sie als relativ keine wenig Verluste? Zimperlich ein. Okay. Keine Verluste. Ich kann auch mal Stabilität kommt von der Intelligenz. Nee, das ist ein eigener Wert. Das ist ein eigener genauso Wert, wie dein Mana-Wert. Genau, Mana. Der ist an Mana gekoppelt für den Start. Ah, stimmt, der hängt an Mana. Gut, dann du kannst ja erstmal 0 oder 2 aufschreiben. Dann ist 76 zu hoch. Ja, das ist zu hoch, ja. Das ist zumindest sehr wahrscheinlich, ja. Ja, man gerät schon ins Schwitzen. Er merkt das nicht. Er hat sich jetzt erstmal so den anderen zugewandt. Sie haben sich das nicht ausgedacht. Es ist manchmal schwer, sich ein Gesicht einfach nur auszudenken. Ja. Aber was? Sie müssen damit erstmal nichts andeuten. Sie haben ja noch nicht alles gesehen. Es gibt noch mehr? Nun ja. Es gibt gewisse Dinge, die kann man weder in der Newbury Street zeigen, noch hier. Dinge, die ich mir hier auch noch nicht mal vorstellen könnte. Der geeignete Ort für ein weiteres Atelier mit weitaus drastischerem wäre wohl das North End. Ja, die richtige Gegend. Hier lebte und fühlte und starb man jahrhundertelang. Hier verfolgte man die Hexen. Und wissen Sie eigentlich, dass es 1632 eine Mühle auf dem Kopsel gab und die Hälfte der Stadtstraßen vor 1650 erbaut wurden? Ja, das ist der angemessene Ort für einen Künstler. Ich kann Ihnen Häuser zeigen,
die standen schon so lange. Die sahen Dinge, die die modernen Häuser zu Staub zerfallen lassen würden. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Denken Sie, die Hexenprozesse von Salem waren Aberglauben? No, Senor. Mit Sicherheit nicht. Selbstverständlich war das Aberglauben. Nein, nein, Mr. Golding, das war wirklich passiert. Was? Es sind auf jeden Fall tatsächlich Leute hingerichtet worden. Ja, natürlich. Und ausgerufen und von Steinen zerquetscht. Ja, ja, aber so eine Hysterie? Ich meine, vielleicht war in Salem ja auch keine Hexe unter all den Unschuldigen, die es zweifellos auch gab. Aber was ist mit den Bostoner Hexenprozessen? Was ist zum Beispiel mit einem Angus Hushton? Hat der einfach nur, war der zum falschen Zeitpunkt, zum falschen Ort, mitten in der Nacht auf einem Friedhof? Was wissen Sie über Hushton und was hat das mit einer Maske zu tun? Sie haben also doch noch nicht so tief geforscht. Nun ja, Hushton. Der wurde ziemlich großspurig, als er wieder zurückkam aus fernen Ländern. Was sagte er nochmal? Er sagte, er habe Wege gefunden, in einem eigens erdachten Reich in seinen Träumen der Herrscher zu sein. Und er gedenke, mittels Hilfe von unlauteren Methoden mehr Kontrolle über das Diesseits zu haben. Und insofern wollte er das Diesseits mit dem Jenseits, das er sich erdachte, verbinden. Das schrieb er in Schriften. Es kam erst viel später vor ein nachträgliches Gericht und befand, dass der Lynchmord rechtens gewesen wäre. Dieser Senior Hushton, der war also selbsterklärter König eines Traumreiches und er wollte so ein, ich sag mal, ein Reich auch auf der realen Welt. Er wollte die Welten miteinander vereinen. Ich höre mir das nicht länger an. Sie können das doch nicht ernst nehmen. Ich bin mir relativ sicher, dass Sie haben mich jetzt gefragt hinsichtlich Hushton. Offensichtlich nimmt er das ernst, aber das ist doch, muss ich schon drüber zu erleben. Entschuldigung, Künstlergeschwafel. Sie volle Zustimmung. Erzählen Sie mehr über diese Maske. Ich weiß nichts über bestimmte Details, aber er trug diese Maske und man sagte, und das sagen mehrere Augenzeugenberichten, er tanzte auf den Gräbern, nachdem er aus einem Grabmal hervortrat und sein weiterer Schatten der Nacht bei ihm gewesen, die sich seinem Tanz anpassten. Wer war das bloß, der da mit ihm tanzte? Nun ja, es wird langsam spät. Wir, wenn Sie Interesse haben, sollten bald aufbrechen. Und das aber nur, wenn Sie wirklich nicht zimperlich sind, ins Nordend zu fahren. Ich bin in der Zwischenzeit mal näher an die Bilder rangetreten. Ist es Ölfarbe? Das ist Ölfarbe, ja. Erstmal, du hast ja eine Gelegenheit gesucht, dich zu erleichtern. Moth, kannst du, also möchtest du noch irgendetwas anderes tun? Miss Moth? Ich habe nicht gesagt, dass ich... Sie ist wiedergekommen, das war alles. Sie. Ja, aber wenn ihr eben dabei was Verdächtiges auffällt, so, aber sie ist ein bisschen zögerlich, jetzt tatsächlich irgendwie in dem Haus suchen zu gehen. Und sie ist ja jetzt auch schon wieder da, das heißt wir. Ja, okay, ja, stimmt. Nee, so, dann nicht. Wobei, du hast gesehen, dass im Badezimmer der Spiegel zersprungen ist, als hätte jemand mit der Faust mitten hineingeschlagen. Ja, das ist immer ein gutes Zeichen für die geistige Gesundheit einer Person. Nun, es geht auf 9 Uhr abends zu. Ich reiche Henry ein parfümiertes Taschentuch, was er sich vors Gesicht halten kann, weil er sieht ganz schön grün um die Nase aus. Mr. Pickman, warum wollten Sie sich morgen Abend mit Mr. Thompson treffen? Oh, wir haben diesen Termin vor längerem abgemacht. Aber er war einer derjenigen, das wissen Sie ja, die dieses Haus hier besucht haben. Mhm. Und er war recht schnell wieder bei der Tür. Und
wir sprachen dann nochmal und er entschuldigte sich und sagte, er habe Informationen und brauche ebenfalls Informationen. Und das habe etwas damit zu tun, dass ich diese Bilder gemalt habe. Nun, er wird morgen nicht kommen, nicht wahr? Das wissen Sie. Er ist doch verschwunden. Ich hoffe, dass er kommt. Wer weiß, vielleicht tut er es ja. Woher haben Sie denn diese Informationen? Von einem anderen Herrn, den er besucht hat. Nun ja, wollen Sie nun... Mich geht das ja nichts an. Meinetwegen, solange Sie nicht auch mit erscheinen. Wir haben jetzt einen Termin und nicht morgen am 17. um 22 Uhr. Ja, wollt ihr noch irgendwie was tun für diesen Tag? Oder also wollt ihr mitkommen oder nicht? Es bleibt euch soweit überlassen. Ich hätte kein Interesse, dem Verrückten noch eine Minute zuzuhören. Okay, das heißt, du gehst nicht mit? Nein. Was ist mit anderen? Elena wäre morbid genug, um sich das weiter anschauen zu wollen. Dann wäre Carla auf jeden Fall dabei. Möglicherweise führt er uns jetzt zu irgendeinem Ort, wo er seine Opfer versteckt hat oder Körperteile, die er von irgendwelchen Leuten abgeknibbelt hat oder sonst was. Und das wäre eine echt gute Story. Wobei, er hat Bilder mit Mordopfern. Wir sprechen also darüber, jetzt bei Einbruch der Nacht in etwas zu gehen, was Pigment selbst als das schlimmere Atelier bezeichnet. Mhm. Es geht hier um Bilder, Henry, um Bilder. Nein. Also wenn die Diskussion auch läuft, geht Carla kurz rüber und händelt mit ihrer ganzen Ausrüstung und legt vorsichtig eine Hand auf Douglas Arm. Entschuldigung. Ja. Nein, was? Nehmen Sie auch Aufträge zum Personenschutz an? Sie meinen das wirklich ernst? Also ich halte nichts von diesem Hokuspokus. Ja, ich auch nicht. Bin ich ganz offen. Aber ich bin mir sicher, dieser Mann ist gefährlich. Ja. Und dennoch wollen Sie... Und ich hätte da gerne jemanden dabei mit einer Waffe, der vielleicht auch damit umgehen kann. Wie viel? Nein, das gehört ja zu meinem Auftrag. Vielleicht hat er ja was mit Thompsons Verschwinden zu tun. Dann machen wir ab, sollte es nichts damit zu tun haben, bin ich für ihre Unkosten und Aufwandsentschädigung und dergleichen verantwortlich. Ei. Danke. Gut, dann warum nicht? Dann gehen wir doch zu diesem fantastischen Atelier, Mr. Pigman. Willst du da wirklich hingehen, ne? Ja. Ich lass dich da nicht alleine hingehen. Du musst dir keine Sorgen machen, Henry. Doch. Das sind Sätze, die man gerne hört. Nun ja, dann... Wollen wir doch aufbrechen. Lassen Sie uns mit der Untergrundbahn fahren. Wir können Richtung Battery Street fahren. Genau, da könnten wir auch aussteigen. Von da aus ist es dann auch nicht mehr weit. Nebenbei bemerkt, wir spielen jetzt 3 Stunden. Mhm. Ist es für euch in Ordnung, wenn wir noch ein bisschen weiterspielen? Wie weit sind wir denn? Was? Genau. Ja, wir sind relativ weit. Es kommt darauf an, wie viel jetzt ausgespielt wird. Aber es könnte noch eine Stunde dauern. Ist das soweit in Ordnung für den Rest? Mhm. Ich weiß nicht, ob es von eurer Seite irgendwie einen Zeitplan gibt. Nö. Okay. Mari, du entscheidest das. Du hast schon den ganzen Tag den Stream gemacht. Ansonsten können wir, ich weiß, viele von euch sind schon länger dabei. Dementsprechend, ich möchte nicht, dass ihr am Ende alle in den Latten hängt. Ansonsten kann natürlich auch ein bisschen gerailroadet werden. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist deine Chance. Ich rede dir nicht in deinen Zeitplan rein. Also ich sage immer, dass die ideale Zeitdauer für ein Let's Play-Abenteuer bei 3 Stunden oder drunter liegt. Hm. Weil ich glaube, alle merken, dass jede Person hat eine gewisse Zeit, die man über Technologie kommunizieren kann und dann wird es anstrengend. Das ist einfach nur die Sache. Also ich würde vielleicht sagen, ein bisschen beschleunigen, aber wenn es Dinge zu sehr kaputt macht. Ich werde nur vielleicht jetzt tatsächlich ganz kurz das machen, was mein Charakter eben gemacht hat. Ich bin sofort wieder da, während ihr U-Bahn fahrt. Da würde ich mitmachen. Wir fahren mit der U-Bahn und gehen dann schon mal in die Galerie. Ja, bitte geht's jetzt aufs Klo.
Sehr gut. Können wir weiter spielen? Im Gegensatz zu einer Darstellung, dass ich am Rande meiner Nerven bin, eine Stunde finde ich eine gute Perspektive. Ja, sehr, sehr gut. Okay, alles klar, das kriegen wir hin. Cool. Ja, ihr fahrt dann also los. Wir beschleunigen das ein bisschen. Ihr steht irgendwann wieder von euren Sitzbänken auf. Ja, Diggory schwankt ein wenig und ihr taumelt die inzwischen schon mondbeschienene Straße rauf. Ihr werdet durch ein Gewirr zahlreicher Gassen geführt. So nach und nach verlieren auch die Ortsansässigen wie Diggory, der vielleicht schon mal hier war für den einen oder anderen Fall, die Orientierung. Und ja, dann steht ihr irgendwann vor einer furchtbar wurmstichig aussehenden Tür. Pikmin sperrt auf und gibt euch ja den Blick auf ein Zimmer frei, das ehemals wahrscheinlich sehr schön gewesen war. Ja, mit Holz. Die Gegend ist natürlich viel gruseliger geworden, oder? Es. Das West, was war das? East End und West End? West, nee, Quatsch. North End. North End. North End, hier, ja. Hier hängt so das Gesocks rum, das sich hinter teils vernagelten Fenstern verschanzt hat. Okay. Ach, wir sind jetzt im Nordende von der Bucht, das heißt, wir haben das Meer draußen und das sind die billigen Hafengebiete sozusagen. Genau, da okay. Ne, sind die Piraten damals an Land gespült worden. Ja. Wie sieht denn die Mexikanerin so aus? Wie hält sich denn die? Also, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich habe meinen Stabilitätswurf geschafft. Also, die wirkt so, als ob sie das nicht weiter berührt, oder? Naja, sicherlich hat das Eindruck auf dich gemacht, aber dann nicht den negativsten, dass du jetzt großartig am Zittern wärst. Also Duck ist auch nicht am Zittern, bis auf die Hand, aber mit Blick immer zu Goldblum und zu den Damen. Also Goldblum merkt vielleicht, dass der Griff immer wieder dahin geht, wo vorhin auch der Revolver gesessen hat. Also das hat Goldblum nicht bemerkt, weil Goldblum zu seinem eigenen Entsetzen feststellt, dass er immer häufiger zu Estefan hinüberschaut und sich danach zu orientieren, was er macht. Das findet dann natürlich überhaupt nicht cool. Aber ja, bitte seien Sie, während er die Tür öffnet, nicht allzu verunsichert. Ich habe mich ein wenig gehen lassen. Und dann offenbart er euch tatsächlich den Vorraum der Hölle. Ihr seht, er hat durch seine bloßen Pinselstriche ein dämonisches Feuer, wahre Albträume in diese Welt gelassen. Man sieht den Gallows Hill, da stehen Wesen in einem Halbkreis um eine erhängte Hexe herum, deren Gesicht stark, die Gesichter stark ähneln. Dann sieht man diese Wesen nachts in ja, Gebäude springen durch die Fenster oder schlafenden auf der Brust, ja, hockend ihre Kehle würgen. Was? Wir sind jetzt im North End in seinem kleinen Atelier und sehen gerade... Kunstwerke, die beschrieben werden. Höllische Kunstwerke. Aber diese Reaktion, die kann ist auch durchaus gerechtfertigt. Katrin, du bist stumm. Ja, ich weiß. Gut, dann ist es jetzt auch in Character. Was ist das? Ich glaube, Katrin ist zu hören. Gott! Ihr könnt alle nochmal auf Stabilität wirken. Oh Gott. Magst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, weil wir haben jetzt nur die entsetzten Reaktionen und den letzten Teil des Satzes mitgekriegt. Das ist genauso gegangen. Wir standen praktisch plötzlich drinnen. Das es ist nicht die letzte Beschreibung vielleicht. In der Hölle standen wir. Ja, ein Gemälde trägt, ihr könnt alle gerne mal auf Stabilität werfen, wenn ihr es nicht schafft, ein W4 abziehen. Ein Gemälde trägt den Titel Die Lektion. Darauf ist ein kleines Kind abgebildet. Und um das formt das abscheuliche Pakt namenloser Hundewesen einen kauernden Halbkreis und bringt diesem Kind offenbar bei, sich auf ihre Weise zu ernähren. Von solchen Bildern, in denen Kinder von diesen Wesen beeinflusst werden, gibt es mehrere. Und plötzlich erkennt ihr zwischen all den Abstufungen vom Menschlichen zum Nichtmenschlichen eine sardonische Verwandtschaft und Entwicklung. Und ihr merkt, die Monster haben sich aus Menschen entwickelt. Auch dann seht ihr wieder ein anderes Gemälde, da eine uralte puritanische Inneneinrichtung, Wandteppich und Fenster wirken unglaublich alt. Der Vater liest aus der Heiligen Schrift vor, alle versammelten Gesichter zeigen aufrichtige Frömmigkeit und tiefen Glauben. Nur ein Gesicht spiegelt den Hohn der Hölle wider. Es ist ein junger Mann, zweifelsfrei der älteste Sohn und unmissverständlich zu erkennen als einer dieser Wechselbälger,
als Verwandter der unreinen Wesen wahrscheinlich damals in die Kinderwiege gelegt worden. Und aus einem Anfall oder in einem Anfall von Ironie hat Pikmin ihm seine eigenen Gesichtszüge gegeben. Nun, ich bin jetzt verwirrter als vor der Beschreibung. Also ich habe 3 Stabilitätspunkte verloren und dann sind ein krankes Schwein, Pikmin. Sie vergehen sich hier gegen alles, was heilig ist. So etwas darf man nicht. Ach, das ist doch lange her. Das ist doch lange her. Es sei denn, ich meine, möchten Sie das Nebenzimmer sehen? Senor, was werden wir in diesem Nebenzimmer denn erwarten können? Naja, diese Bilder hier offenbaren Ihnen, was in der Vergangenheit passiert ist. Das ist eine Dokumentation, die Sie hier malen. Das, was man sich erzählt in diesen Gassen, hörte man flüstern und man vernahm es. Und Mund-zu-Mund-Kultur machte das zu einer Legende, was Sie hier sehen. Ja, aber vielleicht ist es passiert. Denn was sind Geschichten anderes als... Hören Sie auf zu sprechen, als ob wir beim 5-Uhr-Tee wären. Ich bin ein Künstler nicht der Worte, sondern der Bilder. Lassen Sie diese sprechen. Sie haben vollkommen recht. Sie waren doch noch nicht mal in dem Hustenhaus drin, oder? Sie wissen gar nicht, was da drin ist. In dem Haschtenhaus? In dem Haschtenhaus. Nein, da war ich nicht drin. Das sieht man an Ihren drittklassigen Bildern. Na, ich habe ja noch die Möglichkeit, Ihnen mit weiteren Bildern zu zeigen, dass es auch anders geht. Sie haben das Thema verfehlt. Was ist denn noch an... Ich will das gar nicht. Lena macht sich eine Zigarette mit Spitze an und sagt, ich will das sehen. Ah, sehr schön. Hast du gekriegt bei deinem Stabilitätswurf oder was? Carla schaut rüber zu Elena und macht so ein... Miss Woodman. Sie dürfen hier gerne rauchen, das ist kein Problem. Von unten, ich habe dieses Haus ursprünglich vom alten, aufgrund des alten Ziegelsteinbrunns Keller gemietet. Von unten zieht ein nicht allzu schöner Geruch hoch. Da ist ein bisschen Rauch eine willkommene Abwechslung. Nun hier ins Nebenzimmer, da habe ich vor kurzem... Hier stinkt es doch aus Ihrem Keller. Nun, das ist ein sehr, sehr altes Haus. Und dort ist ein Brunnen. Ihr geht in den Nebenraum und seht, dass dort der Horror geradewegs in unsere Welt hineinbricht, in den Alltag. Hier wird das Grauen alter Orte mit den bekannten Szenarien, mit dem Grauen von heute, das vielleicht sich auch in den Morden so ein bisschen wiedergespiegelt hat, verbunden. Ein Bild trägt den Titel Unfall in der Untergrundbahn. Und eine Schar der Wesen fällt aus einem Riss aus dem Boden über die Leute auf dem Bahnsteig her. Dann sieht man sie tanzend auf einem Friedhof. Eine Reihe von Bildern, da kriechen sie in Spalten, durch Spalten aus Kellergewölben hoch, kauern hinter Fässern und Heizkesseln. Und dann sieht man tatsächlich auch einen Querschnitt des Beacon Hill, der wie Bienenwaben von Gängen durchzogen ist. Bienenstock. Was ist das für ein Motiv, Senor Pikmin? Das ist der Beacon Hill. Erkennen Sie ihn nicht? Nicht weit von hier. Nicht weit von hier. Ja, so. Er sieht nicht so aus, wie ich ihn in Erinnerung habe, Senor. Naja, Sie haben ihn wahrscheinlich immer nur von oben gesehen. Ich meine... Ja, was sonst? Wir reden ja hier über Legenden von Eingängen, nicht wahr? Eingänge. Ihr seht, seine Bilder sind genauso abstoßend wie genial. Also, wenn man sie sieht, dann erwachen die Monster zum Leben und man hat Angst vor ihnen. Aber hier zeichnet sich aus, das handelt sich um weitaus mehr als die Vorstellungskraft eines Künstlers. Es ist eine nüchterne Objektivität, mit der Pikmin gemalt hat, aus einer Welt genommen, die er in ihren Schrecken klar überschaut. Mit wissenschaftlicher Genauigkeit festgehalten. So. Sie haben also einen der Eingänge gefunden, ja? Nun, da unten ist ein Brunnen. Möchten Sie ihn sehen? Ich schaue zur Elena hinüber.
ein Brunnen, aus dem es stinkt. Ja, Ratten haben dieses Haus schon ein wenig heimgesucht, aber sie passen sich der Atmosphäre ganz gut ein. Dort male ich übrigens auch. Hier beschwört man eine Atmosphäre hoch. Das erklärt einiges, wenn der Gase aus dem Boden kommen und sie die ganze Zeit einatmen. Ja, möglicherweise hat mich das ein wenig beeinflusst, da haben Sie recht. Sehen die Gesichter auf den Bildern, also da sind ja bei hier Überfall auf die Untergrundbahn oder Unfall in der Untergrundbahn, sieht das realistisch aus? Du hast selten mehr Realität gesehen. Also es ist total abwegig, wobei du erinnerst dich an diesen blutigen Handabdruck. Handabdruck, dankeschön. In der Bahn, naja, also doch. Vor allen Dingen, weil du normalerweise nur Aufnahmen in Schwarz-Weiß siehst und jetzt eine gemalte Zeichnung mit Farben, das ist durchaus realitätsecht dargestellt. Nun, hier hinab. Dort geht es hinab. Sie haben es gleich geschafft. Ich bin mir sehr sicher, dass wir das nicht sehen müssen. Zustimmung erneut. Bis hierhin und nicht weiter. Vielleicht wollen wir uns das anschauen, aber ohne Mr. Pickman, der vielleicht hier oben bleibt und seine Hände von irgendwelchen Gegenständen, die scharf, spitz oder sonst wie gefährlich sind, fernhält. Er tut uns nichts. Er ist ja da, ne? Also das müsste ihr ja, sie sagt das, ja, sie sagt das auch laut in seiner Gegenwart. Ich schaue Mr. Pickman genau. Er fängt an zu lächeln. Auch über ihn wie ein Insekt, sagt, er tut uns nichts. Der will, dass wir es sehen. Dass wir was sehen? Ein Leuchtfeuer. In dem Brunnen. Beacon Hill. Im übertragenen Sinne. Beacon. Der Beacon Hill heißt nicht so, weil ein Leuchtturm oben drauf stand. Sagen Sie uns das gerade? Ich sage gar nichts. Ich deute nur an, Mr. Goldblum. Ist es ein Foto wert? Ja. Für mich war es das. Mr. Diggory? Ich werde hier oben bleiben. Sie können sich unten in aller Ruhe aus... Ja, Sie können sich umsehen und dann kommen Sie wieder hoch, wenn Sie bereit sind. Ich werde auf Sie warten. Dann Carla geht wieder mit ihrer gesamten Ausrüstung in Richtung des Untergangs. Des Abgangs. Carla? Ja? Willst du wirklich ein Bild davon machen? Ich habe hier in meiner Tasche eine ganze Menge Magnesiumpulver. Willst du das Haus sprengen? Je nachdem, was da unten ist. Weil ein vollkommen überschätzter, exzentrischer Mann behauptet, da wäre ein Brunnen? Du hast recht. Aber dann sollte ich... Wie wäre es, wenn wir es uns tatsächlich einfach anschauen und ein Urteil bilden? Wie? Ja, er ist nicht überschätzt. Es ist technisch vollkommen perfekt, was er malt. Er malt immer das Gleiche. Schau dir die Konturen hier drüben an, die Muskulatur, die Nerven. Nun wollen sie nun runtertreten. Es wird Zeit. Ja, Carla. Er hat da sogar die Brüche im Zahn drinnen. Siehst du die? Ja, ich sehe es. Warten Sie. Also bei Elena kickt jetzt gerade das Kindheitstrauma, dass Carla immer vorrennt und Elena hinterher rennt, als Kinder im Wald spielen, ein und ich gehe nach. Okay. Sehr so, gut. Wenn du mich nicht von der Treppe schubst, um vorne zu sein. Nein. Naja, ihr seid beide trotzdem nicht ganz so scharf, darunter zu gehen, obwohl ihr das tut. Elena, sobald sich Elena bewegt, sage ich, Moment, dann gehe ich vor. Henry, irgendjemand wird es ja tun. Ich wollte es doch immer wissen. Ist er Stefan? Sie, Senor. Gehen Sie da runter? Sie, Senor.
Sie, Senior. Letzter Blick zu Pigman. Und dann runter. Haben Sie keine Angst? Angst? Angst. Haben Sie Angst? Angst hat man meist vor dem Bösen in der Welt, aber ich halte das Böse durchaus für variabel. Es hängt vom Blickwinkel des Betrachters ab und ich glaube, das Böse ist nur das entstellte Gute und wir sind blind. Deswegen male ich. Das ergibt keinen Sinn! Kommst du unter Treppe? Ich habe so den Schirm so in der Hand, aber man sieht es ja wie eine Waffe, aber man sieht es ja deutlich, dass ich total Laie bin. Ich glaube, Sie sind das Böse hier, Pigman. Ist Miss Moth die Böse, wenn sie über einen Mordüberfall berichtet? Nur weil sie die Berichterstatterin ist? Muss sie, wie im alten Griechenland, dann getötet werden, wenn sie eine schlechte Nachricht bringt? Ach, bitte. Nun gehen Sie doch nun runter. Aber passen Sie auf, die Stufen sind rutschig. Senior Pigman, beantworten Sie mir erst noch eine Frage. Ich gehe runter, damit Sie nicht allein sind. Klar, geht das. So sehr, wie Sie beteuern, dass Sie hier nur darstellen, was sowieso passiert, woher nehmen Sie Ihre Motive? Ich bin ein sehr fantasievoller Mensch. Vielleicht werden Sie aber auch verstehen, dass ich mich durchaus hab inspirieren lassen können, wenn Sie hinuntergehen. Clara, geben Sie mir da Ihr Gerät. Sie bringen sich ja um mit den Schuhen auf diesen nassen. Geben Sie mir Ihr Ding da. Drei Beine. Ja. Carla, es wird so sein, der hat einfach 15 Kilo Rindfleisch in diesen verdammten Brunnen geworfen. Darum stinkt es auch so. Ja, und dann machen wir da ein Foto von und stellen den bloß und dann kauft auch niemand wieder jemals wieder eins von seinen beschissenen Gemälden. Oh, manchmal wundere ich mich sehr, wie clever du wirklich bist. Dem geht es nicht ums Verkaufen. Gut, bist du jetzt da gerade stehen geblieben auf der Treppe während dieses lustigen Gesprächs? Ja, also wahrscheinlich knäueln wir uns da gerade ganz schlimm. Gut, dann gehe ich mit deinem Dreibein an dir vorbei und sage dir, was du meinst. Das ist ein sehr empfindliches Gerät. Nicht hier auf den Stufen rangeln, die sind rutschig. Das sagte der Herr zu den zwei Damen auf den Stilettos. Danke. Inzwischen seid ihr unten und seht ein großen Brunnen, eine solide Arbeit des vielleicht 17. Jahrhunderts, scheinbar wirklich sehr, sehr alt. Im Durchmesser so 1,5 Meter und abgedeckt mit einer schweren Holzplatte. Gut, ich stelle das Dreibein an die nächste Wand. Ja, aber ihr seht, das ist nur der Hauptkeller. Es gibt noch einen anderen und dort scheint tatsächlich auch die Malerstube zu sein. Ist das Ganze beleuchtet? Hat er irgendwie elektrische Leitung oder Gas oder was hat er heruntergelegt? Er hat euch eine Acetylenlampe mitgegeben. Wobei, kann man sowas tragen? Er hat euch eine Öllampe mitgegeben. Und ihr seht eine Acetylenlampe innerhalb der Kunst der Malerstube, gut, die man anmachen kann. Dann habe ich die Öllampe noch in der Hand. Gut. Ich werde unweigerlich die Wand sehen, wenn ich das Dreibein dort abstelle. Fällt mir da noch was auf, oder? Nee, also dieser Raum ist bis auf diesen Brunnen vollkommen leer. Und dann gibt es da diese Tür, die da abzweigt. Und dort öffnest du, ja, du öffnest die Tür und dort machst du das Licht an. Siehst du viele Federtuschezeichnungen auch hier, grauenvoll. Und dann ein großes Gemälde, das mit einem schwarzen Tuch abgedeckt ist. Was macht der andere? Senores und Senoritas, wollen Sie sehen, was dort hinter ist? Carla überprüft, dass ihrem Dreibein nichts passiert ist, während es gehandelt wurde und stellt auch ihre Tasche ab und fängt an, ihre Kamera aufzubauen. Goldblum. Tun Sie's. Ja. Und du reißt den schwarzen Stoff vom Bild. Ja, reiß nicht, ich zieh's erstaunlich langsam. Ja, okay. Du siehst das, das bemerkst du nur so ganz kurz, wie ein Bild auf den Boden sigelt, das davor wohl angeheftet war an der oberen rechten Ecke. Und dann seht ihr dieses Ding. Und ihr merkt, das
Das kann unmöglich einer Fantasie, egal wie krank, entsprungen sein. Ihr alle könnt nochmal auf Stabilität werfen. Und nebenbei erzähle ich, ihr seht ein Wesen mit rotglühenden Augen, unmenschlicher und erschreckender als all seine Verwandten auf den anderen Bildern in den Klauen. Ihr tretet näher oder seht tatsächlich auch von Weiterem. Es handelt sich um die Überreste eines Mannes und es frisst an seinem Kopf wie ein Kind, das an einer Zuckerstange knabbert. Und es kauert sprungbereit da und wirkt, als könnte es jederzeit aus dem Gemälde entspringen. Ich wusste es, er hat's gesehen! Sie haben's gesehen! Sie waren sicher, Sie haben's gesehen! Ich entlade 6 Kugeln in das Bild. Ich habe 75, ich habe meinen Stabilitätsbruch nicht geschafft. Okay, wie hieß denn ein Hintergrund lässt die letzte an der Tür, auch die Tür, die Tür los, die fällt ins Schloss, ihr seid alleine und es. Unglaublich laut hallen die Schüsse wieder. Ihr bemerkt 6 Lichtblitze, ihr seid kurz taub. Und wie ist denn das? Wer hat die Stabilitätsprobe nicht geschafft, der kann sich mal ein W10 abziehen. Ein W10? Boah, Alter. Yay! Na dann. Eins. Ach, eins. Das soll sich doch morgen eher, was ich tue. Das ist ein bisschen zitternd. Der Rest verliert dann auch nur einen, der es geschafft hat. Ja, ihr alle seid vollkommen geblendet und taub. Und dann hört ihr aber in diesem Tinnitus, der sich jetzt in euren Ohren entwickelt, einen weiteren unverständlichen Schrei Pigments hinter der Tür. Weitere Entladung eines Revolvers. Und dann ist alles wieder still. Und ihr hört, wie etwas klappert. Und das hört sich an wie Holz auf Stein, das da schabt. Und dann hört ihr einen dumpfen Plumps und alles ist wieder still. Pigman öffnet die Tür, sieht das Bild, 6 Löcher darin. Was haben sie getan? Wir haben auf mich geschossen, Diggory. Auf das Bild, auf das Ding, auf das Ding. Dieses Ding ist nur ein Bild. Nur ein Bild. Mr. Diggory. Nur ein Bild, das ist kein Bild. Das ist kein Bild. Das ist Sie haben es gesehen. Ich möchte das, was da von dem Bild runtergefallen ist, aufheben. Ja, möchtest du das offensichtlich tun oder eher so schnell, sneaky? Ich möchte das. Ich achte da nicht drauf, wie ich es nehme. Okay, du nimmst es einfach. Möchtest du direkt darauf blicken? Mhm. Gut. Und du siehst das Atelier von Pigman. Es ist eine Fotografie, schwarz-weiß. Aber die Galerie ist nur der Hintergrund. Und im Vordergrund sieht man das, was auf dem jetzt 6-mal durchlöcherten Bild abgebildet ist. Es und ist das auch Fotografie. Es ist eine Fotografie. Und das siehst du und du verlierst nochmal ein W6. Ein W6 Stabilität? Ja. Okay, das ist dann auch mein erster Verlust. Dann sieht Pigman jetzt, du das entsprechend gesehen hast. Und seinen rauchenden Revolver nachladen, tritt er nun rückwärts aus der Tür raus. Und ihr hört Schritte auf der Treppe. Wer hat jetzt was? Und viel zu laut, weil die Ohren noch klingeln. Wer hat jetzt noch auf was geschossen? Wir haben nicht verstanden, Pigman. Was? Die Maske verdeckt nicht das Gesicht. Ich habe nur das Bild geschossen. Es gibt kein Gesicht. Sie können es nicht kontrollieren. Der mit der Maske könnte. Der Hexer konnte es auch nicht kontrollieren. Ja, ihr hört, wie oben jemand über die knarzenden Fliesen oder knarzenden Holzpaneelen geht und dann ja die Tür ins Schloss fällt. Ihr steht alleine unten und ihr hört irgendetwas beim Brunnen, das versucht hochzukommen hinter der Tür, die nun angelehnt ist. Noch scheinbar relativ weit unten. Wahrscheinlich geht es da tief hinab. Aber ihr seid jetzt quasi eingekerkert in diesem Raum, den ihr natürlich verlassen könnt. Das Atelier, ja, dann laufe ich zu der Ateliertür. Also ja, der Brunnenraum ist jetzt abgesperrt von uns, habe ich das richtig verstanden, ja?
Ja, die Tür dazu ist angelehnt worden und jetzt hört ihr quasi im Brunnen irgendetwas krabbeln, was ihr wahrscheinlich davor nicht gehört habt, als durch ihn geschossen wurde, durch Pikmin. Aha. Ja, und nun, ihr alle habt wahrscheinlich ein Bedürfnis, äußerst schnell hier rauszukommen. Ich renne sofort zu der Tür und reiß sie auf. Wir müssen durch den Brunnenraum durch, wenn wir weg wollen. Ja, ja. Die Treppe wieder hoch. Ich habe meine Kamera aufgebaut in diesem Raum. Und dann, okay, ja, dann, da dann ich ordentlich die Einzige schnell. Bin, die Stabilitätsprobe geschafft hat, ziehe ich mein wunderbares schwarzes Charleston-Kleidchen hoch und ziehe einen kleinen Revolver. Okay. Was? Bin eine Lady in der Großstadt. Ich auch. Ich renne zu den Brunnen hin, zu diesem komischen schweren Deckel. Henry! Stehen bleiben! Carla rennt zu ihrer Kameraausrüstung und macht da Dinge bereit. Wir gehören nicht zu ihm! Wir gehören nicht zu ihm! Ihr wollt ihn haben! Du hörst eine Art Fiepen wie von einem Hund darunter und es wird immer tiefer und tiefer zu einem Knurren. Das sind keine Ratten. Ja, und dann lege ich meine Hände auf den Deckel und fange zu ziehen an. Also der Deckel ist auf dem Brunnen, ne? Derzeit verdeckt er ihn noch. Ach so. Ja, richtig. Ich fange Du willst den Deckel jetzt aktiv hoffentlich versuche ich an, herumzureißen. Ihr wollt ihn haben. Ihr wollt nicht uns haben. Ich renne auf Stöckelschuhen mit einer gezogenen Waffe auf Henry zu und packe ihn am Arm und versuche ihn wegzuziehen. Henry! Lass die Finger davon! Die kommen durch. Die kommen nicht, wenn der Deckel drauf ist. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg, aber die sind doch... Die sind doch oben auch. Er hat doch auf sie geschossen. Du weißt nicht, worauf er geschossen hat. Wir müssen hier raus. Jetzt. Wir müssen hier weg. Carla, was ist mit deiner Kamera? Sie ist bereit. Du kannst eine Geschicklichkeitsprobe machen. Dann okay, sie ist bereit. Sie ist gut. Also ich kann natürlich immer drauf würfeln, auf... Ja. 20. Geht weg, auf Fotografie habe ich eine 20, aber wird es sogar unter der Hälfte. Du bist in der Lage, ein Foto zu machen, von was auch immer du jetzt ein Foto machen möchtest. Ja, also sie hat sich mit ihr mit dem Magnesiumblitz in der einen Hand positioniert und mit alles eingestellt und sozusagen fotografieren und dann die Platte mit Kartusche rausziehen und rennen. Gut. Vielleicht hat man die Aufnahme seines Lebens. Ja, vielleicht. Oder seines Todes, wer das weiß. Das ist die letzte Aufnahme meines Lebens. Die Platte rutscht auf der anderen Seite runter und ihr seht ein Ding. Es ist halb hoch. Es ist kein Mensch. Es ist vielleicht kein Mensch mehr. Ihr wisst es nicht, aber es ist das, was auf diesen Bildern abgebildet war, noch viel lebensechter, als selbst Pikmin malen konnte. Und leicht hundeähnlich, trotzdem viel gewandter als ein Hund, macht es sich daran, weiter hochzuklettern an dieser senkrecht abfallenden Tunnelwand bzw. Brunnenwand nach oben. Ja, also ich starre in den Brunnen und er sagt, da ist er, Ein Lichtblitz, Magnesium pufft auf und die Aufnahme hast du im Sack, ihr alle seid ein erneutes Mal blind und das Ding... ist scheinbar auch kurzfristig geblendet. Hat irgendjemand das Gefühl, vielleicht wäre es jetzt ganz gut, wegzurennen? Ja. Ja. Okay, gut. Das ist einer von diesen Menschenfressern. Laufen Sie! Und dabei nehme ich noch meine Dose mit dem Magnesiumpulver und mach... Okay. Hoffentlich. Durch dichten Magnesiumnebel entkommt ihr und einer von euch blickt noch zurück und ihr seht etwas herumschlagen und scheinbar nach der Beute, die ihm entwischt ist, schlagen. Dann geht's die Treppe hoch. Ihr befindet euch irgendwo im North End. Ihr habt die Orientierung verloren. Ihr lauft einfach. Ihr lauft und lauft. Keine Ahnung, ob ihr dieses Haus jemals wiederfindet in dieser abscheulichen Gegend mit diesen abscheulichen Erfahrungen, die man dort drin machen kann. Irgendwann kommt ihr an eine halbwegs bekannte Straße für die Ortsansässigen und könnt zurückgehen. Die Nacht zieht herauf, schon bald wird der Morgen kommen. Noch immer ist Thompson weg, der ja morgen aber um 22 Uhr
zu dem Punkt könnten wir vielleicht gleich springen, noch ein Treffen mit Pikmin offen hat. Ja, und ihr kommt unter, ihr habt eure Kontaktdaten jeweils, um euch zu erreichen und einen gemeinsamen Treffpunkt vielleicht ausgemacht, um euch am nächsten Tag wieder zu treffen mit eventuell weiteren Recherchen oder das, was es da sonst noch gibt. Ich würde das Foto gerne entwickeln. Oh, das ist eine gute Idee. Und du wünschst, du hättest das nie entwickelt. Jetzt hat es sich nicht nur auf dem Material eingebrannt, sondern auch deinem inneren Auge. Es ist das, was auf den Bildern zu sehen war. Du bist genauso geschockt wie Ramira Estefan. Meinetwegen kannst du auch nochmal auf Stabilität werfen oder du zeigst einfach, dass du geschockt bist. Eine 15, das heißt, sie ist zumindest relativ beherrscht, auch wenn sie offensichtlich zwischendurch irgendwo Zigaretten besorgt hat und eine ganze Zeit am Rauchen ist. Elena, wir nehmen den ersten Zug morgen nach New Hampshire. Wir bleiben nicht hier. Wir treffen uns auch nicht mit den anderen Wahnsinnigen. Henry. Ich weiß immer noch nicht, wo Liam ist. Wer ist Liam? Mein Freund. Weswegen wir hier sind. Den hat Murray gegessen. Bin mir nicht sicher, ob Murray ihn gegessen hat. Henry, was hältst du davon, wenn wir der Hausdame im Hotel sagen, dass du morgen ein wenig länger schläfst und jetzt einen großen, warmen Tee trinkst? Aber was soll das helfen? Die sind da draußen. Es ist für die Nerven, Henry. Für die Nerven. Die Nerven, nicht? Die ziehen dir die Nerven einzeln raus, wenn sie dich essen. Ach, Henry. Ach, Henry. So schlimm war es nicht. Doch. Elena, du hast es doch immer nicht verstanden. Nicht mal Pikmin hat es begriffen. Er hat das Haus nicht gesehen von dem Hexer. Er hat es nicht verstanden. Henry, ich sag der Hausdame, sie soll einen warmen Tee machen. Ja, mit einem warmen Tee in eine Decke gehüllt, hast du jetzt der Dinge. Ihr trefft euch irgendwann wieder im gleichen Gebäude. Es ist jetzt doch schon recht auf den Abend zugehend. Ja, in 2 Stunden, in 1,5 schon fast, da trifft sich Pikmin mit Thompson. Zumindest war es so vereinbart gewesen. Und Elena ist natürlich stur und beschließt weiterhin, dass wir dorthin gehen, ja. Natürlich. Klar, ja. Also, es tut mir leid, dass ich gestern meine Kontenance verloren habe. Es ist auch ein bisschen viel für einen Herrn in deinem Alter, Henry. Ich habe da in der Brunne etwas gesehen. Ihr habt das nicht gesehen in dem Brunnen. Das, was ich gesehen habe in dem Brunnen. Vielleicht überlegst du dir mal, wenn ich dir sage, du sollst den Deckel drauf lassen, dass ich vielleicht recht haben könnte, Henry. Das meine ich, wenn ich sage, ich möchte auch Dinge entscheiden. Aber du hast doch entschieden, dass wir wegrennen und dass wir hier bleiben und dass wir runtergehen und dass wir deinen Freund suchen. Du hast alles entschieden. Ich habe nur den Deckel. Den Deckel hätte ich drauf gelassen. Ja, weil es ja meine Entscheidung war. Ach, Henry. Ich dachte mir, sie wollen Pikmin haben, verstehst du? Ich schäme mich, das zuzugeben, aber ich dachte mir, wenn sie Pikmin essen, lassen sie uns vielleicht in Ruhe. Pikmin ist ein exzentrischer, überbewerteter Mann, Henry. Du bist exzentrisch. Du bist vollkommen wahnsinnig. Und das Schlimmste dran ist, er ist völlig bei klarem Verstand, verstehst du? Da stimme ich dir zu. Der ist nicht bei klarem Verstand. Doch. Nein, er malt immer nur dasselbe. Weil er es gesehen hat. Wo bleibt denn da die Kunst? Ja. Kunst ist immer eine Entscheidung und Pikmin hat seine getroffen. Wie ist eure? Also Doug ist tatsächlich nach dem Abend in sein Apartmentbüro, in sein kleines schäbiges und nach schlechten, billigen Bourbon, den er sich da irgendwo hergeschmuggelt hat und dem leergeschossenen Revolver
hat er entschieden, er wird am Abend nicht mehr dorthin. Er wird diesen Treffpunkt nicht aufsuchen. Er wird den Fall abgeben. Das war zu viel. Im Dunkeln sitzt du da. Du hast noch eine Kerze gefunden. Das macht es nicht besser. Die Schatten, sie deuten zu viel an und du siehst vielleicht auch mehr als zuvor. Okay, das heißt, wir haben eine Person, die jetzt schon ausgeschieden ist. Gibt es noch andere, welche willens sind, ein letztes Mal nachts nahe eines Kirchhofs Antworten zu erfahren? Es gibt, also ich wäre dabei. Es gibt genau ein technisches Problem, weil wenn Ben jetzt geht und sich aus dem Call verabschiedet, werden unsere Bilder alle verschoben. Oh, dann sehen wir jeweils die Ohren und den Ellenbogen. Dann, also wenn du den... Ich lasse den Call noch an. Genau, du kannst deine Kamera ausmachen, Ton ausmachen. Aber das spart uns eine Menge neue Einrichtungen. Kein Ding. Ich muss mich tatsächlich jetzt verabschieden. Wir können auch einfach als Gruppe beschließen, dass wir da nicht hingehen. Ein bisschen nee, das will ich für uns war. Nicht wegen mir. Also ich lasse den Call noch 20 Minuten dauern. Also das ist eure Entscheidung vollkommen. Ansonsten ja. Ne? So ist das eben halt, wenn man sich mit der Zeit nicht so ganz, wenn man da nicht. Was ist denn die Essenz, wenn wir jetzt aufhören? Dann wissen wir ja jede Menge Zeug. Jetzt immer in Character. Ja. Du hast da dein Kunstwerk gefunden, Woodman, und in der Wand, ja. Und weißt nur, dass das fertig gemalt werden muss. Wir haben eine Maske gefunden, über die du ein Buch hast. Und jetzt wissen wir auch noch, dass es irgendwelche Menschenfresserwesen in Boston gibt, und jetzt hören wir alle auf. Also ich glaube, in Charakter, zumindest mein Charakter würde gerne noch weitermachen. Genau, und ich ziehe das nur auf. Also mein Charakter ist tatsächlich kurz vor. Ja, natürlich. Dann möchte ich Ben sagen, ich kann hier bleiben. Vielen Dank für das dabei sein. Das war großartig, deine Leistung. Dankeschön. Ich danke Marie fürs Hosten wieder. Vielen, vielen Dank für die Mitspieler. Toll, dass spontan noch einer gekommen ist und geht gar nicht groß raus. Das hat mir sehr genossen, Mr. Goldblum. Katrin sowieso. Vielen Dank, Karl. Mr. Estefan. Spielt weiter. Ich lasse es hier einfach, damit nichts verrückt. Und genau. Ich gucke dann, ob ihr soweit dann durch seid, wenn ich fertig bin dann. Mhm. Gut. Bis bald. Dankeschön. Ja, also wir haben, also es kann natürlich noch. Ich glaube, ich muss trotzdem jetzt Leute schieben. Ja, okay. Kein Stress, ich werde einfach nur kurz still und leise Bildchen tauschen. Jetzt ist Katrin nämlich Ben. Ach, auch nicht schlecht. Ja, also, wir haben jetzt die Möglichkeit, noch 20 Minuten weiterzuspielen oder einen ebenso spannenden Endtalk zu machen oder aber im Unbekannten zu lassen oder aber vielleicht mit dem einen oder anderen, der geneigt ist, Karl, wird es sicher sein, das auf meinem Kanal fortzuführen. Mit einer kurzen Endgeschichte. Das wäre natürlich auch möglich, dass das dann mit weniger Charakteren zu Ende geführt wird, aber dann zu Ende geführt wird. Ja, also ich richte mich da jetzt ganz nach Katrin, so wie wir die Figuren angelegt haben, bin ich dir wohl offensichtlich sozial völlig verfallen. Ja. Das heißt, selbstverständlich will ich da nicht hingehen, aber wenn du hingehst, gehe ich dann natürlich mit. Ja, ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht, dass sie mit einem vollkommen fertigen Henry da auftaucht. Also du kriegst jetzt 10 Stunden lang kriegst du jetzt 24 Punkte Sanity-Datentexte von mir mitgekriegt. Ich habe wirklich bei jedem Sanity-Wurf das volle Programm gewürfelt, was notwendig war. Wir wollen am besten gar nicht lange um den heißen Brei rumreden. Ich habe das Gefühl, es ist dann so besser. Also ich bin ein klassisches Lovecraft-Schlusskapitel. Ja, weiß was es ist. Also, das kann ich auch unterschiedlich auslegen. Schlusskapitel im Sinne von? Ja, unverständliche Dinge und. Ach so. Ja, also, das würde mir jetzt nicht wehtun, wenn wir das hier abschließen. Wer weiter gucken möchte, kann das dann in einiger Zeit auf unserem Kanal tun. Mal sehen, wer dabei ist. Das stelle ich den Leuten natürlich vollkommen frei. Und ansonsten. Wenn es nicht zustande kommt, gibt es dann auf meinem Kanal auch vielleicht nochmal ein paar Infos dazu, wie es zu diesem Schrecken gekommen ist.
Ja, aber moderationstechnisch habe ich mir nichts überlegt. Ich halte das aber für die beste Möglichkeit, euch vielleicht auch nochmal so ein bisschen zu hocken für nächstes Mal, wenn es da wieder heißt, Wahnsinn, wir kommen. Oder Wahnsinn, kommt zu uns. Also schnelles Feedback. Ich persönlich stehe total drauf, wenn Cthulhu-Geschichten so mittendrin enden. Also Lovecraft zu schreiben. Und für mich war das also Big Man's Model live. Also ich hab die ganze Zeit gedacht, du wirst es anteasen und dann neben einem Plot spielen, dass wir wirklich mitten hineingelaufen sind, das volle Programm. Also für mich wäre jetzt alles, das wäre jetzt mich überfressen, wenn ich jetzt weitermache. Die Geschichte ist toll, einfach großartig. Das ist für mich Lovecraft gerade gewesen. Sehr schön. Ich glaube, dass Carla in ihren Job zurückgeht, eine Geschichte drüber schreibt, darauf in ihren Job verliert und irgendwann als so eine wahnsinnige Idee irgendwie in Groschenheftchen oder sowas von Verschwörungstheorien faselt wird. Genau. Du bist auch eine, die jetzt genau typisch schriftliche Quellen finden kann. Sehr gut. Nach dem Motto, Dagon endet das Fenster und so endet es dann. Ja, schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wir können ja mal Ihre Estefan wird im Unglauben oder im Unwissen darüber lassen, ob es weitergeht und wie es weitergeht, denn vielleicht geht es ja weiter, wer weiß. Dann gut. Würde ich an der Stelle sagen, ich bedanke mich bei Live, der geleitet hat. Und vielen Dank bei euch. Bei den Mitspielenden, der Ben ist fort, aber in Abwesenheit quasi. Danke Ben, danke Karl, danke Katrin und danke Hatmar, der sehr spontan noch mit reingegangen ist und alles gegeben hat, inklusive Frisur. So ein Klassiker, quasi sind den Männern doch immer die Haare so, die haben doch diese gekleckten Haare. Ja, diese was heute als der Faschoschnitt bekannt ist. Ja. Das sei wirklich, dass sich jetzt herausstellt, dass natürlich Katrins Charakter genauso co-abhängig ist und dann letzten Moment dann doch greift. Also ja. Gut. Ach ja, und danke, Mayri. Oh, ich hab dich gemacht. Vielen Dank. In dem Sinne, wenn du da noch weiter Aufklärung betreiben willst oder das weiter spielen und dergleichen, findet man dich auf deinem Kanal und der heißt Table Tales, genau. Ja, kommt gerne vorbei. Ich vorstelle, dass Karl alleine weiterspielen muss und die ganz alleine. Bin ich auch sehr Lovecrafter. Also mit Ramira Estefan gibt es ja eine ganze Kampagne noch. Sie hat noch einiges vor, was in diese Richtung geht. Oh ja, stimmt. Das ist das Vorgeplänkel, bevor Ramira Estefan dann richtig abgebrüht. Naja, vielleicht überlebt sie es in dieser Nebengeschichte ja auch nicht, wer weiß. Aber bevor sie dann richtig abgebrüht in unserer Kampagne dann loslegt und die großen Kaninchen aus dem Hüten zieht. Wir werden sehen. Dann in der Zukunft. In dem Sinne, ich wünsche allen eine erholsame Nacht. Ja? Ich habe das mit Ben jetzt nicht verstanden. Musste sich Ben jetzt ausklinken oder war er der Meinung, dass sein Charakter ausgespielt und ist? Er musste. Ich glaube, so auch. Ah, okay. Ja. Also er musste kurz Pause machen. Gut. Dann, ich bedanke mich auch beim Chat. Link zum Kanal hatten wir zwischendurch ja schon mal, können wir auch noch mal reinwerfen. Und ansonsten macht es gut, passt auf euch auf. Ja, lasst euch nicht von Menschenfressern essen. Guter Tipp, damit kann man schließen. Geht nicht in schlechte Galerien. Nur in die guten richtig gruseligen. Na dann. Gute Nacht allesamt. Tschüss. Gute Nacht.